Pardon, Madame, ist Ihr Mann zu Hause? Ja, der Herr Untersuchungsrichter will Herrn Maigret dringend sprechen. Was ist los? Ja, das frage ich Sie, Maigret. Ich habe gar keine Zeit. Ja, ich suche Sie überall. Was sagen Sie? Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich fliege in 35 Minuten nach London. Nach London? Jawohl. Ja, aber was haben Sie denn entdeckt, dass Sie da auf einmal... Verzeihen Sie, dass ich einhänge. Ja, Maigret, seien Sie schnell. Eben. Schließlich ist die Leiche im Koffer nicht irgendwer, sondern der Abgeordnete André Deltay. Die Presse macht uns die größten Vorwürfe. Ja, ich weiß, aber pardon, das Flugzeug wartet nicht. Ich werde dir eine Postkarte schreiben. Flieg vorsichtig. Morgenzeitungen angenehm? Ja, bitte, nichts mehr. Gestern Donnerstag, 17 Uhr, wurde in einem bei der Gepäckaufbewahrung der Gare du Nord abgegebenen Koffer der Abgeordnete André Deltay tot aufgefunden. Die Ermittlungen sind noch im Gang. Gott sei Dank noch kein Kommentar. Stewardess, ein Cognac, bitte. Gern, sobald wir das Frühstück serviert haben. Freitag, 8.15 Uhr, Start nach London. Donnerstag, Mittwoch. Ja, damit fing's an. 20 nach 12. Ja? Bist du's? Ich wollte dich nur fragen, ob du zum Mittagessen nach Hause kommst. Wieso? Weshalb willst du das wissen? Ach, es ist nichts weiter. Es wartet hier nur jemand auf dich. Wer? Jemand, den du nicht kennst. Ein junger Mann. Wer ist es? Das weiß ich nicht. Na, was will er denn? Das weiß ich auch nicht. Er sagt, er möchte dich persönlich sprechen. Hm. Ich werde so um 12 hier fortgehen. Wiedersehen. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich, Chef? Mensch, was machst du in Paris? Ja, der Inspektor Lotti. Der alte Jean. Erkennst du mich überhaupt noch? Nach den 2 Jahren. Ein bisschen dicker sind Sie geworden in Nizza. Jean, geh zu Lika. Ich bin nämlich gerade auf dem Nachhauseweg. Ich bin nur kurz hier und wollte bei der Gelegenheit gerne mal wieder die Luft des Hauses schnuppern und Ihnen die Hand drücken. Können wir in der Brasserie Dauphine zusammen einen Schnaps trinken? Natürlich auch 2. Aber rasch im Stehen. Ich muss nach Haus. Wer da erwarten? Ein Uhr, Maigret. Wartet der noch? Jetzt ist er fortgegangen. Was ist denn? Warst du heute Morgen, ehe du zum Dienst gingst, im Salon? Na, da gehe ich doch freiwillig nie rein. Warum? Ich dachte... Ja, was ist denn? Ach, nichts. Ich habe nur vorhin in der Schublade nachgesehen, aber komm, jetzt essen. Sonst fällt noch der Auflauf zusammen. In was für einer Schublade? In der du deinen Revolver aus Amerika liegen hast. Willst du damit sagen, dass mein Revolver nicht mehr da ist? Ich will es dir gleich erklären. Jetzt iss nur. Also ich finde es ein bisschen stark, dass du einen Fremden hier reinlässt und... Ach, wenn du ihn gesehen hättest... Wie alt? Blutjung, höchstens 20. Was für ein Typ? Ein sehr gut aussehender Junge. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Kein Sohn aus reichem Haus, aber jemand, der sich zu benehmen weiß. Er hatte bestimmt geweint. Hast du ihn allein gelassen? Ich musste mich ja ums Mittagessen kümmern. Wann ist er fortgegangen? Das weiß ich eben nicht. Ich briet Zwiebeln und da habe ich die Küchentür zugemacht, damit nicht die ganze Wohnung danach riecht. Dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, um mich schnell ein wenig zurechtzumachen. Du wolltest ja kurz nach 12 hier sein. Und erst als ich kurz nach 12:30 wieder in den Salon schaute, um ihn zu bitten, sich noch ein wenig zu gedulden, sah ich, dass er bereits fort war. Bist du mir böse? Er sah so gar nicht wie ein Dieb aus. War der Revolver geladen? Nein. Ach, dann ist es doch wohl nicht so schlimm. Hallo, bist du's, Janvier? Ruf doch mal alle Waffengeschäfte in der Stadt an. Hallo? Die Waffenhändler, ja. Frag, ob jemand bei Ihnen Munition für ein Spezial Smith & Wesson 45 gekauft hat. Wie? Ja, 45. Wenn er noch nicht da war, sich aber heute Nachmittag oder morgen einfindet, soll man ihn einen Augenblick festhalten und die nächste Polizeiwache benachrichtigen. Ja, das ist alles. Ich bin ab 3 wieder im Büro. Darf ich dir noch mal auftun? Jetzt Ihren Cognac, bitte. Nehmen Sie lieber das Kissen oder das Tablett. Ja, danke. Ach, bitte nehmen Sie das Tablett gleich wieder mit, ja?
Mittwochmittag, Nachmittag, nichts Besonderes. Ah ja, Meldung von Janvier. Ein junger Mann hatte die bewusste Munition schon gekauft. Stewardess? Ja, bitte? Bringen Sie mir bitte noch einen Cognac. Bitteschön. Mittwochabend, Einladung zu Dr. Pardons, provenzalischer Stockfisch. Und dazu habe ich ein Weinchen aufgetrieben, purer Zufall. Sie werden sehen. Nein, danke, ich nicht. Ich werde ja schon von einem Glas beschwipst. Oh, nur einen kleinen Schluck Beerenauslese, also schon zack. Der zum Stockfisch. Ein Gedicht. Zum Wohl. Bitte nehmen Sie doch noch, liebe Frau Maigret. Oh nein, danke, ich habe wirklich genug. Unter Aufsicht des Arztes. Ja, ich verstehe nur nicht, wieso Lagrange nicht gekommen ist. Und wäre Ihnen doch recht gewesen, Maigret. Hm? Ein ehemaliger Mitschüler von mir. Seit 2 Jahren mein Patient. Wollte Sie unbedingt kennenlernen. Warum rufen Sie ihn denn nicht an? Weil er kein Telefon hat. Wohnt er in der Nähe? Ja, gleich hier um die Ecke. Rue Popincourt. Bin neugierig, was der eigentlich von Ihnen will. Der sammelt alle Artikel, die über Sie erscheinen. Ja. Neulich lag in meinem Sprechzimmer eine Zeitung mit Ihrem Bild auf der ersten Seite. Ist es recht, wenn ich jetzt den Kaffee bringe? Ja, ja. Ja. Entschuldigen Sie, mein Lieber. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, ihm zu sagen, dass ich Sie kenne. Ich habe, glaube ich, sogar hinzugefügt, Sie seien ein Freund von mir. Ja, mit Recht. Zum Wohl, Doktor. Ja, ist er wirklich so, wie man von ihm sagt, hat mich Lagrange gefragt. Und ich habe gesagt, Sie seien ein Mensch, der... Der was? Ach, das tut nichts zur Sache. Zum Wohl. Kommen Sie mit mir hinüber, liebe Frau Maigret. Dann können wir für uns ein bisschen klatschen. Ja, ich nehme nur den Kaffee mit. Darf ich? Ja, ich will Ihnen schon den ganzen Abend erzählen, was mir heute passiert ist. Denken Sie... In der Küche, da klingelt es, ein junger Mann steht draußen. Der gute Lagrange ist Diabetiker. 2-mal jede Woche kommt er her. Er ist sehr auf seine Gesundheit bedacht. Ist er verheiratet? Gewesen. Seine Frau ist schon lange tot. Ja. Was macht er denn? Geschäfte. Ziemlich unsichere Geschäfte wahrscheinlich. Das geht ihm so. Auf seiner Karte steht Finanzberater und eine Adresse in der Rue Tranchée. Aber als ich einmal dort anrief, um ihn in die Praxis zu bestellen, da sagte man mir... Das Büro existiere schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Hat er Kinder? 2 oder 3. Ein Mädchen, wenn ich mich recht erinnere, und einen Jungen, für den er gerne eine feste Stellung finden möchte. Mhm. Ein Likör zum Kaffee? Ja, gern. Ich verstehe es nicht. Was? Dass er nicht gekommen ist, Lagrange. Hat mich doch extra noch angerufen, ob Sie auch bestimmt kämen. Das kann man doch nun wirklich. Das sah so unglücklich aus. Ich wagte sie erst gar nicht. Also lieber Doktor, Ihr provenzalischer Stockfisch, wieder ein Meisterwerk Ihrer Kochkunst. Habe ich noch nie so gegessen. Wirklich fabelhaft. Danke vielmals. Wollen Sie wirklich schon? Das ist schon 11 und wir stehen beide früh auf. Suchen Sie etwas? Kann ich Ihnen helfen? Ist Ihnen was heruntergefallen? Danke, danke, ich hab schon. Nur meine Pfeife. Die dürfen Sie hier leider nicht rauchen. Nur Zigaretten. Und Zigarren auch nicht. So, es geht doch nichts über die Eisenbahn. Mittwoch, das war alles Mittwoch. Donnerstag. Hallo, wer ist am Apparat? Dr. Pardon, entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihrem Büro störe. Gestern habe ich Ihnen von Lagrange berichtet, der mich gebeten hatte, bei unserem Essen dabei zu sein, um Sie kennenlernen zu können. Heute Morgen... bin ich auf meiner Besuchstour bei ihm gewesen. Hallo, hören Sie noch? Ja, ja, ich höre. Ich hätte Sie jetzt nicht angerufen, wenn meine Frau mir nicht, nachdem Sie gegangen waren, die Geschichte von dem jungen Mann erzählt hätte. Von dem jungen Mann? Mit dem Revolver. Mhm. Ihre Frau hat wohl meiner Frau erzählt, dass gestern Morgen... Ja, und? Lagrange würde wütend sein, wenn er wüsste, dass ich Ihnen jetzt alles erzähle. Er hat mir erst gar nicht geöffnet. Aber ich wusste ja von der Concierge, dass er zu Hause war. Klingelte also weiter. Schließlich machte er doch auf. Er war im Nachthemd, ganz verstört, aber offenbar erleichtert, dass ich's war. Er fragte gleich, ob ich ihn von ihm erzählt hätte. Er sei so krank gewesen, er hätte nicht kommen können. Was haben Sie ihm geantwortet? Ich weiß nicht mehr. Ich habe ihm den Puls gefühlt und den Blutdruck gemessen. Er sah aus, als ob er gerade einen Anfall gehabt hätte.
Zufällig fragte ich ihn, ob der Sohn nun Arbeit habe. Und da begann er zu weinen. Und schließlich kriegte ich heraus, der Junge sei weg. Fortgegangen. Das ist alles. So ungefähr. Ich dachte nur, es wäre natürlich ein Zufall, wirklich ein Zufall, wenn es gerade der junge Mann wäre, der... Ja. Was denken Sie darüber? Bis jetzt nichts. Ist der Vater wirklich krank? Ja, er hat einen schweren Anfall gehabt. Das Herz ist nicht sehr gut. Und er hat entsetzliche Angst vor dem Infarkt. Überhaupt vor dem Tode. Natürlich. Es ist sehr gut, dass Sie mich angerufen haben, Pardon. Was ist? Wo wollen Sie hin? Ich möchte zu Herrn Lagrange. Dritter Stock links im Hof. Ist er zu Hause? Wenn der Doktor heute früh bei ihm war, würde er wohl zu Hause sein. Dritter Stock. Gesagt. Ich bin Kommissar Maigret. Hab Sie gleich. Bitte treten Sie ein. Ich bitte um Verzeihung. Sie können mich ruhig wieder hinlegen. Sie haben doch gelegen. Danke. Ja, natürlich. Ich habe... Dr. Pardon hat uns gestern gesagt, wir würden die Freude haben, Sie kennenzulernen. Ja, ich glaubte... Sie lagen zu Bett, ja? Zu Bett, ja. Wann hat denn das angefangen, dass Sie sich so schlecht fühlten? Ich weiß nicht. Gestern... Ist es das Herz? Alles überhaupt. Das Herz ist auch... Sie machen sich Sorgen wegen Ihres Sohnes, ja? Ist er noch nicht wieder nach Hause gekommen? Nein, noch nicht. Sie wollten mich gern sehen, ja? Ja, ich hatte zu Pardon gesagt. Ihres Sohnes wegen? Meines Sohnes wegen? Nein, ich wusste noch nicht. Sie wussten noch nicht, dass er Sie verlassen würde. Er ist nur noch nicht nach Hause gekommen. Seit wann? Seit gestern Morgen. Hatten Sie eine Auseinandersetzung? Mit Aline habe ich nie eine Auseinandersetzung gehabt. Und mit Ihren anderen Kindern? Sie leben nicht mehr hier. Ich nehme an, Sie wären froh, wenn wir Ihren Sohn wiederfinden würden. Was beabsichtigen Sie zu tun? Es ist nicht nötig. Ich glaube, es ist besser nicht. Und was wollten Sie mit mir besprechen? Sie wollten doch, hm? Oder warum haben Sie Pardon seit 2 Tagen keine Ruhe gelassen? Er solle Sie mit mir zusammenbringen. Habe ich bedrängt. Ich wollte Sie gern kennenlernen. Weiter nichts. Ich bitte Sie um Verzeihung. Ich bin krank. Sehr krank. Sonst ist weiter nichts. Aber Ihr Sohn ist doch verschwunden. Vielleicht hat er es einfach so gemacht, wie seine Schwester. Ach, wie hat es denn die Schwester gemacht? Als sie 21 wurde, genau auf den Tag, ist sie, ohne ein Wort zu sagen, mit all ihren Sachen fortgegangen. Ah, ein Mann? Nein, sie arbeitet in einem Wäschegeschäft in den Champs-Élysées. Sie haben noch einen älteren Sohn. Philipp. Er ist schon verheiratet. Vielleicht ist Alain zu ihm gegangen. Sie haben gar keine Verbindung. Sehen sich nie. Nein, es ist nichts, sage ich Ihnen. Außer, dass ich krank bin. Und so allein. Pardon hätte Ihnen nichts sagen sollen. Es ist mir peinlich, dass Sie sich herbemüht haben. Es ist alles so unordentlich. Sicher riecht es nach Krankheit und ich kann Ihnen gar nichts... Sie haben auch noch nicht gefrühstückt. Wieso? Nur das Geschirr ist doch Tage alt. Haben Sie keine Aufwartefrau? Sie ist nicht gekommen. Soll ich nicht das Fenster ein bisschen öffnen? Nein, es ist draußen zu laut. Ich habe Kopfschmerzen. Es wäre vielleicht besser, Sie in ein Krankenhaus zu bringen. Nein, 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 nur das nicht. Ich will hier bleiben. Und auf Ihren Sohn warten. Ich weiß nicht. Was ist denn? Sagen Sie. Was?
Sind Sie sicher, dass Sie Dr. Pardon nicht gebeten haben, Sie mit mir zusammenzubringen, weil Sie mir etwas anvertrauen wollten? Aber ich schwöre Ihnen, ich habe das nur so hingesagt. Können Sie mir keinen Hinweis geben, wie wir Ihren Sohn auffinden? Leihen Sie mir eine Fotografie von ihm. Ich weiß gar nicht so. Liegt sie hier drin? Ist er das? Ja. Ja, das ist von ihm, vom vorigen Jahr. Aber das Foto braucht nicht in die Zeitungen zu kommen. Man soll überhaupt nichts unternehmen. Ich bin sicher, es ist nichts. Ich bringe es Ihnen heute Abend oder morgen wieder. Aber das hat doch Zeit. Warten Sie, ich... Nein, nein, bemühen Sie sich nicht. Ich finde schon hinaus. Oh, ich muss ja doch wieder abschließen. Und den Riegel. Auf Wiedersehen, Herr Lagrange. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Seien Sie mir nicht böse. Deswegen. Na? Sie sollten hin und wieder hinaufgehen und nach ihm sehen. Er ist sehr krank und völlig unversorgt. Krank? Und gestern Abend, dass ich glaubte, er wolle gern heimlich ausziehen, war es nicht. Was? Er ist gestern Abend ausgegangen? Er war sogar gesund genug, um zusammen mit einem Taxichauffeur seinen großen Koffer herunterzuschleppen. Wann war das? Oh, so gegen 10 Uhr. Ich hatte schon gehofft, die Wohnung würde frei. Aber er kam ja wieder. Mit seinem Koffer? Nein. Sieh mal an, so pünktlich heute zum Essen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Kein Selbstmord in ganz Paris. Dein junger Mann hat sich also nicht... Ich habe da übrigens ein Foto. Ist er das? Wie bist du an das Bild gekommen? Ist er das? Natürlich ist er das. Woher? Ich war gerade bei seinem Vater. Bei dem Mann, von dem Dr. Pardon gestern gesprochen hat, ist er also doch... Lagrange, ja. Was sagt er? Nichts. So weißt du nach wie vor nicht, warum der Junge den Revolver an sich genommen hat. Um ihn zu benutzen, wahrscheinlich. Sie haben mich gerufen, Chef? Ja, wo warst du denn wieder? Ach, ich habe ein paar Fotos, wissen Sie, an der Szene, so ein Gegenlicht. Ja, dann habe ich was für dich. Hier, gib mal das Foto mit dem jungen Mann ins Atelier. Ja, das ist eine Amateuraufnahme, das ist eine ganz falsche Blende. Die sollen davon so viel Abzüge machen, wie für die ganze Pariser Polizei nötig ist. Wie lange dauert das, Herr Fotograf? Jetzt ist es 2. Um 3 können es die sämtlichen Funkstreifenwagen haben, eine Stunde später alle Reviere und die Polizeiwagen. Um 6 haben es alle Polizisten, die ihren Nachtdienst antreten. Gut, weiter. Sieh dir bitte alle Taxis an, die im Viertel Popincourt Nachtdienst haben. An der Place Voltaire ist ein Halteplatz, um den muss es sich handeln. Was soll ich fragen? Ob einer von Ihnen gestern Abend gegen 10 Uhr einen großen Koffer aus einem Haus in der Rue Popincourt abgeholt hat. Ich möchte wissen, wo er ihn hingebracht hat. Weiter nichts? Frag auch, ob er seinen Fahrgast dann in die Rue Popincourt zurückgefahren hat. Gut, Chef. Jean. Chef, noch nicht zu Mittag? Soll ich die Brasserie Dauphine? Nein, ich hab schon zu Hause. Bitte, Chef, einen Moment. Lucas hat vorhin angerufen. Von der Gare du Nord? Ja, er wartet dort auf Sie. Zentrale, Bahnhofskommissariat, Gare du Nord. Ja, Dalli, für den Chef. Ich bleibe dran. Hat er was gesagt? Hat er den Chauffeur ausfindig gemacht? Oder wie kommt er zur Gare du Nord? Er hat mir nichts gesagt, aber es klang sehr siegessicher, wie wenn ihm ein gutes Foto gelungen. Hallo? Bitte. Hier, Kommissar Maigret. Ist mein Inspektor noch bei Ihnen, Lucas? Das ist für dich, dein Chef. Hallo, Chef. Ich war nicht sicher, ob Sie noch mal ins Büro. Ich habe auch schon zu Hause bei Ihnen. Der Koffer ist hier. Hast du ihn geöffnet? Das wollen die nicht. Wer? Die Leute von der Gepäckaufbewahrung. Sie verlangen den Hinterlegungsschein oder eine amtliche Verfügung. Ist was Besonderes dran? Ja, das stinkt. Du meinst? Was Sie denken. Wenn das keine Leiche ist, ist der Koffer mit verdorbenem Fleisch vollgestopft. In einer halben Stunde hast du die Verfügung. Dann bring den Koffer ins Laboratorium. Dort triffst du mich. Jean. Chef. Inspektor Janvier soll kommen. Ja. Hallo, Herr Direktor. Alles zum Abendessen. Danke. Schon so früh. Zentrale Staatsanwaltschaft. Chef, was ist bitte? Janvier, nimm dir jemand mit, geh zur Rue Popincourt Nummer 37b. Im Hinterhaus, dritter Stock links, wohnt ein gewisser François Lagrange. Zeigt euch aber nicht, der Mann ist groß und dick und sieht krank aus. Herr Staatsanwalt? Warte noch, Janvier. Herr Staatsanwalt, ich bitte um eine Verfügung, auf der Gare du Nord einen Koffer beschlagnahmen zu lassen, der wahrscheinlich eine Leiche... Woher ich... Von meinem Inspektor Lucas, der von einem Taxichauffeur... Nein, mehr weiß ich nicht. Nein, kein Ver... Ich bitte nur um die Verfügung. Mhm.
Sie orientieren den Untersuchungsrichter. Watteau. Bitte, wenn ich nur die Verfügung. Danke sehr. Janvier, nimm auch ein Foto des Sohnes mit. Was soll ich damit machen? Nichts. Wenn der Sohn zufällig kommt und wieder weggeht, so verfolge ihn unauffällig. Er ist bewaffnet. Wenn der Vater ausgeht, was mich allerdings wundern würde, dann gehe auch hinter ihm her. Gut, Chef. Zentrale, bitte rufen Sie den Erkennungsdienst an und Dr. Poll vom Gerichtsmedizinischen Institut. Ich bitte ihn in einer halben Stunde ins Laboratorium. Das ist André Deltay. Was? Der Abgeordnete? Gar kein Zweifel. Sein Bild war ja dauernd in der Zeitung. Wann ist er ermordet worden, Doktor? Können Sie das sagen? Nicht heute, kaum gestern. In einer Stunde kann ich es Ihnen genau sagen. Lucas, hol den Untersuchungsrichter. Rateau. Todesursache ist ein Revolverschuss aus nächster Nähe, soweit ich es beurteilen kann, kleinstes Kaliber. Aber die Kugel ist durch das linke Auge in den Schädel eingedrungen. Sie sitzt noch drin. Entschuldigen Sie mich bitte. Einen Augenblick, ja. Dr. Pardon, hier Maigret. Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss, aber hören Sie, es geht allerlei Ernstes vor, was Ihren Freund Lagrange betrifft. Ich brauche Ihre Unterstützung. Könnten Sie mich hier abholen? Nein, nein, am Quai des Orfèvres. Danke. Guten Abend, Herr Richter. Aber mein Gott, das ist ja der Tee. Ja. Der Staatsanwalt hat mich vorhin orientiert, aber... Das ist der Tee? Mein Inspektor Lucas hat den Koffer gefunden. Erst bei der Öffnung hier erfuhren wir, um wen es sich handelt. Glauben Sie an ein politisches Verbrechen? Nein. Sie wissen, der Tee hatte bei allen Parteien Feinde, weil er sehr unvorsichtig, sehr unerschrocken. Ja, er war gegen Korruption. Trotzdem glaube ich nicht an ein politisches Verbrechen. Frauengeschichte? Ich weiß nicht. Haben Sie einen Verdacht? Das werde ich morgen wissen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Kann ich jetzt die Leiche haben zur Autopsie? Ja, natürlich. Rufen Sie mich an, Maigret, selbst in der Nacht, sobald Sie was Neues wissen. Hat die Presse schon Wind? Nur einer wimmelt hier noch herum, der Lombard, ein alter Fuchs. Geben Sie ihm Namen und Tatbestand. So wenig Einzelheiten wie möglich. Scheußliche Schweinerei. Gute Nacht. Lucas, wie spät? Gleich 10. Na, dann geh nach Haus schlafen. Aber schlaf leicht. Vielleicht brauche ich dich nur. Jederzeit, Chef. Ich gehe heute Nacht nicht nach Haus. Guten Abend, mein Lieber. Ich bin gerade gekommen. Eine Frage zuerst. Ist Lagrange wirklich krank? Ich war auf diese Frage schon gefasst. Es ist nicht leicht, eine eindeutige Antwort. Krank ist er. Er leidet seit mindestens 10 Jahren an Diabetes. Drüsenstörungen von klein auf. Wir nannten ihn auf der Schule immer Elefantenküken. Haben Sie schon daran gedacht, dass er simulieren könnte? Vermutlich haben Sie gute Gründe, mir diese Frage zu stellen. Schwerwiegende. Ihr Freund Lagrange hat jedenfalls gestern Abend, während wir bei Ihnen saßen und er eigentlich dabei sein wollte, wegen seiner Krankheit, wie er sagt, aber nicht kam, ein Taxi geholt und mit Hilfe des Chauffeurs einen Koffer aus seiner Wohnung heruntergetragen, in dem die Leiche André Deltays lag. Er hat diesen Koffer dann auf der Gare du Nord zur Aufbewahrung gegeben. Überrascht Sie das? So etwas überrascht immer. Sind Sie mit ihm befreundet? Nein. Sie haben Sympathie für ihn? Sagen wir Mitleid. Würden Sie mich begleiten, wenn ich jetzt zu ihm gehe? Wo ist er? Noch immer zu Hause. Er weiß noch nichts. Herr Kommissar, so spät noch? Ich bitte um Verzeihung. In Anbetracht Ihres Gesundheitszustandes wollte ich nicht ohne Ihren Arzt kommen. Ich nehme an, Sie werden sich nicht widersetzen, dass er Sie untersucht. Er hat mich erst heute Morgen. Er weiß, dass ich krank. Sie legen sich jetzt wieder ins Bett und er wird Sie nochmal untersuchen. Machen Sie Ihre Brust frei. Drehen sich um, bitte. Atmen. Papiere verbrannt. Tiefer atmen. Husten. Na? Mit gutem Gewissen glaube ich sagen zu können, dass er in der Lage ist, auf Ihre Fragen zu antworten. Haben Sie gehört, Lagrange? Ja. Wissen Sie, warum ich hier bin?
Gestehen Sie, Sie wissen ganz genau, auf was Sie seit heute Morgen gefasst sein müssen und dass die Angst Sie krank gemacht hat. Wir haben den Koffer gefunden. Ich behaupte nicht, dass Sie André Deltay ermordet haben. Aber ich weiß, dass Sie seine Leiche in dem Koffer zum Gare du Nord transportiert haben. Ich will gern glauben, dass die Anstrengungen von gestern Abend und die seelische Erregung Sie hart mitgenommen haben. Ein Grund mehr, mir offen zu antworten. Ihr Sohn ist auf der Flucht. Wenn er der Mörder ist, werden wir ihn bald fassen und Ihr Schweigen nützt ihm nicht das Geringste. Ist das nicht, dann ist es für seine Sicherheit besser, wir wissen es. Er ist nämlich bewaffnet. Die Polizisten, die ihn suchen, sind davon unterrichtet. Also, antworten Sie mir endlich. Schlagen Sie mich nicht. Sie haben nicht das Recht, mich zu schlagen. Ich habe gar nicht die Absicht, Sie zu schlagen, das wissen Sie ganz genau. Ich kann nicht. Ich will nicht, dass er mich schlägt. Ich habe einen Verhaftungsbefehl, der auf Ihren Namen lautet. Wenn Sie mir nicht antworten, werde ich Sie ins Gefängnislazarett bringen. Nicht schlagen. Dr. Pardon kann Ihnen bestätigen, dass man dort feststellen kann, eindeutig, ob jemand simuliert. Also antworten Sie. Nicht schlagen. Jean-Pierre, komm herauf! Sie können sich anziehen, wenn Sie wollen. Würden Sie Jean-Pierre die Tür öffnen? Ja. Wenn Sie sich nicht anziehen, werden Sie so, wie Sie sind, weggebracht. Ich will nicht, dass er mich schlägt. Komm rein, Jean-Pierre, du auch. Ihr bringt ihn in die psychiatrische Abteilung. Legt ihm für alle Fälle Handschellen an und wickelt ihn in eine Decke. Was ist denn hier los? Mitten in der Nacht? Natürlich wieder die Polette. Entschuldigen Sie, Dr. Pardon, dass ich Sie da hineingezogen habe. Scheißlich. Er hat immer große Angst vorm Sterben gehabt. Was werden Sie tun? Mit Lagrange soll sich die psychiatrische Abteilung befassen. Ich muss jetzt den Sohn haben. Glauben Sie, dass er den Mord noch dazu mit Ihrem Revolver? Nein. Wenn Alain den Mord begangen hätte, dann musste er nicht noch meinen Revolver stehlen. Der Mord war nämlich am Dienstag, der Diebstahl am Mittwoch. Hallo, Kommissar Maigret? Hier ist die Polizeiwache von Faubourg Saint-Denis. Man hat mir gesagt, ich solle Sie auf alle Fälle anrufen. Hier spricht Wachtmeister Lecoeur. Es ist wegen des jungen Mannes, dessen Foto wir bekommen haben. Ich habe hier ein Individuum, eine Person, der soeben in der Rue Maubeuge nähe Gare du Nord die Brieftasche geraubt worden ist. Es handelt sich um einen Industriellen aus der Provinz... Augenblick. Aus Clermont-Ferrand. Er ging durch die Rue Maubeuge. Ja, vor einer halben Stunde? Ungefähr vor einer halben Stunde. Als plötzlich ein Mann aus dem Dunkel auf ihm zusprang und ihm einen Revolver unter der Nase hielt. Ein junger Mann? Ja, beinahe noch ein Kind. Er sagt, ein sehr junger Mann, fast noch ein Kind. Er hat unter Zittern gesagt, Ihre Brieftasche. Eben ein Anfänger. Die Gelernten sagen, deine. Ja, ich habe dem Anzeigerstatter das Foto gezeigt. Er glaubt, es wiederzuerkennen. Oh, einwandfrei, da bin ich sicher. Er ist sich absolut sicher. Wer? Der Räuber. Der ist davongerannt. Davongerannt? Richtung? Boulevard de la Chapelle. Boulevard de la Chapelle. Wie viel die Brieftasche? 30.000 Franc etwa. 30.000 Franc etwa. Jawohl, Herr Kommissar. Protokoll, jawohl. Funkspruch an alle Polizeiwachen und die Streifenwagen. Jedes Attentat mit bewaffneter Hand oder jeden Attentatsversuch der letzten 24 Stunden, Kommissar Maigret melden. Dringend, ich wiederhole, Funkspruch an alle Polizeiwachen und Streifenwagen. Jedes Attentat mit bewaffneter Hand. Herr Kommissar. Ich weiß nicht, ob Sie das interessieren wird. Heute Morgen oder vielmehr gestern Morgen. Donnerstagmorgen. Ich hatte Streifendienst am Boulevard Richard Wallace am Rande des Bois de Boulogne. Ich bin stehen geblieben, um einen großen ausländischen Wagen zu betrachten, dessen Nummernschild ich noch nicht kannte. Da ist aus dem Haus Nummer 7 ein junger Mann herausgekommen. Ich habe nicht weiter auf ihn geachtet, denn er ist einfach zur Straßenecke gegangen.
aber dann ist aus demselben Haus die Concierge herausgekommen und hat ihm nachgeschaut und ein merkwürdiges Gesicht gemacht. Ich bin zu ihr hingegangen und da hat sie gesagt... Ich möchte bloß wissen, was der hier wollte. Und hat auf den jungen Mann gezeigt, der gerade um die Ecke bog. Er ist an meiner Loge vorbeigegangen, ohne jemand zu fragen. Da ich ihn noch nie gesehen hatte, bin ich ihm nachgelaufen. Zu wem wollen Sie? Da hat er sich ganz erschrocken rumgedreht und ist eine ganze Weile stumm stehen geblieben. Dann hat er was gestottert von im Haus geirrt und ist weggegangen. Die Concierge behauptet, er habe sie so seltsam angestarrt, dass sie nicht gewagt habe, noch etwas zu fragen. Da mir die Sache verdächtig vorkam, habe ich bei Dienstschluss meinem Wachtmeister davon berichtet. Ich bin erst 2 Monate Polizist und man möchte ja gerne weiterkommen. Und da hat er mir das Foto von Alain Lagrange gezeigt, das alle bekommen haben. Ich bin nicht 100% sicher, aber ich möchte fast schwören, er ist es. Ja, danke. Ich heiße Émile Lebrun, Boulevard Richard Wallace Nummer 7. Herr Maigret persönlich? Es tut mir leid, dass ich Sie aus dem Schlaf gescheucht habe. Ich wollte Ihnen nur dieses Foto zeigen. Ist das der junge Mann, den Sie gestern früh auf der Treppe überrascht haben? Ja, das ist er. Haben Sie eine Mieterliste? Ja. Hier ist die Liste. Wollen Sie auch einen Kaffee, Herr Maigret? Tut gut um die Zeit. Ja, sehr liebenswürdig. Danke, ja. Erdgeschoss kommt nicht in Frage. Mir ging ja die Treppe rauf. Wer ist denn das erster Stock rechts, Rossetti? Autohändler, Italiener, sehr liebe Leute. Der Wagen, den sich der Polizist ansah, gehört Herrn Rossetti. Zweiter Stock links, Jeanne de Bulle. Eine alleinstehende Frau? Alleinstehend, ja. Sie ist übrigens gestern Mittag nach England abgereist. Wann? Gegen 23:30, ganz überraschend. Sie hat auch ihrem Mädchen gar nichts gesagt. Gegen 23:30. Und kurz darauf war der junge Mann hier? Ja. Georgette, das ist ihr Mädchen, war nämlich ganz überrascht. Mittags liegt ihre Herrin sonst immer noch zu Bett. Sie schlief auch noch, als sie angerufen wurde. Sie wurde angerufen? Ja, und gleich darauf hat sie Gardinor angerufen und eine Platzkarte für den Express nach Calais bestellt. Ach, darf ich mal telefonieren? Bitte. Und noch einen Kaffee? Ja, bitte. Gardinor? Hier Kriminalkommissar Maigret. Sagen Sie, fährt außer dem Mittagszug auch ein Nachtzug nach Calais? Sie ist ja mittags gefahren. Aber der junge Mann hat sich erst kurz vor Mitternacht das Geld geholt auf der Rue Maubeuge. Wie? Aha, um 0.13 Uhr. Express bis Calais. Dort 5:30, Anschluss ans Fährboot. Danke. Darf ich noch mal? Bitte. Hallo, Janvier, ich bin's. Ruf die Hafenpolizei in Calais an, gib ihr Personenbeschreibung Alain Lagrange. Warne sie, er hat eine Waffe. Sie sollen vor allem das Fährboot 5:30 kontrollieren. Danke. Ja, haben denn Madame de Bulle und der junge Mann, wie heißt er noch, was miteinander zu tun? Das werden wir bald erfahren. Ob ich jetzt zu Georgette hinauf kann? Sagen Sie ihr Bescheid. Nehmen Sie sich in Acht. Sie ist ein schönes Mädchen und sie liebt schöne Männer. Ziehen Sie lieber etwas über, es wird Ihnen kühl werden in dem dünnen Ding. Ich glaube nicht. Gut, dass Sie gekommen sind. Ach, ich graule mich allein in der Wohnung. Ein Cognac? Danke, nein. Die Concierge meinte, ich dürfte Ihnen ruhig ein paar Fragen stellen mitten in der Nacht. Aber natürlich. Bitte fangen Sie an. Wirklich keinen Cognac? Kennen Sie den jungen Mann hier auf dem Foto? Nie gesehen. Seit wann sind Sie bei Madame de Bulle? Seit sie hier wohnt. Fast 2 Jahre. Kannten Sie ihr früheres Mädchen? Nein. Ich habe mich an dem Tag vorgestellt, als sie hier einzog. Und sie fing selbst ganz neu an. Neue Möbel, neues Mädchen. Wer hat Sie angeläutet, als Sie sich plötzlich entschloss, nach London zu fahren? Weiß nicht. Sie hat selbst den Hörer abgenommen und keinen Namen gesagt. Kommen oft Männer zu ihr? So was interessiert sie nicht. Haben Sie hier nie einen gewissen François Lagrange gesehen? Den Schleicher? Der Spitzname stammt nicht von mir, sondern von der Chefin. Wie oft kommt er? Oh, jede Woche einmal ungefähr und lässt sich immer als Baron melden. In der letzten Woche war er sogar an einem Tag 2-mal hier. Um welche Zeit? Oh, meistens kommt er so vormittags um 11. Den Baron duzt sie dann sogar. Komm rein. Fehlt nur noch, dass sie auf den Fingern pfeift. Wie einem alten Komplizen. Genau so. Kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen, was Sie auch wundern wird. Den Salon kennen Sie ja nun.
wenn Sie nicht nur mich angesehen haben. Na, was wollten Sie mir eigentlich zeigen? Moment, ich mache Licht. Sonst fürchten Sie sich noch vor mir. Na? Was sagen Sie? Ein Büro. Ja, als ob es gar nicht zur Wohnung gehöre. Hier sitzt sie jeden Nachmittag, hier empfängt sie ihren Bankmann und den Anwalt. Trägt sie eine Brille? Nur in diesem Zimmer. Wahrscheinlich für den Börsenkurier, die einzige Zeitung, die sie liest. Was ist denn im Safe? Wissen Sie das? Da schließt sie nachts ihren Schmuck ein. Dann sind Akten drin, Papiere, dann ein kleines rotes Notizbuch, das ihr sehr wichtig scheint. Wieso? Sie sieht sehr oft nach und schließt es immer weg. Das hier? Nur ein privates Telefonbuch mit ihren wichtigsten Adressen. Na, 5 Banken immerhin. Antoine Brümer. Nur der Metzger. M. Dallon. Schuhmacher. André D. Weiß nicht. Sie telefoniert in letzter Zeit viel mit einem André. André Deltay? Weiß nicht. Also, ich muss jetzt einen Cognac haben, Sie nicht? Danke, nein. Es ist bald 3, ich will Sie nicht länger stören. Viel Glück. Zentrale, die psychiatrische Abteilung, bitte. Wer ist am Nachtschwester? Ja, bitte, hier ist Maigret. Wie geht's Lagrange? Was sagen Sie? Ich kann so schwer. Er weint. Jetzt schläft er. Aha, vorhin noch mal. Danke, Schwester. Er hat auch die Schwester angefleht, sie soll ihn nicht schlagen. Und hat nichts gestanden? Nein. Dank dir, Janvier. Kannst jetzt wirklich... Und Sie, Chef? Ich muss bis 6:30 warten. Ich will wissen, ob der Junge wirklich den Zug nach Calais genommen hat. Weshalb soll er ihn genommen haben? Um jemanden zu treffen, der auch nach England gereist ist. Komm, hilf mir noch nachdenken. Es war flucht spät, was? Also am Mittwoch stiehlt der Junge einen Revolver und besorgt sich Munition. Woher wissen Sie denn das? Nur also das weiß ich. Am Donnerstag geht er zum Boulevard Richard Wallace Nummer 7 und eine halbe Stunde vorher erhielt dort Jean Debulle, die seinen Vater kannte, einen Telefonanruf, auf den hin sie in aller Hast zur Gare du Nord fuhr, Ziel England. Ja, der Junge erfuhr das, hatte kein Geld für die Fahrkarte, musste bis abends warten, bis er den Kauf mich aus der Provinz überfiel, fuhr dann mit dem Geld ebenfalls. Übrigens, ich habe vergessen zu melden, die Brieftasche ist gefunden worden. Auf der Rue de Dunkerque, ohne Geld, mit allen Papieren. Also wieder Nähe Gare du Nord. Ja. Also der Junge hat nun das Geld, nimmt den Nachtzug. So kommt er 12 Stunden später in den Land. Moment, Janvier, geh nicht schlafen. Zentrale Le Bourget. Noch Herrgott, den Flughafen. Der verfluchte Gardinor hat mich so behext, dass ich daran gar nicht... Hallo? Hier Maigret von der Kripo. Fliegt bei Ihnen nachts eine Maschine nach London? Um 12:45. Ach, bitte sehen Sie in die Passagierliste. Suchen Sie Lagrange. Lagrange. Ja? Alain-François-Marie. Danke. Er ist geflogen. Hier kommt Hafenpolizei Calais. Ich verbinde. Hier Maigret von der Pariser Kriminalpolizei. Ich bin schon im Bilde. Wir haben auftragsgemäß alles genau überprüft. Ein Lagrange ist nicht... Ja, das weiß ich inzwischen. Habt ihr eine Debulle? Jeanne Debulle. Debulle? De Dumas, de Serge. Da halt, Debulle. Jeanne-Louise Clémentine. 49 Jahre alt, wohnhaft Boulevard Richard. Ja, weiß ich schon. Welche Adresse in England hat sie angegeben? Hotel Savoy. Nach London mit meinem Englisch. Janvier, nicht schlafen. Bitte buch für mich einen Platz in der frühesten Maschine nach London und verständige Scotland Yard. Sie sollen die Dame Debulle überwachen, diskret. Aber das machen die sowieso diskret. Sie sollen verhindern, dass Alain Lagrange sie trifft. Gib ihnen sein Foto mit Bildfunk und sag ihnen, dass ich komme. Ich fahre jetzt nach Hause, baden, mich umziehen. Um 7:00 bin ich im Flughafen. Attention, please. Ladies and gentlemen. Wir bitten Sie, sich jetzt wieder anzuschnallen. Wir landen in wenigen Minuten auf dem London Airport. Bitte bleiben Sie auch angeschnallt, bis die Maschine steht. Wir hoffen, Sie hatten einen... Mr. Pike, Sie holen mich ab, na, das ist aber lieb. Oh, how do you do? Ich hoffe, Sie werden enjoy. Wie übersetzen Sie das?
Ja, Sie werden sich freuen, dass es ein so strahlender Tag ist. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 4 Jahre, seit Amerika, als Ihnen die FBI einen Revolver zum Andenken schenkte. Richtig. Bitte, hier. Ich habe gedacht, Sie würden lieber im Auto in die City fahren, als im Omnibus von der Fluggesellschaft. Oh, sehr liebenswürdig von Ihnen. Übrigens, ich soll Ihnen zweierlei geben. Hier, eine Notiz. Herr Lagrange ist heute Morgen ohne Gepäck im Hotel Guildmore abgestiegen, hat bis 8 Uhr geschlafen und scheint seither die großen Hotels in alphabetischer Reihenfolge nach Frau Jeanne de Bühl abzufragen. Ist das erste Mal in London, spricht kein Englisch. Und hier bitte, wir haben uns erlaubt, Ihnen ein Hotelzimmer zu besorgen. Wir haben im Augenblick sehr viele Touristen hier. Oh, das ist sehr aufmerksam, danke Ihnen. Hotel Savoy, Zimmer 604. Hotel Savoy, das ist doch... Gegenüber der Jeanne de Bühl. Ist sie noch im Hotel? Als ihr Flugzeug über den Platz kreiste, bestellte sie gerade ihr Frühstück. Mr. Pike, Sie und Ihre Kollegen haben exzellent gearbeitet. Ich danke Ihnen. Ist es nicht ein wunderschöner Tag? Vielleicht wir könnten um 1 zusammen zu Mittag essen. Bis dahin werde ich in meinem Büro sein. Sie können mich dort anrufen. Ja, haben Sie eine gute Reise gehabt, Herr Maigret? Ja, danke, danke. Gepäck vor Maigret auf 604. Mr. Pike hat mich gebeten, Sie auf dem Laufenden zu halten. Soll ich zu Ihrer Verfügung bleiben? Hat sich der junge Mann noch nicht eingefunden? Bis jetzt nicht, Sir. Dann überwachen Sie bitte die Halle und sagen Sie mir Bescheid, sobald er kommt. Bis er bei den Buchstaben S ist, wird noch einige Zeit vergehen. Ich glaube, Inspektor Pike hat einen meiner Kollegen im Hotel Lancaster postiert. Danke. Thank you. Bitte. 6. Stock, dann rechts, bitte. Coming. Madame Jeanne de Bühl? Was wollen Sie? Kommissar Maigret von der Pariser Kriminalpolizei. Berechtigt Sie das einfach bei den Leuten einzudringen? Sie haben doch kaum Ihnen gesagt. Vielleicht nehmen Sie aber Ihre Pfeife aus dem Mund. Oh, pardon. Also. Und wenn Sie mir etwas zu sagen haben, machen Sie schnell. Ich wüsste nicht, was die französische Polizei von mir wollen könnte, besonders hier. Alain ist in London. Er ist bewaffnet. Um mir das zu sagen, haben Sie den Kanal überquert. Denn Sie kommen doch wohl aus Paris. Wie war der Name? Ich meine, der Ihre. Kommissar Maigret. Von welchem Revier? Von der Kriminalpolizei. Sie suchen einen jungen Mann, der mit Vornamen Alain heißt. Er ist nicht hier. Durchsuchen Sie das Apartment, wenn Sie das beruhigen. Er sucht Sie. Warum? Das eben möchte ich Sie fragen. Tut mir leid. Alain ist der Sohn des Baron Lagrange. Das mag sein. Lagrange ist einer Ihrer Freunde. Er besuchte Sie regelmäßig in Ihrer Wohnung am Boulevard Richard Wallace und hat es sicherlich auch schon getan, als Sie noch in der Rue Notre-Dame de Lorette gewohnt haben. Sie sind hier gut informiert. Aber sagen Sie, was hat die Tatsache, dass ich Lagrange kenne, damit zu tun, dass Sie mich bis nach London verfolgen? André Deltay ist tot. Sie meinen den Abgeordneten? Er war doch auch einer Ihrer Freunde. Wenn ich ihn einmal gesehen habe, dann in irgendeinem Restaurant oder Nachtlokal. Er ist ermordet worden. Er wird sich bei seinen vielen Enthüllungen viele Feinde gemacht haben. Der Mord ist in der Wohnung François Lagranges begangen worden. Das ist alles? Und Alain Lagrange hat sich einen Revolver und Munition beschafft, um Sie zu verfolgen. Gleich nach Ihrer überstürzten Abreise war er in Ihrer Wohnung. Sagen Sie das Wort nochmal. Überstürzten. Nicht einmal Georgette wusste etwas. Sie sind von dem Baron angerufen worden. Allerdings. Er hat Ihnen gesagt, was geschehen war. Oder Sie wussten bereits davon. Lagrange ist verhaftet. Das ist seine Sache. Was sagt er dazu? Er versucht, den Verrückten zu spielen. Er ist immer ein bisschen verrückt gewesen. War er Ihr Geliebter? Sie sind von einem vollendeten Zartgefühl. Also, war er's? Nehmen wir es an. Einen Abend oder eine Woche oder sogar einen Monat. Das alles liegt 12 oder 15 Jahre zurück. Und seither machen Sie Geschäfte zusammen. Was für Geschäfte, mein Gott. Die Geschäfte, von denen Lagrange sprach, bestanden doch nur in seiner Fantasie. Haben Sie ihm Geld gegeben? Ist das ein Verbrechen? Viel? Und wofür, Madame? Ich habe Lagrange gekannt, früher, als er noch gut aussah und einen täuschen konnte. Ich habe ihn später an den Champs-Élysées wieder getroffen. Er hat mit mir gemacht, was er mit allen macht. Was meinen Sie damit? Er hat mich angepumpt. Weiter nichts. Sein Sohn sucht Sie trotzdem. Ich habe ihn nie gesehen. Er ist seit heute Nacht in London. In diesem Hotel? Bald. Na, dann werden wir ja erfahren, was er von mir will. Er ist bewaffnet. Da soll ich Ihnen wohl noch danken, dass Sie die Güte haben, mich zu bewachen. Noch ist es Zeit.
Wozu? Zu sprechen. Eine geschlagene halbe Stunde tun wir das ja schon. Jetzt muss ich Sie bitten, mich allein zu lassen, damit ich angezogen bin, wenn mich der junge Mann wirklich besuchen will. Der Empfangschef möchte Ihnen etwas sagen. Ja, bitte. Hallo, hören Sie? Ich übergebe Ihnen den Angestellten, der darüber Bescheid weiß. Ich glaube, er ist es. Ja, hallo? Sprechen Sie Französisch? Yes, ja, ich spreche Französisch. Ich möchte wissen, ob Frau Jeanne de Bühl bei Ihnen abgestiegen ist. Wer ist am Apparat? Ein Freund von ihr. Möchten Sie sie sprechen? Ich kann sie mit Ihrem Appartement verbinden. Nein. Ihr Schlüssel hängt nicht am Brett. Sie muss also in Ihrem Zimmer sein. Ich nehme an, sie wird gleich herunterkommen. Ich danke Ihnen. Kann ich nicht irgendetwas... Eingehängt. Aber ich danke Ihnen schön. Er ist nicht dumm. Statt überall selbst hinzulaufen, ruft er wahrscheinlich von einer Zelle aus an. Kann ich im Augenblick etwas für Sie tun? Ja, Sie können für mich Mittag essen. Ich will hier die Tür nicht aus den Augen lassen. Ach, es wäre mir lieb, wenn Sie sich in der Nähe von der Dame aufhalten, die eben in den Grill geht. Da, die, in dem zweiteiligen, kleingeblümten Kleid. Sie können auf mich zählen, Sir. Die Rechnung lassen Sie auf meinen Namen ausschreiben. Und bitte rufen Sie vorher noch Mr. Pike an. Es tut mir so leid, aber ich kann nicht mit ihm essen. Ich muss auf den Jungen warten. Kann man hier in der Halle wenigstens irgendwas trinken? Aber selbstverständlich. Waiter? Ja? Bitte bestellen Sie, was Sie möchten. Was darf ich Ihnen bringen? Sie werden aus Paris verlangt. Ja, einen Augenblick bitte, Herr Waiter. Wollen Sie bitte hier in der zweiten Zelle sprechen? Hallo? Hallo? Sind Sie Chef? Ja, Lucas. Was Neues, mein Lieber? Chef, die Mordwaffe ist gefunden. Ah. Sie lag in der Regenrinne unter Lagranges Fenster. Ein kleiner 6,35 Revolver aus Belgien mit den Initialen A.B. André Delpay. Ja. Ich habe mich im Präsidium erkundigt. Der Abgeordnete hatte einen Waffenschein. Nummer stimmt. Und Fingerabdrücke? Von dem Ermordeten und Lagrange. Lucas. Ja? Lucas, geh in das Haus Boulevard Richard Wallace 7. Die Concierge weiß Bescheid. Sie soll dich zu Georgette führen. Sei vorsichtig. Du bist sicher ihr Typ. Ja. Denk dir mit ihr einen hübschen Vorwand aus, ihre Herrin, Frau Jeanne de Bühl, wieder nach Paris zu locken. Und der Untersuchungsrichter soll mir schon einen Haftbefehl für Sie ausstellen. Erpressung. Hat sie den alten Lagrange erpresst? Und Deltay wahrscheinlich. Haben Sie den Jungen schon? Der wird mich hoffentlich gleich besuchen. Und dann? Dann gehe ich endlich was essen. So, Waiter, jetzt bitte ein Glas Bier hier in die Halle. So sorry, Sir. Die Bar ist nach 3 geschlossen. Bis 5:30. Der Empfangschef möchte Sie gern sprechen. Er meint dringlich. Ja. Ich will nach Frankreich. Sir, ich glaube, während Sie telefonierten, ist Ihr junger Mann gekommen. Wenn Sie erlauben, habe ich den Verdacht, er ist schon auf Appartement 605. Wieso? Ein Zimmermädchen vom 6. Stock hat mir gerade den Verlust ihres Passepartout gemeldet, mit dem man alle Zimmer öffnen kann. Die Mädchen lassen sie beim Sommermachen immer draußen stecken, sodass man leicht, nicht wahr, wird es Ärger geben. Sehr gut. Sie und der Junge. Lift. Sechster Stock, Sir, und dann rechts 604. 605 diesmal. Guten Tag, Sir. Oh, sorry, können Sie mir mit dem Schlüssel aushelfen? Ich habe ihn unten gelassen. Aber selbstverständlich, Sir. Ja, oh, danke vielmals. 605, bitte. Ja. Danke vielmals. Da bin ich. Stelle mich hier ans Fenster, mein Junge. Ich sehe nicht in den Schrank und nicht ins Badezimmer und nicht unter das Bett. Ich weiß, dass du da bist und wir endlich miteinander reden können. Und ich weiß, dass du so intelligent bist, um mir ruhig zuzuhören. Ich will dir auch nichts Böses. Du hast André Deltay nicht ermordet. Und das mit meinem Revolver ist nicht so schlimm. Im Grunde ist es meine Schuld,
Hätte ich mit meinem alten Freund Loti nicht noch ein paar Schnäpse getrunken, wäre ich eine halbe Stunde früher zu Hause gewesen und da warst du ja noch dort. Was wäre dann geschehen? Du hättest mir alles erzählt, was du auf dem Herzen hattest. Denn um mit mir zu sprechen, warst du ja gekommen. Du hattest ja keine Ahnung, dass ein Revolver auf dem Kamin lag. Du wolltest mir die Wahrheit sagen und mich bitten, deinen Vater zu retten. Komm doch nicht heraus aus deinem Versteck. Wir können uns auch so unterhalten. Nur bitte gib auf den Revolver Acht. Das ist ein Spezialmodell, auf das die amerikanische Polizei sehr stolz ist. Der Abzug ist so empfindlich, dass man ihn kaum anzurühren braucht und schon geht der Schuss los. Ich habe ihn nie benutzt. Es ist ein Erinnerungsstück, verstehst du? Na, was hättest du mir gesagt, wenn wir uns noch in meiner Wohnung getroffen hätten? Du hättest mir von der Leiche berichten müssen. Ich nehme an, du warst am Dienstagabend nicht zu Hause, als Del Tay dein Vater besuchte. Aber spätestens am Morgen hast du die Leiche gesehen. Du konntest mit deinem Vater nicht darüber sprechen, außerdem war er zusammengebrochen und krank. Und da bin ich dir eingefallen, denn du kanntest die Zeitungsausschnitte, die dein Vater sammelte. Und du wolltest mir sagen, ich kenne meinen Vater, er hat nie einen Revolver besessen, er hatte Angst vor sowas. Trotzdem wird man ihn der Tat beschuldigen und er wird die Wahrheit nicht gestehen, weil es sich um eine Frau handelt, die er wahrscheinlich sehr unglücklich geliebt hat. Und du hättest recht gehabt. Wenn es sich so verhalten hätte, würde ich dir natürlich geholfen haben. Die Frau wäre dann, wie ich sicher glaube, schon im Gefängnis. Jetzt sitzt sie beim Essen und es würde niemandem etwas nützen, wenn sie bei ihrer Rückkehr ins Zimmer getötet würde. Sie kann aber gleich zurückkommen und deshalb wäre es gut, wenn du jetzt unter dem Bett hervorkämst. Es wäre gar nicht prächtig, wenn uns die Dame so fände, du unterm Bett und ich in ihrem Schlafzimmer. Pfeife rauchend. Na komm! Eins, zwei. Ja, so ist gut, mein Junge. Komm, gib mir meinen Revolver wieder. Siehst du, meinst du nicht, dass es besser so ist? Ja. Warum machen Sie das alles? Was alles? Sie wissen es ganz genau. Vielleicht, weil ich meinen Vater auch sehr lieb gehabt habe. Oder weil meine Frau sich so große Sorgen um dich machte. Komm, jetzt gehen wir in mein Zimmer. Dort kannst du dich waschen, ja? Da wollen wir dann auch was essen. Hast du einen Kamm? Nein. Kannst meinen benutzen. Das ist sauber. Denk dir, wir sind bei mir zu Hause und du bist gekommen, um mir alles zu sagen. Also? Ja. Wo ist mein Vater? Er ist nicht im Gefängnis. Er ist im Polizeikrankenhaus. Er ist sehr krank. Ja, er ist sehr krank. Und jetzt, nachdem das passiert ist, hat es immer so schwer gehabt. Und er hatte nie Glück. Er hat immer einen Haufen von guten Ideen, aber man glaubt ihm nie, obwohl er recht hat. Denn später, dann haben andere dieselben Ideen und denen glückt es und sie werden reich. Ich verstehe. Was horchst du denn so? Sie kommt drüben, in ihr Zimmer. Kennst du sie? Ja, ich... Sie dürfen nicht glauben, ich schäme mich so deswegen, aber ich wollte doch... Ich bin nämlich meinem Vater oft nachgegangen. Zum Boulevard Richard Wallace? Ja, auch zu ihrer früheren Wohnung. Sie hat Vater auf dem Gewissen. Ich glaube, er hat sie vor vielen Jahren einmal heiraten wollen. Jedenfalls erinnere ich mich, dass er damals sehr glücklich war und uns von einer zweiten Mutter erzählte, die für uns sorgen würde, aber sie hat ihn an der Nase herumgeführt. Ja, wahrscheinlich. Und seither hat sie ihn benutzt. Was meinst du damit? Ich wäre nie dahinter gekommen, wenn ich nicht zufällig zu der Zeit ein Buch gelesen hätte, in dem davon die Rede war. Erpressung? Ja. Diese Frau erpresste Vater, aber sie hielt ihn auch aus. Geld konnte sie von ihm ja nicht bekommen, also musste er für sie Geld eintreiben von ihren anderen Opfern und... Sie ließ ihm dann immer einen kleinen Rest. Woher weißt du das? Ich hab's zufällig entdeckt. Eines Abends kam ich zu Vater ins Schlafzimmer, weil ich ihn um etwas bitten wollte. Und da sah ich, wie er viel Geld unter seinen Hemden im Schrank versteckte. Hm. Am nächsten Morgen ging er zu der Frau und dann war nichts mehr da, nur noch kleine Scheine in seinem Schubfach. So war es dann jedes Mal und jetzt. Was jetzt? Jetzt kommt sie drüben. Nimm mal an, ich hätte dich unter ihrem Bett gelassen.
Und jetzt käme sie. Hättest du geschossen? Ja. Warum hast du sie nicht getötet, als sie in den Zug stieg? Ich habe es nicht gewagt. Aha. Wenn du es dort in der Menschenmenge nicht gewagt hast, hättest du erst recht nicht in ihrem Zimmer auf sie geschossen. Doch, es geht ja so schnell. Ich hab's ja gesehen. Du warst dabei, als? Ich war im Kino, das heißt, ich sollte gehen. Vater hat mir so zugeredet. Jetzt weiß ich auch warum, aber ich bekam keine Karte mehr und so bummelte ich nur ein bisschen durch die Straße und ging dann wieder heim. Nur weil die beiden Männer so schrien, haben sie mich nicht gehört. Sie schrien? Ja, sie bedrohten sich gegenseitig. Ach, lieber Gott, Herr Mikro. Ich bin so froh, dass ich endlich alles heruntersagen kann. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich bin schon wieder ganz ruhig. Mein Junge. Auch André Deltay war in die Hände dieser Frau geraten. Wissen Sie, wem er seine Karriere verdankt? Einer reichen Amerikanerin, die sich vor einem Dreivierteljahr von ihm hat scheiden lassen und dabei ihr Geld hübsch wieder mitnahm. Jetzt hatte André Deltay plötzlich keinen Sou mehr, nur teure Angewohnheiten. Da begriff er plötzlich, dass es für ihn sehr einträglich war, wenn er gewisse Enthüllungen nicht mehr machte. So bekam er von allen Parteien Geld dafür, dass er den Mund hielt. Nun, die Debüle muss ihm auf einiges gekommen sein, womit sie seinen Ruf in der Hand hatte. Und wieder schickte sie meinen Vater vor, um Deltay zu erpressen. Sie muss sich kompromittierende Papiere von Deltay besorgt haben, die er jetzt von Vater zurückverlangte. Als ich kam, verlangte Vater eine sehr hohe Summe. Deltay schrie, dann müsse er sich erschießen. Mein Vater in seiner Verfassung schrie zurück. Ein scharfer kleiner Knall, dann schlug etwas schwer zu Boden und ich hörte meinen Vater weinen und röcheln und immer wieder wimmern. Schlagen Sie mich nicht, schlagen Sie mich nicht, ich will nicht, dass man mich schlägt. Ich lief wie irrsinnig vor Angst weg und kam die ganze Nacht nicht nach Hause. Am Morgen dann fand ich in dem Abstellraum im Koffer die Leiche Deltays. Aber ich konnte meinen Vater nicht sprechen, ich konnte es nicht, auch war Dr. Pardon bei ihm und da lief ich zu Ihnen. Und da bist du jetzt endlich angekommen, mein Junge. Ich danke dir, dass du mir das alles erzählt hast. Ich glaube dir. Sie hörten Maigret und sein Revolver. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Georges Simenon. Funkbearbeitung Gerd Westphal. Die Person und ihre Sprecher waren Kommissar Maigret, Leonard Steckel, Frau Maigret, Anne-Dore Huber-Knaus, Inspektor Lucas, Heinz Schimmelpfennig, Inspektor Janvier, Rudolf Siege, Bürodiener Jean, Ernst Sladek, Dr. Paul, Victor Stefan Görz, Dr. Pardon, Wilhelm Pilgram, François Lagrange, Wolfgang Hebenstreich, Alain Lagrange, Günther Bauer, Yvonne Lagrange, Dolores Bauer, Georgette Dienstmädchen, Ingeborg Lapsin, Jeanne de Bühl, Gisela Höter. Ferner Bertel Argast, Lydia Nöldner-Lang, Trude Tanda, Gerd Keller, Walter Knaus, Wilhelm Kürten, Josef Meinertshagen und andere. Ton Fred Bürg, Schnitt Rita Simon, Musik Hans-Martin Majewski, Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1959. 5:03 Soeben wurde auf der Place Vingt-et-Mille die Leiche eines jungen Mädchens aufgefunden. Place Vingt-et-Mille, Place Vingt-et-Mille. 3:05 Soeben wurde auf der Place Vingt-et-Mille die Leiche eines jungen Mädchens aufgefunden. Wo ist das Mädchen? Ah, Sie sind da, Lognon. Ist ja mein Revier. Hat man Sie angerufen? Ja, ich war noch am Quai. Vor 10 Minuten haben die Mauerbrecher gestanden. Nach 15 Stunden Verhör. Ist sie tot? Ja. Wer ist sie? Tja, wissen wir noch nicht. Sie hat keine Papiere bei sich. Auch keine Handtasche? Nein. Und nur einen Schuh? Den anderen hat man nicht gefunden. Hatte sie keinen Mantel an? Nur das dünne Abendkleid. Sie ist wahrscheinlich nicht hier ermordet worden. Janvier? Chef? Da drüben haben ein paar Bars noch offen. Ruf den Erkennungsdienst an. Sie sollen auch Fotografen mitbringen. Nach einem Arzt ist schon geschickt. Ja, da scheint er zu kommen. Und wer sind die Leute, die Leiche zuerst gesehen haben? Bitte hier, Herr Kommissar. Wir haben auch unseren Namen und unsere Adresse schon angegeben. Dem anderen Kommissar dort. Nur Inspektor. Wie spät war es, als Sie die Leiche entdeckten? Wir sind um 3 aus dem Kabarett. Um 3:05
als du die Garderobe holtest, habe ich auf meine Armbanduhr gesehen. Ist ja gar nicht so wichtig. Wir waren jedenfalls 3 oder 4 Minuten später hier. Ja, und wie wir dann um den Platz herumgingen, haben wir noch furchtbar gelacht. Ja, da sah ich einen hellen Fleck auf dem Gehsteig. Wo ist der? Moment bitte, lassen Sie mich durch. Ah, Herr Doktor, Sie müssen sie bitte genauso liegen lassen, bis die Fotografen kommen. Sie ist bestimmt tot. Habe ich dem Arzt schon gesagt. Sie sahen also einen hellen Fleck und gingen hin. War sie da schon tot? Ich nehme an. Sie bewegte sich nicht mehr. Haben Sie sie nicht angefasst? Ich bin hier geblieben und meine Frau hat inzwischen die Polizei benachrichtigt. An der Ecke des Boulevard de Clichy ist ja ein Melder für das Überfallkommando. Der Erkennungsdienst wird gleich da sein. Na, Doktor, was ist die Todesursache? Ein Schädelbruch. Sie ist mit einem schweren Gegenstand, einem Hammer, einem Schraubenschlüssel, einem Stück Bleirohr, was weiß ich, auf den Kopf geschlagen worden. Vorher hat man sie geschlagen, das Gesicht ist geschwollen. Eigentlich ist sie nämlich sehr hübsch. Sehr. Können Sie sagen, wann sie ungefähr ermordet worden ist? Nach meiner Meinung zwischen 2 und 3 Uhr. Aber das kann erst die Autopsie genau feststellen. Der Erkennungsdienstchef. Sag Ihnen, Sie sollen von allen Seiten fotografieren und gute Fotos noch für die Morgenzeitung an die Redaktion schicken, damit sich die Angehörigen melden können. L'Union, kommen Sie doch mal bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Idee? Sie wissen doch, dass ich nie Ideen habe. Ich bin nur ein bescheidener Revierinspektor. Haben Sie das Mädchen jemals gesehen? Noch nie. Ich kenne doch fast alle hier, von der Place Pigalle bis zur Place Blanche und weiter rauf. Also kein Animiermädchen? Was Sie meinen, wegen des billigen Abendkleids und dem silbernen Stöckelschuh? Glaub nicht. Oder wenn, dann nur eine, die das gelegentlich macht. Ich werde Sie noch brauchen, L'Union. Sie sagen das, um mir eine Freude zu machen? Gesundheit. Dankeschön. Wenn sich der Kedis auf Fever mit dem Fall befasst, dann geht er mich nichts mehr an. Bin's gewohnt. Sie brauchen mir nur Ihre Befehle zu geben, ich werde mein Bestes tun. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn man jetzt gleich die Portiers der Nachtlokale verhören würde. Schön, dann werde ich das tun. Nun denkt er wieder, Sie schicken ihn absichtlich weg. Der Pechvogel. Erkennungsdienst ist fertig, Chef. Dann schafft die Leiche fort, zur Autopsie. Flüchtig. Wie alt schätzen Sie sie? Zwischen 19 und 22. Gesund, aber unterernährt. Ein Animiermädchen? Sie meinen ein Mädchen, das mit den Gästen schläft? Naja, mehr oder weniger. Nun, dann muss ich antworten, nein. Wieso sagen Sie das so kategorisch? Weil das Mädchen mit niemand geschlafen hat. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ich warte mit Janvier draußen. Wie lange wird's dauern? Jetzt ist es 4, eine knappe Stunde. Wollen Sie eine Analyse des Mageninhalts? Ah ja, das wäre mir lieb, man weiß ja nie. Wer sie wohl sein mag. Ein Abendkleid zieht man doch nur an, wenn man ins Theater, in bestimmte Nachtlokale oder zu einer Gesellschaft geht. Ob sie auf einer Hochzeit war? Ja, das ist auch eine Gelegenheit, zu der man sich fein anzieht. Es wird ein komplizierter Fall. Wir müssen das Mädchen ganz genau kennenlernen. Aber wie? Würde es dir was ausmachen, mal ihre Kleidungsstücke zu holen? Wollen Sie das wirklich? Graust es dich? Nein, nein. Dr. Paul bald fertig? Ich weiß nicht. Ich habe lieber nicht hingesehen. Ist das alles, was du da hast? Mhm. Gib mir das Kleid und schreib auf. Blau, verblichen, oft gewaschen. Ja. Mhm. Kannst du das lesen? Salon Irène, Rue de Douai 35. Das ist dicht an der Place Ventimille. Bei den Strümpfen ist einer unten am Fuß feucht, feucht. Einer am Knie kaputt. Schlüpfer, Büstenhalter, Sturmfaltergürtel. Mhm. Ist das alles, was sie auf dem Leib hatte? Ja. Der Schuh stammt aus der Rue Notre-Dame de Lorette. Ist alles dasselbe Viertel. Wenn Dr. Paul nicht so sicher wäre, würde alles auf ein Animiermädchen passen. Vielleicht wird L'Oignon etwas entdecken. Das möchte ich bezweifeln. Meine Herren, viel habe ich nicht gefunden.
Todesursache stimmt, wie sie der Kollege auf der Place Ventimille festgestellt hat. Sie hat versucht, sich an jemanden festzuhalten. Unter ihren Nägeln habe ich dunkle Wollfasern gefunden, wie vom Mantel eines Mannes. Es hat also ein Kampf stattgefunden. Meine Meinung, bevor man sie mit dem schweren Gegenstand schlug, der den Schädelbruch bewirkte, hat man sie kräftig geohrfeigt. Wahrscheinlich ist sie dabei in die Knie gegangen, hat sich angeklammert. Und erst dann hat der Kerl sich entschlossen, sie kalt zu machen. Sie ist also nicht von hinten überfallen worden? Bestimmt nicht. Dann war es also kein Straßenräuber? Ich glaube, nein. Haben Sie an Ihrem Mageninhalt etwas? Ja, auch durch Blutanalyse. Ich werde Sie enttäuschen. Sie war zumindest dreiviertel betrunken. Wissen Sie das genau? Ich rechne Ihnen bis morgen den genauen Prozentsatz aus. Aber ich weiß es schon. Gegessen hat sie 6 oder 8 Stunden vor ihrem Tode zuletzt. Und wann ist sie gestorben? Etwa um 2 Uhr morgens. Eher etwas früher als später. Dann hätte sie also um 6 oder 7 zum letzten Mal gegessen. Aber getrunken hat sie später noch. Danke, Doktor. Danke, Janvier. Janvier, ich will dich morgen nicht vor 12 im Büro sehen. Du bist jetzt 30 Stunden auf dem Bein. Und Sie, Chef? Ich gehe jetzt auch schlafen, fürs Erste. Du kommst aber spät. Wie viel Uhr ist es? Ich weiß nicht, wohl schon nach 5. Du willst nicht schlafen gehen. Ne. Bitte mach mir ein richtiges Frühstück, ich nehme nur einen Bad. Ja, ich lasse es dir ein. Leg dich so lang. Ja, gleich. Hallo? 2. Polizeirevier? Ja, ist Inspektor Lognon da? Lognon, hier Maigret. Haben Sie in den Bars etwas herausbekommen? Nichts. Ja, dann können Sie, glaube ich, jetzt schlafen gehen. Wirklich nicht, aber... Na gut, wenn Sie wirklich nicht schlafen wollen, dann hole ich Sie in einer Stunde im Revier ab. Morgen. Haben Sie schon die Zeitung gelesen? Ich habe nicht die Zeit dazu gehabt. Hier, ich habe gerade eine gekauft. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund. Aber sie ist zu erkennen. Ich hoffe, verschiedene Leute rufen jetzt schon am Quai an. Wir gehen jetzt zur Rue de Douai, Salon Irène. Dort wartet Lucas schon mit den Kleidern. Guten Morgen, Chef. Morgen, Lognon. Der Laden ist noch zu. Die Klinke ist abgezogen. Hast du die Sachen? Dr. Paul hat sie mir selbst gegeben. Ich habe auch seinen Bericht mit. Na, dann wecken wir mal jetzt Frau Irène. Das ist ein Laden, der spät schließt. Darum schläft sie jetzt noch. Ach, Sie kennen... Lass mir nicht die Scheibe ein. Was ist denn? Was willst du schon wieder von mir? Nicht ich, der Kommissar möchte Sie sprechen. Ach, der berühmte Herr Maigret selber. Na, treten Sie näher. Ich habe zwar nur Damenschneiderei, aber bitte... Bloß, Kinder, lasst mich meinen Kaffee weiter trinken, wenn ihr so früh hier einfallt. Komm, Lüka, pack die Sachen aus. Ja. Leg sie auf die Theke. Kennen Sie dieses Kleid? Natürlich. Das habe ich gestern Abend ausgeliehen. Wann? So kurz nach 9. Ich schließe ja nie vor 10 Uhr. Fast jeden Abend kommen Kundinnen, die in letzter Minute was brauchen. Die Kundschaft besteht hauptsächlich aus Animierdamen, Kabarettkünstlerinnen und so. Ja. Und manche stehen erst abends um 8 auf und es fehlt ihnen immer was zum Anziehen. Strümpfe, ein Gürtel, ein Büstenhalter. Oder sie merken, dass ihr Kleid in der vorhergehenden Nacht einen Riss bekommen hat. Vivian, bring mir noch einen Kaffee. Ist das Ihr Mädchen? Mm-mm. Mein Schützling. Die ist auch mal eines Abends gekommen und dann geblieben. Um auf gestern Abend zurückzukommen. Ja, sie kam so... Kannten Sie sie? Ich hatte sie erst ein einziges Mal gesehen. Wann? Vor vielleicht einem Monat. Da hat sie sich das Kleid schon mal ausgeliehen. Ja, dasselbe. Ich verleihe nur sehr selten. Hatte sie Ihnen Namen und Adresse angegeben? Ich glaube, ich muss beim ersten Mal beides notiert haben. Deshalb habe ich es gestern gar nicht mehr verlangt. Ja, aber wie ich es gestern, als sie fort war, gesucht habe, da fand ich den Zettel nicht mehr. Vielleicht habe ich da später was anderes drauf notiert, ich weiß auch nicht. Und bis gestern Abend hatten Sie sie nicht wiedergesehen? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Es war kurz nach 9, als sie hereinkam und mich fragte, ob ich das Kleid noch hätte. Ich habe ihr gesagt, ja. Und darauf hat sie gesagt, diesmal könne sie mir nicht die Hinterlegungsgebühr bezahlen. Aber wenn ich nichts dagegen hätte, würde sie mir das Kleid dalassen, das sie gerade anhat. Hat sie sich hier umgezogen? Lucas besorgt inzwischen schon Packpapier für die anderen Sachen. Jawohl schon.
Soll ich Zeitung mitbringen, damit Sie das Foto... Nee, danke, habe ich schon. Also sie hat sich hier... Ja, sie hat sich hier umgezogen. Sie brauchte ja auch Schuhe und einen Mantel. Ich habe ein Samtcape gefunden, das ganz guten Mantel ersetzte. Wie wirkte sie? Wie jemand, der unbedingt ein Abendkleid und einen Mantel braucht. Ich habe ihr außerdem noch Schuhe, Strümpfe und eine silberne Handtasche gegeben. Was ist denn mit ihr? Haben Sie nicht die Zeitung gelesen? Ich bin doch eben erst aufgestanden, als Sie geklopft haben. Hier, sehen Sie sich das Foto an. Ist sie das? Ja. Und sie ist tot. Verwundert Sie das nicht? Mich wundert schon lange nichts mehr. Ist das Kleid hin? Nein, es ist nass geworden im Regen, aber nicht zerrissen. Ist doch immer das Gleiche. Nun möchten Sie wahrscheinlich, dass ich Ihnen die Kleidungsstücke gebe, die sie hier gelassen hat. He? Vivian, hol mal das Zeug. Da. Das Kleid hat sie bestimmt selbst gemacht, das kann man sehen. Bring auch ihren Mantel, Vivian. Billiges Zeug. Schuhe, Unterwäsche sind auch nicht mehr wert. Alles aus dem Warenhaus. Ach, Ihr Inspektor. Ich habe die Klinke noch nicht wieder reingesteckt. In Ihrer Handtasche ist nichts drin. Nein, sie hat ja umgepackt. Frau Irene, Lika macht Bestandsaufnahme von den Sachen und wickle alles ein. Frau Irene. Eigentlich Kumar Elisabeth. Aber fürs Geschäft klingt Irene besser. Sie sagten doch, Sie hätten ja auch noch eine Handtasche geliehen. Ja, ich habe eine hübsche silberne Handtasche rausgesucht. Wissen Sie, so eine, die man am Kettchen ums Handgelenk trägt. Wie spät war es, als sie fortging? Na, das Anziehen hat fast eine Viertelstunde gedauert, so halb zehn, denke ich. Und Ihren Namen und Adresse haben Sie sich nicht geben lassen? Nein, weil ich mir eben einbildete, ich hätte den Zettel noch. Und wissen Sie, nützt auch gar nichts, sich die Adressen zu merken. Diese Mädchen, die wohnen meist möbliert und wechseln die Zimmer häufiger als ihre Unterwäsche. Ich meine, ich will gern noch suchen, wenn Ihnen viel dran liegt. Ja, ich bitte darum. Arbeitet der mit Ihnen zusammen? Sie meint mich. Er wird Ihnen allerlei über mich erzählen können. Aber er wird Ihnen auch sagen, dass ich seit Jahren nichts mehr mit der Polizei zu tun gehabt habe. Das stimmt doch, du. Das blaue Kleid bekommen Sie natürlich später wieder. Vorerst brauchen wir es noch. Schön, wie Sie wollen. Ich danke Ihnen. Wisst nicht, wofür. Morgen, die Herren. Sie hat im Gefängnis gesessen, 3 oder 4 Mal. Wegen Hehlerei? Ja, das letzte Mal vor 4 Jahren. Hat sie immer so eine Sklavin gehabt, wie diese stumme Vivian? Sie wechselt sie von Zeit zu Zeit. Schmeißt sie sie dann raus? Die Mädchen gehen von selber. Wissen Sie, vielleicht nutzt sie die Mädchen aus, vielleicht hat sie sie wirklich gern, vielleicht möchte sie sie davor bewahren, auf den Strich zu gehen. Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Na, jetzt schlafen Sie sich mal richtig aus, Lognon, und tun Sie was gegen Ihre Grippe. Wahrscheinlich werde ich Sie in der kommenden Nacht wieder brauchen. Rufen Sie mich im Büro an? Nein, in Ihrer Wohnung. Es wäre mir lieb, wenn Sie zu Hause bleiben. Adieu. Komm, Lukas, steig ein. Jetzt denkt der Pechvogel wieder, Sie schalten ihn aus. Zum Quai des Orfèvres. Dort wissen Sie jetzt bestimmt schon, wer das Mädchen ist. Nein, Chef, bestimmt nicht. Keine Telefonanrufe? Keine wegen des Mädchens. Aber das Bild war doch in sämtlichen Morgenzeitungen. Trotzdem, nichts. Und man erkennt sie ja auch nach dem Bild. Irene hat sie sofort erkannt. Vielleicht hat sie keine Angehörigen in Paris. Müssen wir abwarten. Ich wusste es ja. Das wird ein komplizierter Fall. Chef, ich hätte einen Vorschlag. Hm? Sie lachen mich sicher wieder aus, weil es hängt mit Fotografieren zusammen. Also ich finde, wir müssten das Mädchen fotografieren. Wieso, was meinst du? Wir suchen uns in irgendeiner Mannequin-Vermittlung ein Mädchen aus, das die Figur der Toten hat. Dann ziehen wir ihr die Sachen an, die eigenen und auch das Abendkleid von gestern Nacht und fotografieren sie. Auf dieses Foto kleben wir in einer Montage den Kopf der Toten, aber so retuschiert, dass sie wie eine Lebende aussieht. Ein Kollege vom Erkennungsdienst macht sowas fantastisch. Und dann haben wir Bilder von ihr, wie sie wirklich war. Was meinen Sie? Ja, ich meine noch gar nichts. Aber ich lache die auch nicht aus. Gut, mach das. Inzwischen, Torrance. Hallo, bitte Torrance, nimm dir das Foto von dem Mädchen, das heute Morgen in der Zeitung war. Lucas hat mir eben bessere versprochen. Und geh damit zur Fremdenpolizei. Sie sollen das Foto in den kleinen Hotels zeigen. Am besten fangen Sie im 19. und 28. Arrondissement damit an, verstehst du? Nein, wir wissen den Namen nicht. Wir wissen überhaupt nichts. Bitte geh du inzwischen in alle Heime für junge Mädchen und so. Wahrscheinlich wird es zu nichts führen, aber ich will keine Möglichkeit versäumen. Irgendwo in dieser Stadt muss sie doch gewohnt haben. Irgendwer muss sie doch kennen. Oder ob sie außerhalb von Paris gewohnt hat. Und nur die beiden Male hereingekommen ist, als sie dann das Abendkleid holte. Unwahrscheinlich. Denn außer ihrem selbstgemachten Kleid stammen ihre Sachen doch alle aus dem Warenhaus Lafayette.
Trotzdem, wenn deine Fotos was geworden sind, heute Nachmittag, Chef, dann schick sie nicht nur an die Zeitungen und an die Reviere, sondern an alle Dienststellen der Polizei in der Provinz. Noch was? Ja, ich habe immer noch den Bericht von Dr. Paul. Gib her. Ja, bleib dabei. Sie hat sich festgeklammert, ist geohrfeigt worden, dann in die Knie gegangen und dann erst... Vielleicht wollte man sie gar nicht umbringen. Was wollte man denn? Ihre Handtasche, die wir ja auch nicht haben. Eine silberne Abendtasche, die man an einem Kettchen ums Handgelenk trägt, hatte Irene gesagt. Vielleicht sah das reich aus. Ah, kaum. Lucas, mach jetzt deine Fotos. Ich gehe wirklich mal schlafen. Nachmittags bin ich wieder da. Sollen die anderen inzwischen was tun? Ja, sie sollen warten. Herr Maigret? Ist dort Kommissar Maigret? Ja, hallo? Ich gehe nicht schlafen. Ja, hallo, am Apparat. Ich höre, ja. Schick mir Janvier und geh zu deinen Fotos. Ich höre, wer ist dort? Ich weiß was. Was wissen Sie? Von dem jungen Mädchen, das ermordet worden ist. Das Mädchen von der Place Vintimille. Nun, reden Sie schon. Haben Sie sie gekannt? Ich weiß, wo sie wohnte. Wo denn? Wo denn? Rue de Clichy, 123. Wer sind Sie? Janvier, komm mit. Haben Sie was? Die Wohnung. Rue de Clichy 123. Kriminalpolizei? Was wollen Sie? Wohnt hier eine Frau Cremieux? Im zweiten Stock links. Wohnt sie allein? Oh, wie man sie nimmt. Was heißt das? Soll ich ein Geheimnis draus machen? Gelegentlich vermietet sie ein Zimmer an ein junges Mädchen. Und die letzte Mieterin war? Die, wo das Bild heute in der Zeitung ist, die ermordet ist. Wie war sie? Das Mädchen? Das ist schwer zu sagen. Wenn sie an meiner Loge vorbeikam, dann nickte sie bloß, falls sie überhaupt daran dachte. Aber gesprochen hat sie nie mit mir. Wohnte sie lange hier? Wenn ich mich recht erinnere, heißt sie... kurz vor einem Vierteljahr eingezogen. Nur mit so einem kleinen blauen Koffer. Wie hieß sie? Frau Cremieux nannte sie Luise. Per Post hat sie nie bekommen, solange sie hier wohnte. Deshalb kenne ich den Familiennamen nicht. Wissen Sie, wo Luise gearbeitet hat? Nein. Kam sie zum Mittagessen nach Haus? Doch, Frau Cremieux erlaubte ihr nicht, in der Wohnung zu kochen. Wann ging sie morgens weg? Gegen 9 oder 9:30. Und wann kam sie zurück? Abends. Und manchmal 7. Und manchmal auch erst 10 oder 11. Ging sie viel aus? Oder besuchten Freunde oder Freundinnen sie? Das hat sie nie jemand besucht. Sie haben sie nie im Abendkleid gesehen? Na, wissen Sie. Noch eine Frage. Sie haben das Foto gleich erkannt heute Morgen. Ich war nicht ganz sicher. Ist Frau Cremieux zu Ihnen gekommen? Na ja. Ja, sie hat mir gesagt, die Leute von der Polizei würden so gut bezahlt, dass ihnen nicht andere die Arbeit abnehmen sollten. Ich habe ja begriffen, was sie damit meinte. Aber... länger als bis jetzt habe ich es dann einfach nicht ausgehalten. Wissen Sie, wenn der Wirt von all dem nichts erführe, aber... Janvier, hast du deine Notizen gemacht? Ja, Chef. Dann gehen wir jetzt mal rauf zu Frau Cremieux. Sie können den Lift nehmen, so ist es nicht. Wer ist da? Frau Cremieux. Was wünschen Sie? Polizei. Einen Augenblick. Komisch, wir suchen noch immer das Opfer, noch gar nicht den Täter. Kommen Sie herein. Ich bin aber noch nicht mit dem Aufräumen fertig. Haben Sie einen Ausweis? Ja, bitte. Sie sind der Kommissar Maigret und dieser Herr? Inspektor Janvier. Mein Kollege. Wir haben viele gut bezahlte Leute bei der Polizei. Bitte setzen Sie sich. Was wünschen Sie? Es betrifft Ihre Mieterin. Ich habe keine Mieterin. Gelegentlich wohnt eine Nichte... Wir wissen Bescheid, Frau Cremieux. Worüber wissen Sie Bescheid? Über alles. Wir kommen nicht vom Finanzministerium und es geht uns nichts an, welche Einnahmen Sie angeben und welche nicht. Sie kennen hier das Foto und Sie kennen auch das Mädchen. Sie hat ein paar Tage bei mir gewohnt. Ein paar Tage? Na, sagen wir ein paar Wochen. Sagen wir lieber 3 Monate, nicht wahr? Ach, soll das so lange... Was soll ich denn aufschreiben, falls Sie unter Eid aus... Ein Vierteljahr. In meinem Alter, wissen Sie, vergeht die Zeit so schnell. Wie heißt das Mädchen? Louise Laboine. Louise Laboine. Wissen Sie, wo sie gearbeitet hat?
Wohl in einem Büro, aber ich weiß nicht, in welchem. Sie gehörte zu den Verschlossenen, die, wenn sie sich einmal vorgenommen haben, nichts zu sagen... Sprach sie nicht mit Ihnen? Sie musste ja hier durch den Salon, um in ihr Zimmer zu gelangen. Und ich halte mich meist hier auf. Das sind alles echte Stücke hier, noch von meinem Mann. Ja, ich habe sie oft aufgefordert, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee mit mir zu trinken. Ein einziges Mal hat sie angenommen. Aber sie hat kaum 5 Sätze gesagt. Worüber haben Sie gesprochen? Ich habe alles Mögliche angefangen. Man will ja schließlich wissen, wer da bei einem wohnt. Also, ich wollte erfahren, wer sie war, wohin sie ging, wo sie bisher gelebt hatte. Ich habe aber nur gemerkt, dass sie den Süden kannte. Ich habe mit ihr über Nizza gesprochen, wo mein Mann und ich alljährlich 14 Tage verbrachten. Wo nahm sie ihre Mahlzeiten ein? Immer außerhalb. Der Brandgefahr wegen gestatte ich das Kochen im Zimmer nicht. Ich habe schließlich hier lauter antike Möbel, alles Erbstücke. War sie abends allein in ihrem Zimmer? Oft. Sie ging nur 2 oder 3 Mal die Woche aus. Zog sie sich dafür besonders an? Wie soll man sich besonders anziehen, wenn man nur ein Kleid und einen Mantel besitzt? Im letzten Monat ist ja dann auch das passiert, was ich schon hatte kommen sehen. Was hatten Sie kommen sehen? Dass sie eines Tages ihre Miete nicht würde bezahlen können. Sie hat mir noch 100 Francs angezahlt und mir den Rest für Ende der Woche versprochen. Und dann ist sie mir ausgewichen, aber ich habe ihr aufgelauert. Glauben Sie nicht, dass ich knauserig bin oder nur ans Geld denke. Ich brauche es wie jedermann. Nur wenn sie sich etwas entgegenkommender gezeigt hätte, wäre ich nicht ungeduldig geworden. Haben Sie ihr gekündigt? Vor 2 Tagen, am Tag, als sie verschwunden ist. Ich habe ihr gesagt, ich erwarte eine Verwandte zu Besuch und brauche das Zimmer. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat erwidert, gut. Würden Sie uns in ihr Zimmer führen? Kommst du mit, Janvier? Hast du alles? Ja, Chef. Soll ich im Zimmer gleich Bestandsaufnahme machen? Ist das hier noch alles so, wie sie es verlassen hat? Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe nichts fortgenommen. Hier, das ist alles. Hier ist noch ein Morgenrock, Baumwolle. Und der kleine Koffer aus Segeltuch? Der gehört ihr, ist aber leer. Ach, das wissen Sie. Schließlich wurde sie mir ja verdächtig. Verdächtig? Hätte sie regelmäßig gearbeitet, hätte sie ihre Miete bezahlen können. Mir ist auch nie zuvor ein Mädchen begegnet, das nur ein einziges Kleid besaß. Ich kriegte auch nichts über Angehörige aus ihr heraus. Na, endlich habe ich gedacht, sie sei von zu Hause ausgerissen. Ihre Sprache verriet nicht, woher sie kam. Sie wirkte auch nicht, als ob sie vom Lande kam. Sie war nur so scheu. Aber ich glaube, sie hatte eine gute Kinderstube. Ein einziges Mal habe ich ein Foto bei ihr gesehen. Es stand einen Vormittag auf der Kommode. Ein echtes Vampirstück. Das Foto eines Mannes oder einer Frau? Eines Mannes, aber nicht das, was Sie denken. Das Foto war mindestens 15 Jahre alt, ganz vergilbt und eingerissen. Und der Mann darauf, der war doch schon mindestens 40. Wie sah er aus? Sehr gut, elegant, ein schöner Mann. Ich musste gleich an Nizza denken, weil er einen hellen Anzug trug und hinter ihm sah man auch eine Palme, wie sie in Nizza an der Straße stehen. Mein Seliger und ich fuhren... Sah der Mann Louise Labouane ähnlich? Jedes Jahr 14 Tage nach Nizza. Nein, wenn er ihr Vater war, dann ist sie nach der Mutter geraten. Hast du alles? Ja, Chef. Soll ich es gleich mitnehmen? Ja, pack alles in den kleinen Koffer. Ich kann Ihnen schwören, das ist das letzte Mal, dass ich ein Zimmer vermietet habe. Glauben Sie, dass ich Scherereien kriege? Durch uns nicht. Und die Leute von der Steuer? Damit haben wir nichts zu tun. Der Inspektor Pechvogel wartet auf Sie, Chef. Sie meinen den Inspektor Lognon? Er soll reinkommen. Ruf die Brasserie Dauphine an. Bier? Kaffee, ich bin müde. Und Brote. Die haben jetzt einen prima Landschinken, Chef. Ich weiß, nimm den. Esse ich doch seit Jahren. Lognon, haben Sie was rausbekommen? Ich bin gekommen, Ihnen zu berichten. Ich habe da ein paar Zettel. Schießen Sie los, mein Lieber. Wir brauchen übrigens nicht mehr die Tote zu sagen. Sie heißt Louise Labouane. Das wissen Sie schon. Ja, also, ich weiß jetzt, wo sie hin wollte. Zu einer Hochzeitsfeier im Romeo.
Im neuen Nachtlokal in der Rue Coubertin. Und wer heiratete dort? Ein gewisser Marco Santoni, der in Frankreich eine italienische Wermutfirma vertritt und ein Fräulein Janine Armandieu aus Paris. Ohne Beruf. Ja, ich habe da noch einen Zettel. Ich habe nämlich den Mixer vom Romeo gesprochen. Er hat das Mädchen... Luise Labouane. ...hereinkommen sehen. Sie ist ihm aufgefallen. Wieso? Weil ihr Abendkleid so schäbig war. Die Hochzeitsgesellschaft war nämlich sehr exklusiv. Echte Lebewelt. Hat der Mixer Sie angesprochen? Nein. Er hat gesehen, wie sie mit dem Geschäftsführer gesprochen hat. Und dann ist sie gleich durch die Tanzenden hindurch auf die Braut zugegangen, die sie offensichtlich kannte. Denn sie hat ihren Tänzer stehen lassen und hat etwa 10 Minuten mit dem Mädchen gesprochen, obwohl Santoni, ihr Bräutigam, zweimal sehr ungeduldig wurde. Haben Sie sich gezankt? Der Mixer sagt nein. Und den Geschäftsführer haben Sie nicht gesprochen? Er wohnt in der Rue Coulincourt, ganz oben. Und da sind Sie auch gewesen? Ja, man tut, was man... Ja, er hat mir die Aussagen des Barmixers nur bestätigt. Er hat das Mädchen gefragt, wen sie suche, und sie hat ihm geantwortet, sie sei eine Freundin der Braut und habe ihr nur etwas zu sagen. Dann ist sie auch gleich zu Janine Armandieu hingegangen und hat mit ihr 10 Minuten gesprochen. Das war also Mitternacht. Na, die passt ja wohl nicht hierher. Wen suchen Sie, Mademoiselle? Aber die junge Frau tanzt gerade. Aber Janine, trefft euch doch morgen. Entschuldige mich noch einen Augenblick. Aber wirklich die Gäste. Ich bin schon da, Liebste. Und um 22:45 verließ sie das Lokal. Taxi? Nein, denn nicht. Bitte schön, die Herrschaft. Um 1 sieht sie derselbe Chauffeur nochmal. Sie geht noch immer. Schnell und allein durch den Regen. Als ob sie es eilig hätte, ihrem Schicksal in die Arme zu laufen. Lucas, Chef. Ich habe eine Arbeit für dich. Du fährst zur Rue de Douai, Salon Irène, und gehst dann zu Fuß zur Rue Coubertin, Bar Romeo, und zeigst unterwegs in allen Bars und Cafés das Foto mit dem Abendkleid. In allen Bars und Cafés, zum Wohl. Versuch herauszukriegen, ob man das junge Mädchen zwischen 10 und Mitternacht gesehen hat. Verstehe. Wann hat sie nämlich getrunken? Vor 10 nicht. Das hätte Irène bemerkt. Im Romeo? Im Romeo auch nicht. Das hätten der Mixer und der Geschäftsführer Ihnen... Sie haben es mir ausdrücklich verneint. Tja. Kann ich dann gehen, wenn Sie Lucas die Sache übertragen? Lieber Lognon, gehen Sie jetzt mal schlafen. Und denken Sie an Ihre Grippe. Sie sind genug herumgelaufen. Ruhen Sie sich aus. Das kann ich noch, wenn ich pensioniert werde. Wenn Sie erlauben, kümmere ich mich weiter. Sie kann ja auch zwischen 1 und 2 noch getrunken haben, nicht? Und wo ist das Hochzeitspaar Santoni? Leider in Florenz auf Hochzeitsreise. Da konnte ich nicht hinlaufen. Auf morgen, meine Herren. Entschuldigen Sie, Herr Maigret. Hier, Madame Irène. Sie wissen, Salon Irène. Ich habe den Zettel doch noch gefunden. Ja, mit dem Namen. Wissen Sie schon? Und die Adresse auch? Bitte? Nein, Rue de Clichy habe ich nicht dastehen. Moment mal. Ich habe notiert Rue de Ponthieu 78. Hallo? Bitte. Rue de Ponthieu. Hier ist es schon. Ah. Sie sind auch von der Polizei, nicht wahr? Warum sagen Sie auch? Nur, weil gestern Abend schon jemand von der Polizei hier war. So ein kleiner, trauriger. Ich dachte im Augenblick, seine Frau sei ihm weggelaufen unter Weine. Aber dann sah ich, dass er erkältet war. Der Pechvogel hat ihm doch keine Ruhe gelassen. Wie spät war es dann? Na, ungefähr 10 Uhr. Ich wollte mich gerade schlafen legen. Na ja. Man so den ganzen Tag auf den Beinen ist. Kommen Sie auch, wegen der gleichen Angelegenheit? Ich nehme an, er hat Sie über Luise Labouane verhört. Ja, und über Ihre Freundin Janine, die sich so toll verheiratet hat. Janine Armandieu, kennen Sie die auch? Aber die beiden haben ja hier zusammen gewohnt. Ja, setzen Sie sich nur, meine Herren. Danke. Entschuldigen Sie nur, wenn ich meine Kartoffeln inzwischen weiterschäle. Haben die beiden lange hier gewohnt? Ja, etwa 2 Jahre, bis vor 3 Monaten. Wie ich Ihrem Kollegen gestern schon gesagt habe, Fräulein Janine war die Inhaberin der Wohnung, denn sie zahlte die Miete. Und vor einem Vierteljahr sind sie beide ausgezogen? Ja, Fräulein Janine zuerst, ein paar Tage vor Ultimo. Das ist so komisch, das alles zweimal zu erzählen. Versuchen Sie es trotzdem. Na ja, so eines Tages... Da kam Fräulein Janine abends zu mir herein und sagte, ich hab satt, Frau Marcel. Diesmal mache ich wirklich Schluss. Womit Schluss?
Na, mit ihrer Freundin Luise. Ach, vertrugen Sie sich nicht? Ach, wissen Sie, was ich weiß? Das weiß ich ja nur von Fräulein Janine. Fräulein Luise kam nie zu einem Schwätzchen herein. In der ersten Zeit habe ich geglaubt, sie seien Schwestern, Cousinen oder so. Aber dann hat mir Fräulein Janine erzählt, sie hätten sich erst auf der Fahrt nach Paris im Zuge kennengelernt. Woher kamen denn die beiden? Na, Fräulein Janine kam aus Lyon und Fräulein Luise aus Nizza, glaube ich. Na, sehen Sie, wenn diese jungen Dinger nach Paris kommen, dann fühlen sie sich inmitten der Millionen Menschen verloren und wollen das damit verbergen, dass sie sich entweder aufspielen und große Reden schwingen oder dass sie sich in sich selbst verschließen. Ja, so war Fräulein Luise. Ich habe sie lange Zeit für hochmütig gehalten, aber heute denke ich eher, dass sie schüchtern war. Fräulein Janine, die war mehr von der anderen Art. Sie hatte vor nichts Angst. Fast jeden Abend ging sie aus und schon nach ein paar Wochen kam sie erst um 2 oder 3 Uhr morgens zurück und hat auch schon gelernt, wie man sich anzieht. Sie wohnte noch nicht 3 Monate hier, da hörte ich sie nachts mit einem Mann hinaufgrünen. Na, das ging mich ja nichts an, das Haus ist keine Familienpension. Hatte jeder der beiden ihr eigenes Zimmer? Ja, trotzdem musste Luise alles hören. Und morgens musste sie warten, bis der Mann gegangen war, um sich anziehen oder in die Küche gehen zu können. Hat das zu Streit geführt? Das weiß ich nicht. In 2 Jahren passiert viel. Und es hat 22 Mieter hier im Hause. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die eine von den beiden ermordet worden wurde. Ach, entschuldigen Sie mich, ja? Wie gesagt, ich habe das alles gestern Ihrem kleinen traurigen Kollegen erzählt. Und der hat sich auch Notizen gemacht. So wie Sie, Herr... Lucas, Madame Lucas, das hier ist Kommissar Maigret. Oh, Herr Maigret. Na, dann wird der Fall wohl aufgeklärt werden, denke ich mir. Danke, aber dann helfen Sie mir noch ein bisschen. Ja, also wenn Sie meine Meinung hören wollen. Also Fräulein Janine, die wusste, was sie wollte. Sie ging nicht mit jedem Beliebigen aus. Die meisten Männer, die herkamen, die hatten einen Wagen, den ich morgens, wenn ich die Mülleimer hinaustrug, vor dem Haus stehen sah. Sie waren nicht unbedingt jung, sie waren aber auch nicht alt. Es ging dabei nicht allein um das Vergnügen. So in einem halben Jahr, da kannte sie die schicksten Restaurants in Paris in- und auswendig. Begleitete ihre Freundin sie nie? Nur, wenn sie ins Kino ging. Wie verbrachte denn Luise ihre Abende? Na, meistens blieb sie oben. Weit weg ging sie nie, als ob sie immer Angst hätte. Sie waren ja eigentlich gleichaltrig, aber Fräulein Luise wirkte eher wie ein kleines Mädchen. Ein sehr hübsches kleines Mädchen. Hm. Ja, und wie ging das nun mit den beiden? Na, einmal hat Fräulein Janine zu mir gesagt, ach, hätte ich doch in dem Zug geschlafen, statt mit ihr zu schwatzen. Aber ich bin sicher, dass es ihr am Anfang gar nicht so unlieb war, jemanden zu haben, mit dem sie sprechen konnte. Die meisten jungen Mädchen, die nach Paris kommen, um hier ihr Glück zu machen, die sind ja zu zweit. Aber allmählich, da begannen sie sich zu hassen. Wohl vor allem darum, weil Fräulein Luise sich nicht eingewöhnen konnte und es immer nur ein paar Wochen lang in einer Stellung aushielt. Warum warf man sie hinaus? Sie hatte keine gute Schulbildung. Wegen ihrer schlechten Rechtschreibung konnte sie nicht in einem Büro arbeiten. Wenn sie irgendwo als Verkäuferin unterkam, da passierte immer ein Missgeschick. Entweder wollte der Chef oder der Abteilungsleiter mit ihr schlafen. Nun, statt ihnen einfach zu verstehen zu geben, dass sie dafür nicht zu haben sei, da setzte sie sich aufs hohe Pferd, ohrfeigte sie oder lief weg und schlug die Tür hinter sich zu. Bitte, all das weiß ich nur von ihrer Freundin. Das Einzige, was ich selber beobachtet habe, war, dass Fräulein Luise meist keine Arbeit hatte und später fortging als gewöhnlich, um sich bei Firmen vorzustellen, die durch eine kleine Anzeige jemand suchten. Bekam Luise Post? Nee, ich habe sogar geglaubt, sie sei weise. Ihre Freundin hat mir dann erzählt, die Mutter lebe in Nizza, sei aber halb verrückt, lebe nur von der Spielbank und kümmere sich gar nicht um die Tochter. Hm. Und vor 3 Monaten ist Janine Arminieux ausgezogen? Ja. Sie hatte sich in der letzten Zeit großartig herausgemacht, trug die teuersten Kleider und verkehrte nur noch in ganz schicken Restaurants. Manchmal kam sie auch 2, 3 Tage gar nicht nach Hause. Man schickte ihr immer Blumen und Konfekt. Na, und eines Abends, da kam sie in meine Loge und sagte, diesmal gehe ich für immer, Frau Marcel. Ich habe nichts gegen das Haus, aber ich kann nicht ewig mit diesem Mädchen zusammenwohnen. Ja, wollen Sie sich am Ende verheiraten, habe ich so im Scherz gefragt. Aber sie hat nicht darüber gelacht, sondern gesagt, nicht sofort. Wenn es soweit ist, dann werden Sie es in der Zeitung lesen. Sie hatte wohl da schon Herrn Santoni kennengelernt. Ich habe dann so gesagt, werden Sie mich denn zu Ihrer Hochzeit einladen? Das kann ich Ihnen nicht versprechen, hat sie gesagt. Aber ich werde Ihnen ein hübsches Geschenk schicken. Hm. Hat sie es getan? Nur noch nicht, aber sie wird das wahrscheinlich noch tun. Jedenfalls hat sie ihr Ziel erreicht und verlebt jetzt ihre Flitterwochen in Italien. Aber um auf den Abend zurückzukommen, als sie mir sagte, sie hat mir gestanden,
Sie werde ausziehen, ohne ihrer Freundin etwas davon zu sagen und werde dafür sorgen, dass Louise sie nicht wiederfinden könne. Sonst hängt sie sich womöglich wieder an mich. Na, und so hat sie es dann auch gemacht. Als die Kleine gerade einmal weg war, ist sie mit ihren beiden Koffern auf und davon und hat nicht einmal mir ihre neue Adresse hinterlassen, um ganz sicher zu sein, dass Louise sie nicht verfolgen konnte. Haben Sie sie wiedergesehen? 3 oder 4 Mal hat sie nach Post gefragt. Na, für ein paar Tage war ja damals die Miete noch bezahlt. Aber am letzten Morgen ist Fräulein Louise zu mir gekommen und hat mir gesagt, sie müsse ausziehen. Ich sage das nicht jetzt nachträglich. Ich hatte wirklich Mitleid mit ihr. Sie weinte zwar nicht, aber ihre Lippen zitterten, als ich es mir sagte. Und ich spürte, wie verzweifelt sie war. Ihr ganzes Gepäck bestand aus einem kleinen blauen Koffer. Ich habe sie gefragt, wohin sie ziehe. Und sie hat mir gesagt, dass sie es selber noch nicht wisse. Ich habe ihr angeboten, wenn sie noch ein paar Tage bleiben wolle, bis ich einen neuen miete. Aber sie sagte, das sei sehr freundlich, aber sie möchte das lieber nicht. Ist sie auch noch mal hergekommen? Ja. Sie wollte die neue Adresse ihrer Freundin wissen. Ich muss ihr sagen, ich wüsste sie nicht. Ich wusste sie ja auch wirklich nicht. Aber sie hat es mir wohl nicht geglaubt. Wahrscheinlich wollte sie die Adresse, um sich mit ihr zu versöhnen oder um sie um Geld zu bitten. Und braucht ja nur ihre Kleidung anzusehen, um zu wissen, dass es ihr schlecht ging. Wann war sie das letzte Mal hier? Na, vor etwas mehr als einem Monat. Und da ist es eben passiert. Ich habe das auch gestern ihrem Kollegen erklärt. Ich hatte gerade die Zeitung gelesen. Sie lag noch da auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wo sie wohnt, habe ich zu ihr gesagt, aber hier in der Zeitung steht etwas über sie. Stand nämlich tatsächlich so etwas wie: Marco Santoni ist jeden Abend im Maxim mit einem entzückenden Mannequin Janine Armendieu zusammen. Lucas, vor einem Monat. Verstanden, Chef. Vor einem Monat hat sie sich im Salon Irene das blaue Abendkleid zum ersten Mal geliehen. Aber sie hat Fräulein Janine nicht getroffen. Die war ein paar Tage später hier. Und als ich sie danach gefragt habe, hat sie gelacht. Wir essen oft im Maxim, aber doch nicht jeden Abend. Außerdem bezweifle ich, dass man Louise überhaupt da reingelassen hätte. Haben Sie das alles dem Inspektor erzählt, der gestern Abend hier war? Ja, vielleicht nicht so ausführlich. Es ist mir eben vieles erst wieder eingefallen. Haben Sie ihm sonst nichts gesagt? Ach, einen Augenblick, müssen Sie mich entschuldigen, das Wasser kocht. Was sagst du zu Pechvogel, Lücker? Der will sich schachmatt setzen, Chef, in den Rang ablaufen. Ihm gegönnt, aber er kann doch wenigstens telefonieren. Ach, bitte geh mal nebenan in die Kneipe und ruf bei ihm zu Hause an. Ja. Was machst du denn für ein Gesicht? Ich war gestern in Ihrem Auftrag in so vielen Bars und Kneipen, von der Rue de Douai bis zur Bar Romeo, dass ich bei dem bloßen Wort wieder betrunken werde. Was so schlimm? Ich spüre jede Haarspitze. Die kleine Louise hat nur in einer Bar gesessen und nur 3 Grogs getrunken. Und sie hatte doch schon genug Mut, ins Romeo zu gehen. Also hab du jetzt Mut und geh mit deinem Kater telefonieren. Alles gut, Chef. Frau Pechvogel wird angerufen. Entschuldigen Sie. Ja, wissen Sie, ich frage mich seit gestern Abend, ob das nicht alles durch meine Schuld passiert ist. Wenn diese Mädchen nicht aus allem ein Geheimnis machten, dann wäre alles so viel einfacher. Was wollen Sie damit sagen? Also, vor 14 Tagen, vielleicht ist auch schon etwas länger her, da war ein Mann bei mir und hat mich gefragt, ob hier eine Louise Labouin wohne. Nein, habe ich gesagt, die ist schon vor 2,5 Monaten ausgezogen und ich weiß ihre neue Adresse nicht. Was für ein Mann war das? Ein Ausländer. Nach seinem Akzent hielt ich ihn für einen Amerikaner oder Engländer. Nicht sehr sympathisch, wenn Sie mich fragen. Aber man kann sich ja an einem Menschen täuschen. Was hat er gesagt, als Sie die Adresse nicht wussten? Na, er hat mich gefragt, ob Sie wohl manchmal noch herkommen. Und als ich ihm sagte, das könne schon sein, hat er mich um Papier und Bleistift gebeten und hat einen Brief geschrieben. Und den hat er Ihnen dagelassen? Ja. Aber 2 Tage später ist Fräulein Janine zu mir gekommen und hat mir ganz aufgeregt erzählt, jetzt ist es soweit, Sie werden bald von mir in den Zeitungen lesen. Sie hatte Einkäufe gemacht und eine Menge kleine Pakete am Arm aus den elegantesten Geschäften. Ich habe ihr von dem Brief an Louise und von dem Mann erzählt. Und da hat sie gesagt, geben Sie doch den Brief am besten mir. Wie ich Louise kenne, wird sie zu mir kommen, sobald sie meine Adresse aus der Zeitung erfährt. Ich habe erst gezögert. Und dann haben Sie ihr den Brief gegeben? Ja. Sie hat ihn in die Handtasche gesteckt und dann ist sie gegangen und hat mir noch zurückgerufen, Sie werden jetzt bald Ihr Geschenk bekommen, Frau Marcel. Hm. Ist das alles, was Sie dem Inspektor gestern gesagt haben? Ich glaube ja. Ich wüsste nicht, was ich ihm sonst noch gesagt haben könnte. Und Louise war nicht nochmal hier? Nein. Sie wusste also nicht, dass Ihre Ex-Freundin einen Brief für Sie hatte? Also durch mich wenigstens hat sie es nicht erfahren. Hm. Sie machen einen so besorgten Eindruck.
Was hat denn der Inspektor gesagt, als Sie ihm das alles erzählt haben? Er hat sich bei mir bedankt und ist dann die Straße nach rechts gegangen. Aha. Na, das werde ich dann also jetzt auch machen. Ich danke Ihnen sehr. Straße nach rechts. Na, Lücker? Seine Frau war ganz biestig und sagte, Herr Maigret müsste ja schließlich wissen, wo er ihr armen Mann herumhetze bei seiner Erkältung. Er ist jedenfalls auch heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Dann ruft das zweite Revier an. Habe ich ja schon gemacht, Chef. Die wissen nichts von ihm, seit er gestern auf dem Quai des Orfèvres war. Verdammt, ich gönn's ihm doch, wenn er eine Spur findet. Aber er kann's doch melden, wie alle anderen. Wie finden Sie das mit dem Mädchen, Chef? Meinst du Luise? Ja. Das ist für mich wie mit den fotografischen Platten, die man in den Entwickler legt, nicht? Vor 3 Tagen hat sie für uns noch gar nicht existiert. Dann war sie ein blassblauer Fleck auf dem Gehsteig der Place Saint-Emile und dann irgendeine nackte Leiche auf dem Marmortisch von Dr. Paul. Jetzt hat sie einen Namen und wird langsam ein richtiges Bild. Hübsch gesagt, Lücker. Aber für mich sieht das anders aus. Seit 2 Tagen suchen wir das Mädchen. Jetzt suchen wir auch noch Inspektor Lognon. Und dabei steckt irgendwo einer, der das junge Mädchen ermordet und dann zur Place Saint-Emile gebracht hat. Nein, Chef, bestimmt nicht. Ich war ja die ganze Zeit da. Inspektor Pechvogel hat nicht angerufen. Einer soll für alle Fälle die Bahnhöfe anrufen und feststellen, ob Lognon nicht weggefahren ist. Ist gut, Chef. Und wie ist das? Gehen Sie zum Mittagessen nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich muss ja warten auf das Gespräch aus Florenz. Hallo, Zentrale. Hallo, macht mal etwas Dampf. Macht doch das Ding da raus. Macht mal etwas Dampf hinter das Gespräch mit Florenz. Habt ihr das Hotel raus? Wo? Na also, dann her mit dem Grand Hotel. Grande Hotel Firenze. Pronto chi parla? Parigi Polizia. Sì, 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 signor Maigret. Signora Santoni, sì, sì. Attenda un attimo. Signora Santoni. Signora Santoni, per favore. Signora Santoni, per favore. Signora Santoni? Ja, bitte. Signora, scusi se la disturbo. Telefono di Parigi. Ja, zum Donnerwetter, was ist nun schon wieder? Und gerade beim Essen. Mio marito, scusi. Ich kann ja nichts dafür. Warte, ich gehe mit. Ich werde gleich erst mal selbst mit dem Mann sprechen. Si, si, signor. Santoni hier. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen würden, was das alles zu bedeuten hat. Marco Santoni, ja. Gestern Nacht hat man uns geweckt, weil die Pariser Polizei angeblich eine dringende Auskunft. Heute stören sie uns beim Essen. Ja, Maigret, ich habe verstanden. Na und? Das erklärt mir noch lange nicht, was meine Frau... Liebling, bitte reg dich nicht auf. Ja, ja, das hat uns der Mann gestern auch gesagt. Es geht um die ermordete Freundin. Aber ist das ein Grund, uns hier zu stören? Wie? Ja, ganz recht, der verfluchte Brief. Aber das hat doch meine Frau schon alles erzählt. Warum muss man denn da 2-mal gestört werden? Alles, was sie wusste, hat sie schon dem Inspektor gestern Nacht erzählt. Wie? Er ist verschwunden? Na, gibt's denn das auch? Bitte, Liebling, lass mich doch. Na schön, ich übergebe meiner Frau. Aber ich hoffe, Sie lassen uns danach in Ruhe und verhindern, dass Ihr Name in diesem Zusammenhang in die Zeitung kommt. Janine, bitte, du hast ja gehört. Du wirst alles nochmal sagen müssen. Ja, bitte? Ja, ich habe den Brief damals an mich genommen. Leider. Nein, an meinem Hochzeitsabend hatte ich ihn natürlich nicht bei mir. Ich ahnte ja nicht, dass Louise kommen würde. Natürlich, sie kam. Nein, nicht wegen des Briefes. Sie wusste ja gar nicht, dass ich... Nein, lieber Gott, sie wollte etwas Geld haben. Sie hat mir gesagt, sie habe keinen zu mir und ihre Wirtin habe ihr gekündigt und es bleibe ihr nur noch übrig, sich das Leben zu nehmen. Ja, dem Sinn nach. So direkt hat sie das nicht gesagt. Bei Louise war immer alles etwas unklar. Ja, ich habe ihr 3.000 oder 4.000 Francscheine gegeben. Dann habe ich ihr von dem Brief erzählt. Ich habe ihr gesagt, was drin stand, ja. Ich hatte ihn gelesen. Nein, nicht aus Neugier, ob sie mir es nun glauben oder nicht. Ich habe ihn gar nicht aufgemacht. Marco hat ihn in meine Handtasche gefunden. Also bitte, Janine, wirklich, das gehört nicht. Blink, es ist besser, ich sage alles. Die kriegen es doch heraus. Hallo? Er hat ihn gefunden. Ich habe ihm die Geschichte erzählt und er hat sie mir nicht geglaubt. Und darauf habe ich zu ihm gesagt, dann mach du ihn doch auf, du wirst ja selbst sehen. Also Janine. Marco, es ist wirklich besser, wenn ich alles sage. Also bitte, dann, ich warte im Restaurant. Danke dir, Blink. Ja, hallo? Ich weiß den Brief nicht Wort für Wort. Er war sehr schlecht geschrieben und in sehr schlechtem Französisch. Aber ungefähr stand drin,
Ich muss Sie dringend sprechen im Auftrag Ihres Vaters. Fragen Sie in der Pickwick-Bar in der Rue de Toile nach Fred. Das bin ich. Wenn ich nicht dort bin, wird der Barmann Ihnen sagen, wo Sie mich finden können. Es ist wichtig für Sie. So dem Sinn nach. Und dann noch ein Nachsatz. Bringen Sie unbedingt Ihre Identitätskarte mit. Sowohl der Barmann wie ich werden Sie verlangen. Warum werden Sie dann schon begreifen? Ja. Nein, mir nicht. Das habe ich alles Luise gesagt. Sie hat es erst wohl nicht verstanden, aber dann ist sie ja gleich losgegangen. Nein, nichts mehr. Erst als ich hier ankam und zufällig eine französische Zeitung überflog, las ich, dass sie ermordet worden ist. In die Pickwick-Bar? Na, das ist doch wohl anzunehmen. Also ich wäre an ihrer Stelle auch hingegangen. Nein, der Brief muss noch bei meinen Sachen im Hotel Washington sein. Glauben Sie, dass er der Grund zu ihrem Tod ist? Ach, wie schrecklich. Nie, nein. Sie hat manchmal von ihrer Mutter erzählt, die halb irre sein muss und nur von und für die Spielbank lebt. Aber niemals von ihrem Vater. Nur einmal habe ich zufällig eine Fotografie gesehen von einem sehr gut aussehenden Mann Mitte 40. Aber die Fotografie war schon sehr alt, mindestens 15 Jahre. Und da hat sie gesagt, mein Vater, aber kein Wort mehr. Ich wollte wissen, was er ist und wo er. Nichts. Nichts aus ihr herauszubringen. So war sie eben. Nein, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Bitte? Wahrscheinlich heute in einer Woche. Ja, mit meinem Mann. Vorerst wieder Hotel Washington und dann ziehen wir nach Neuilly. Bitte sehr. Mir scheint, wir haben jetzt L'Oignon-Spur wiedergefunden. Kennst du die Pickwick-Bar? Vorbeigekommen bin ich schon. Ein winziges Lokal unter einer altmodischen Laterne. Hineingegangen bin ich nicht. Hast du Hunger, oder? Ja, ich komme jetzt. Jean, noch nichts von L'Oignon? Noch nichts, Chef. Jeanvier telefoniert noch mit den Bahnhöfen. Wenn L'Oignon anruft, kannst du mich in der Pickwick-Bar der Rue de l'Étoile erreichen, Lucas? Ja? Steck einen Revolver ein. Albert Falcone. Ah, Sie mal wieder, Kommissar. Na, du hast jetzt eine Bar, wie? Nach dem letzten Mal, ihr zieht einen zur Sesshaftigkeit. Na, dann mal los, zwei Pernod, wenn du welchen hast. Wann war L'Oignon hier? Kenn ich nicht. Inspektor Pechvogel. Ach so. Gestern Abend um 11 hab nicht auf die Uhr gesehen. Wo hast du ihn hingeschickt? Nirgendwo hin. Was hast du ihm gesagt? Ich habe nur auf seine Fragen geantwortet. Zwei Pernod. Hast du die Kleine wiedererkannt, als du am Dienstag die Zeitung gelesen hast? Wie viele Gäste waren hier, als sie am Montagabend hereinkamen? Es war ganz hübsch voll. War es zwischen 12 und 1? Eher 1. Hattest du sie schon mal gesehen? Nein, das war das erste Mal. Was hat sie gemacht? Sie hat sich gesetzt. Wo? Dort, wo Sie jetzt sitzen. Es war der einzige freie Platz in der Nähe der Tür. Hm. Was hat sie getrunken? Ein Martini. Hm. Hat sie gleich einen Martini bestellt? Als ich sie gefragt habe, was sie nehme. Und dann? Dann hat sie eine Weile nichts gesagt. Hatte sie eine Handtasche bei sich? Die hatte sie auf die Theke gelegt, eine Silbertasche. Hatte dir L'Oignon diese Fragen schon gestellt? Nicht in der gleichen Reihenfolge. Also erzähl weiter. Ich möchte lieber antworten. Hat sie dich gefragt, ob du einen Brief für sie hättest? Hast du ihn ihr gegeben? Ich habe ihre Identitätskarte verlangt. Warum? Weil man mir gesagt hat, ich solle das tun. Wer hat das gesagt? Der Mann. Fred. Ja. Kennst du seinen Familiennamen? Oh, in den Bars nennen die Leute selten ihren Familiennamen. Es kommt drauf an, in welchen Bars. Sprach er Französisch? Für einen Amerikaner ziemlich gut. Was für ein Typ war er? Das wissen Sie doch wohl besser als ich. Nur sag schon. Ich hatte den Eindruck, dass er eine Reihe von Jahren im Kittchen gesessen hat. War er Montag hier, als die Kleine kam? Nein, nein, er hatte Paris schon 5 oder 6 Tage vorher verlassen. War er viel hier? Jeden Tag. Sprach er mit dir? Oh, manchmal. Von sich? Ach, von diesem und jenem. Hat er dir nicht gesagt, was in dem Umschlag war? Nein, nur, dass es wichtig sei. Hatte er dir das junge Mädchen beschrieben, das kommen würde? Nein, er hat mir nur gesagt, ich solle ihre Identitätskarte prüfen. Mhm. Das hast du getan und ihr den Brief gegeben. Hat sie ihn in der Bar gelesen? Sie ist hinuntergegangen. Aha. Was ist unten? Die Telefonzelle und die Toiletten. Glaubst du, dass sie hinuntergegangen ist, um dort den Brief zu lesen? Nehm es an. Hm. Hat sie ihre Handtasche mitgenommen? Ja. Wie wirkte sie, als sie wieder raufkam? Weniger deprimiert als vorher. Was hat sie dann gemacht?
Sie hat sich wieder an die Theke gesetzt. Hat sie noch einen Martini bestellt? Nein, sie nicht. Ein Gast. Was für ein Gast? Ein großer Kerl mit einer Narbe im Gesicht, den ich nicht kenne. Wann kam er zum ersten Mal in deine Bar? Ungefähr zur gleichen Zeit wie Fred. Ich hatte das Gefühl, dass er Fred verfolgte. Hat sie das Glas angenommen, das er spendiert hat? Sie hat mich angesehen, als ob sie mich um Rat fragen wollte. Man merkte an, dass es nicht gewöhnt war. Also ich habe einfach zwei Martini eingegossen und ihr und ihm hingestellt. Sind sie zusammen weggegangen? Ich glaube, ich habe das Brummen eines Autos gehört. Der besitzt so einen alten grauen Humpkasten. Ist das alles, was du Lognon gesagt hast? Nein, er hat mir noch andere Fragen gestellt. Was für Fragen? Zum Beispiel, ob ich wüsste, wo der Mann mit der Narbe wohnt. Ich habe gesagt, nein. Dann, ob ich keine Ahnung hätte, wohin er gegangen sein könnte. Und weiter? Also, da ich es dem Pechvogel schon gesagt habe, kann ich es Ihnen ja auch sagen. Am Tag zuvor, da hat der Mann mich gefragt, wie man am besten nach Brüssel komme. Ich habe ihm geraten, über Saint-Denis und Compiègne zu fahren und dann... Ist das alles? Nein. Vielleicht eine Stunde, bevor das Mädchen kam, da hat er mich noch einmal wegen Brüssel gefragt, wo man dort am besten wohne. Ich habe ihm geantwortet, ich stieg immer im Palast gegenüber dem Nordbahnhof ab. Wie spät war es, als du das zu Lognon gesagt hast? Fast 1 Uhr. Ja, bei ihm hat es länger gedauert, weil ich die Gäste bedienen musste. Hast du einen Fahrplan? Nein. Der Inspektor ist hinuntergegangen, um den Bahnhof anzurufen. In der Nacht fuhr kein Zug mehr. Der erste fuhr 5:30 Uhr morgens. Was glaubst du, hat er von 1 bis 5 Uhr morgens gemacht? Da führen Sie die Untersuchung oder ich? Bin ich für Inspektor Pechvogel verantwortlich? Du wirst ja nicht frech, verstehst du? Lucas, geh doch einmal hinunter und ruf das Palace in Brüssel aus. Ja. Frag, ob er dort ist. Vielleicht wartet er immer noch auf den Mann mit der Narbe. Alles gut, Chef. Wohin führt die Tür hinter dir im Spiegel? Im Wirtschaftsraum. Noch einen Pernod? Also entschuldigen Sie, ich muss jetzt die Theke und das Regal sauber machen. Lognon, Sommerbauer-Chef, wollen Sie ihn sprechen? Ist nicht nötig. Sag ihm, er kann zurückkommen. Was? Er kann zurückkommen. Na schön. Was guckst du denn so blöd, Albert? Los, zieh dich an. Hä? Ich hab gesagt, zieh dich an. Wir werden zum Quai des Orfèvres fahren. Oder willst du mit Gewalt abgeführt werden? Chef, Achtung! Scheiße. Wer ist der Kerl? War der die ganze Zeit im Wirtschaftsraum? Wer ist das? Er ist tot. Ich habe ein bisschen zu gut geschossen. Pardon. Danke, Luca. Wer ist das? Der Mann mit der Narbe, Bianchi. Siehst du? Einmal erwischt's alle. Aber es wäre nicht nötig gewesen. Dumme Panik von dem Kerl. Wieso haben Sie es erraten, Kommissar? Ich hab's nicht erraten. Ich hab's sofort gewusst. Leg ihm Handschellen an, Luca. Ja. Weißt du, Albert, deine Geschichte ist auf den ersten Blick vollkommen, etwas zu vollkommen. Ich hätte sie geglaubt, wenn ich das Mädchen nicht gekannt hätte. Sie kannten sie? Ja, ich habe sie schließlich recht gut kennengelernt. Sie war ein Mädchen, das keiner haben wollte. Ihre Mutter nicht, ihre Freundin nicht, ihre Wirtin nicht. Ein Mädchen wie sie ist zu schüchtern, um sich gleich an die Theke zu setzen, wie du erzählt hast. Weil sie spürte, dass alle sie ansahen und gleich erkannten, dass er ein billiges Fähnchen trug. Also ist sie wohl einfach an der Wand stehen geblieben. Selbst wenn sie sich aber gesetzt hätte, hat sie keinen Martini bestellt. Sie hat nichts getrunken, das gebe ich zu. Schon gar keinen Martini. Die Autopsie hat ergeben, dass sie Alkohol im Magen hatte. Sie hat sich nämlich Mut angetrunken, ehe sie zu dir kam. Aber wir haben den Zeitungen nicht gesagt, dass es Rum war. Martini wird aber aus Gin und Wermut gemixt. Sie ist auch nicht in den Keller gegangen. Niemals hätte sie sich hin und zurück durch mehr als 20 Gäste gedrängelt, die sie alle anstarrten und mehr oder weniger betrunken waren, nur um einen Brief zu lesen, den sie eine halbe Stunde später unbelästigt zu Hause hätte lesen können. Hast du überhaupt einen Brief gegeben? Ja. Einen leeren Umschlag? Ja. Wann hast du den richtigen Brief geöffnet? Als ich sicher war, dass Fred weg war. Und dann habe ich mit Bianchi gemeinsame Sache gemacht. In dem Brief vermachte ihr Vater, der in Sing Sing saß und mit dem es zu Ende ging, eine große Tüte voll Dollars, die bei einem polnischen Schuster in New York, ich komme nicht an den Namen nicht. Doch.
Na schön, er heißt Lukaschek. Bei Lukaschek in Verwahrung lagen. Sie sollte hinüberfahren, sich ausweisen und würde das Geld erhalten. Da wollte sie Bianchi auch gar nicht ermorden. Denn er hat's doch wohl allein gemacht. Ja, ich blieb ja hier im Laden, als er ihr nachfuhr. Nein, nein. Er wollte sie nicht ermorden. Er wollte ihr nur die Handtasche nehmen, um an die Identitätskarte zu kommen. Dann hätte er mit dem Ausweis seine Freundin rübergeschickt, das Geld holen. Also, der hat die Handtasche gepackt, ohne zu wissen, dass sie in einer Kette am Handgelenk des Mädchens hing. Sie ist in die Knie gegangen, als er sah, dass sie schreien wollte, hat er sie ins Gesicht geschlagen. Sie scheint sich an ihn geklammert und versucht zu haben, um Hilfe zu schreien. Und da hat er einen Schraubenschlüssel aus der Tasche gezogen. Wenn Frau Irene der Kleinen zufällig eine andere Handtasche geliehen hätte, ohne Kettchen, lebte sie noch. Ob sie gewusst hat, dass ihr ein Vater in Sing Sing hatte? Die Sache mit Brüssel hast du nur erfunden, um L'Union auf eine falsche Spur zu locken. Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Der Pechvogel hat sich davon blenden lassen. Technisch hat er keinen Fehler begangen. Er war mir sogar meist einen Schritt voraus, aber er kannte das Mädchen nicht. Drum ist er an der entscheidenden Stelle falsch gelaufen. Lucas ruft den Quai an, sie sollen den Toten abholen und Albert abführen. Übrigens, was machen die vier Pernod? Geschäftsunkosten. Kommt nicht in Frage. Hier. Rest für dich. Besten Dank. Sie hörten Maigret und die Unbekannte. Hörspiel nach einem Roman von Georges Simenon. Funkbearbeitung Gerd Westphal. Die Personen und ihre Sprecher waren Kommissar Maigret, Leonard Steckel, Frau Maigret, Anne-Dore Huber-Knaus, Inspektor Lognon, genannt Pechvogel, Helmut Peine, Inspektor Lukas, Heinz Schimmelpfennig, Inspektor Janvier, Rudolf Siege, Bürodiener Jean, Ernst Sladek, Dr. Paul, Viktor Stefan Görz, Madame Cremieux, Trudig Daniel, Janine, Ingrid Pan, Concierge, Lina Karstens, Albert, Walter Starz. Ferner Mira Hinterkausen, Traute Rose, Hans Bernhard, Albrecht Götz und andere. Ton Ludwig Groß, Schnitt Nina Langrock, Assistenz Peter-Paul Schulz, Musik Hans-Martin Majewski, Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1959. Rias Berlin bringt nach dem Roman von Georges Simenon ein Hörspiel von Fred von Hörschelmann, Maigret und die schrecklichen Kinder. Saint-André-sur-Mer. Alle Häuser liegen nahe beieinander, getrennt von kleinen Gassen oder blühenden Gärten. Die winzige Kirche mit der Turmuhr, das Gemeindehaus mit seiner Fahnenstange, die Schule. Das ist Saint-André-sur-Mer. Es liegt nicht weit von La Rochelle. Es hat 300 Einwohner, ein stiller, friedlicher Ort. Und dieser Dienstag im Mai beginnt genauso friedlich wie alle Tage sonst. Nur die Kinder machen ein wenig Lärm in der Pause. Die Turmuhr geht wie gewöhnlich eine Viertelstunde vor. In Wirklichkeit ist es gerade 10 Uhr. Die Kinder begeben sich ins Schulzimmer. Nichts unterbricht mehr die Stille. Der Briefträger macht seinen Rundgang. Er hat nur einen Arm und das sonnenverbrannte Gesicht eines Menschen, der sich den ganzen Tag im Freien aufhält. Er geht in den Garten des Amtsgehilfen Theo, der gerade Zwiebeln steckt, und gibt ihm einen Brief ab. Sie schwatzen ein wenig. Nebenan hat der Fleischer in seinem Schuppen gerade ein Lamm geschlachtet. Er hängt es an den Haken und wischt sich die Hände ab. Dann geht der Landwirt Pierre de Boeuf auf die Schule zu. Wie an den meisten dieser Orte ist der Lehrer gleichzeitig Gemeindesekretär und Pierre de Boeuf braucht eine Unterschrift. Nun beginnt der Hufschmied Marchandot in seiner Schmiede zu arbeiten. Pierre Boeuf und der Lehrer gehen miteinander aus der Schultür ins Gemeindehaus nebenan. Auf der Straße picken zwei Hühner im harten Boden herum. Pierre Boeuf verlässt nach einer Weile das Gemeindehaus. Er hat einen Zettel in der Hand, den er im Gehen aufmerksam prüft. Es ist warm. Die Hühner haben aufgehört zu picken. Die Sonne scheint. Die Zeit vergeht gemächlich.
Wie gesagt, sie geht vor diese Uhr. Es ist erst ein Viertel nach 10. Na, das klang wie ein Schuss. Niemand scheint ihn gehört zu haben. Außerdem hämmert Marchandot so laut in seiner Schmiede. Es bleibt friedlich wie zuvor. Um die Mittagszeit begibt sich der Briefträger ins Wirtshaus, um sich ein wenig zu stärken. Ach, ist das eine Arbeit. Vor ein paar Jahren gab es hier noch Leute, die nie Post bekamen. Aber jetzt? Nicht nur, dass man ihnen die Zeitung ins Haus bringen muss. Es gibt keinen Einzigen, der nicht irgendeine Pension oder Unterstützung bekommt. Was für eine Menge Formulare das kostet. Du musst sie ja nicht selber ausfüllen. Aber bringen muss ich sie Ihnen, Bummel. Immer zu was Neues. Witwenpensionen, Krankenkassengelder, Kinderbeihilfen, Sonderzulagen. Und Ferdinand, der Briefträger, leert sein Glas, nimmt die Tasche um und macht sich weiter auf den Weg. Der Hufschmied hat längst seine Arbeit beendet. Mittag ist vorbei. Um 2:30 geht eine feiste, schlampige Person auf eines der kleinen Häuschen zu. Maria, die Aufwartefrau des alten Postfräuleins. Sie betritt das Haus. Nein, erst 2:30. Auch die Schule ist noch nicht zu Ende. Maria scheint etwas entdeckt zu haben. Sie läuft aus dem Hause des alten Postfräuleins, schreiend. Sie ruft etwas. Theo, der Amtsgehilfe, kommt aus seinem Garten. Leute sammeln sich. Irgendetwas ist geschehen. Und übermorgen steht eine kleine Notiz in den Zeitungen. Mord in Saint-André-sur-Mer. Auch in den Pariser Zeitungen. Kommissar Maigret? Die Sache mit der Unterschlagung wurde inzwischen geklärt. Heute Vormittag. Ja, den lasse ich überwachen. Sonst nichts. Aber das waren ein paar Wochen. Keine Pause, Tag und Nacht. Ein paar Tage Urlaub, meinen Sie? Ja, möglich wäre es schon in diesem Augenblick. Und ich dachte bereits heute Morgen daran, als die Luft so warm und schön war. Es duftete nach Maiglöckchen, schien mir. Nach Maiglöckchen, sagte ich. Ja, das wäre alles. Ja? Lucas, kommen Sie herein. Was gibt es? Da ist ein Mann draußen im Wartezimmer. Seit 5 Stunden. Was will er? Mit Ihnen sprechen, Kommissar Maigret. Mit keinem, nur mit Ihnen. Hier liegt nur eine Karte auf meinem Tisch. Das ist seine Karte. Joseph Castin, Lehrer, Saint-André-sur-Mer. Ja, also gut, führen Sie ihn herein. Bitte, Monsieur Gaston. Nehmen Sie Platz. Ja, danke. Nee, Herr Kommissar. Ja? Sind Sie schon im Bilde? Vorüber im Bilde. Ich glaubte, Sie wüssten es schon. Als ich gestern Abend Saint-André verließ, kam bereits ein Reporter. Ich bin mit dem Nachtzug gefahren und sofort zu Ihnen gekommen. Saint-André-sur-Mer, bei La Rochelle, nicht wahr? Ja, ja. Da unten denken Sie jetzt natürlich, dass ich ausgerissen bin. Aber wenn ich mich wirklich hätte verkrümeln wollen, dann säße ich wohl jetzt nicht bei Ihnen. Meinen Sie nicht auch? Was wird Ihnen denn zur Last gelegt? Leonie Birard getötet zu haben. Das ganze Dorf behauptet es. Dem Gendarmerie-Leutnant mangelte es nur an Beweisen. Sonst hätte er mich sicher festgenommen. Immerhin hat er mir nahegelegt, den Ort nicht zu verlassen. Und Sie haben es trotzdem getan? Ja. Und warum? Ich möchte wissen, woran ich bin. Wann ist denn diese Dame, wie war doch ihr Name? Leonie Birard. Sie war früher Postbeamtin. Wann ist sie gestorben? Vorgestern, am Dienstag, kurz nach 10. Und Sie werden also für den Mörder gehalten? Ich glaube, in einem Magazin gelesen zu haben, dass Sie vom Lande standen, Herr Kommissar. Sie wissen also, wie es in einem solchen Nest bei so einem Anlass zugeht. Moment mal, Sie sprechen von einem Mord, der sich in einem Dorf bei La Rochelle zugetragen hat. Jawohl. Aber ich bin Beamter der Pariser Kriminalpolizei und für Vorfälle im Departement Charente nicht zuständig. Das habe ich nicht bedacht. Ich hatte mir das ganz einfach vorgestellt. Was?
hierher zu kommen und mich in Ihren Schutz zu begeben. In meinen Schutz? In Saint-André bin ich... Ich bin sehr unbeliebt dort unten. Weshalb? Erstens, weil ich der Lehrer bin und zweitens, weil ich der Gemeindesekretär bin. Das begreife ich nicht. Sehen Sie, da unten haben Sie alle Geld wie Heu. Sie sind Bauern oder Austern- und Muschelzüchter. Ein einträgliches Geschäft. Fast jeder hat ein Auto oder zumindest einen Lieferwagen. Aber wissen Sie, wie viele Einkommensteuer zahlen? Nicht viele, vermutlich. Keiner. Außer dem Arzt bin ich der einzige Steuerzahler im Dorf. Trotzdem halten mich die anderen für einen Tagedieb. Sie müssten für mich blechen, bilden Sie sich ein. Nun erzählen Sie mir mal den Fall Leonie Bérard. Darf ich wirklich? Vielen Dank, Herr Kommissar. Zuerst die Topographie. Gemeindehaus und Schulhaus beieinander. Auf der anderen Seite des Schulhofes steht das Haus, in dem wir wohnen. Ein kleiner Gemüsegarten gehört dazu. Weiter hinten, jenseits des Schulhofes, sieht man die Gärten und die Rückfronten einiger Häuser. Darunter auch die des Hauses von Leonie Bérard. Wie alt war die Frau? 66. Seit 8 Jahren im Ruhestand. Sehr gebrechlich. Sie bewegte sich nur noch am Stock. Sie kam fast nie aus ihren 4 Wänden heraus. Ach, ein böses Weib. Wieso war sie böse? Sie hasste die ganze Welt. Jahrelang lebte sie mit ihrer Nichte zusammen, aber als die sich verheiratete, sah sie sie nicht mehr an. Vom Arzt behauptete sie, er hätte sie mit seinen Medikamenten ins Jenseits befördern wollen. Ich erzähle das nur, damit Sie sich ein Bild machen können. Als sie noch hinter ihrem Postschalter saß, hörte sie sämtliche Telefongespräche ab, las sämtliche Briefe, kannte jedermanns Geheimnisse. Ach, es fiel ihr nicht schwer, die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Sie war also nicht sonderlich beliebt. Ach, nein, ganz und gar nicht. Aber mich mögen Sie ebenso wenig. Ja, das erwähnten Sie schon. Ich stamme nicht aus der Gegend. Ich bin in Paris geboren. Meine Frau ebenfalls. Wir haben einen 13-jährigen Jungen. Der Ihre Schule besucht. Ja. Und seine Mitschüler haben vermutlich einen Pik auf ihn, weil er der Lehrerssohn ist? Ich bevorzuge ihn nicht im Geringsten. Er versteht das auch sehr gut. Manchmal habe ich sogar den Verdacht, er legt es darauf an, kein so guter Schüler zu sein, wie er sein könnte. Und Leonie Bérard? Sie konnte mich nicht ausstehen. Sie behauptete, dass ich die Kinder gegen sie aufhetze. Weil sie sehr dick war und obendrein noch einen schwarzen Schnurrbart hatte und Stoppeln unter dem Kinn. Den Kindern genügt, dass sie außer Rand und Band zu bringen. Da brauchte nur so ein kleiner Halunke, sich ans Fenster zu kleben und ihr die Zunge herauszustrecken. Schon erhob sie sich von ihrem Lehnstuhl und fuchtelte zornig mit dem Stock herum. Naja, für die Buben war das natürlich ein Gaudium zu sehen, wie sie ihren Koller bekam. Gab es nie ernstere Zwischenfälle dabei? Oh, doch, gelegentlich schon. Die Buben schlugen der Alten die Scheiben ein oder sie warfen ihr Kehricht und Abfälle durch die Fenster. Jedes Mal sollte ich ihr dann die Namen der Schuldigen nennen. Taten Sie das? Ich erklärte ihr, es wären alle mehr oder weniger beteiligt und sie würden die Spiele wohl bleiben lassen, wenn sie sich nicht immer als Kinderschreck betätigen wollte. Und was hat sich nun am Dienstag zugetragen? Dienstag um 2:30 hörte ich, wie im Hause der Alten laut um Hilfe geschrien wurde. Es war die Aufwartefrau, Maria Smelka. Und was taten Sie, als Sie diese Rufe hörten? Nichts. Ich blieb im Klassenzimmer, denn ich hörte gleich darauf andere hinrennen. Etwas später kam dann der kleine Wagen des Arztes. Sie haben es also unterlassen, selber nachzusehen, was los ist. Das ist es. Daraus sucht man mir jetzt einen Strick zu drehen. Sie behaupten, ich hätte mich deshalb nicht hinbemüht, weil ich bereits gewusst hätte, was passiert war. Sie konnten wohl Ihre Klasse nicht verlassen. Doch. Es kommt schon vor, dass ich ins Gemeindeamt hinüber muss, um irgendwelche Papiere zu unterschreiben. Kann man vom Klassenfenster in das Haus der Alten hineinsehen? Von dem einen ja. Ich tat es auch. Es war ein erregtes Gewimmel in dem kleinen Raum. Der Arzt war da, der Amtsgehilfe Theo, dann noch der Flurwächter. Das ist der Mann, der die Nichte der Alten geheiratet hatte. Das fiel mir besonders auf, denn er pflegte nie ein Wort mit der Tante seiner Frau zu sprechen. Später kam noch ein Leutnant mit 2 Gendarmen aus La Rochelle. Ja, und dann begannen die Verhöre. Und dann hat man Sie des Mordes an der Alten beschuldigt. Der Leutnant blickte mich nur seltsam an. Besitzen Sie... Eine Kleinkaliberbüchse, war seine erste Frage. Ja, und? Das ist es wieder. Das ist wieder eine von diesen verrückten Geschichten.
Ja, sehen Sie, wenn ein Junge etwas hat, eine Briefmarkensammlung oder Murmeln, ja, dann wollen gleich alle anderen auch so etwas haben. Im vorigen Herbst kam nun einer mit so einer Büchse daher und fing an, Spatzen zu schießen. Einen Monat später gab es davon bereits ein halbes Dutzend. Alle von der gleichen Sorte. Kaliber 22. Auch mein Junge hatte sich zu Weihnachten eine gewöhnt. Ja, so geht es zu. Ich erinnere mich. Zu meiner Zeit waren es die Luftgewehre. Ich sagte dem Leutnant, dass die Büchse sich meines Wissens im Zimmer des Jungen befände. Nun war aber das Ding nicht im Zimmer, sondern im Geräteschuppen meines Gemüsegartens. Ja, und weiter? Das ist noch nicht alles. Der Leutnant wollte dann wissen, ob ich im Laufe des Vormittags das Klassenzimmer verlassen hätte. Und ich habe unglücklicherweise Nein gesagt. Hatten Sie es denn verlassen? Für ein paar Minuten, kurz nach der Pause. Wenn einem diese Art von Fragen gestellt werden, vergisst man nachzudenken. Also ich ging kurz nach der Pause mit einem Landwirt aus der Umgebung nach dem Gemeindehaus hinüber. Er brauchte eine Unterschrift wegen einer kriegsversehrten Pension und der Stempel war im Büro. Ja, dann bin ich noch rasch über den Hof gelaufen, um zu sehen, ob meine Frau etwas braucht. Ist Ihre Frau krank? Nee, es sind vor allem die Nerven. Alles in allem bin ich aber höchstens 10 Minuten weggeblieben. Haben Sie nichts gehört? Nein. Bei Marchandot, entsinne ich mich, wurde gerade ein Pferd beschlagen. Und zu diesem Zeitpunkt ist die Alte umgebracht worden? Angeblich ja. Sie hielt sich am Küchenfenster auf, das nach hinten nach den Gärten hinausgeht. Der Schuss muss also aus einem der Gärten oder aus einem Fenster der Häuser dort abgegeben worden sein. Und sie ist tatsächlich von einer Kugel des Kalibers 22 getötet worden? Das ist das Allermerkwürdigste. Man sollte annehmen, dass eine solche Kugel sie ja nur leicht hätte verletzen können. Nun ist sie ihr aber durch das linke Auge in den Kopf gedrungen. Sind Sie ein guter Schütze, Herr Gaster? Ein mittelmäßiger. Und mit solchen Gewehren habe ich nur auf Jahrmärkten geschossen. Und das hat der Leutnant Ihnen vermutlich nicht geglaubt? Er hat mich zwar nicht offen beschuldigt, aber er war sehr erstaunt darüber, dass ich nicht eingestanden hatte, das Klassenzimmer verlassen zu haben. Dann ist er nach La Rochelle zurückgefahren. Moment. Ja, bitte? Rufen Sie die Gendarmerie von La Rochelle an. Wie heißt Ihr Leutnant? Danielou. Rufen Sie Leutnant Danielou an den Apparat. Sollte er nicht da sein, versuchen Sie Leutnant Danielou im Gemeindeamt von Saint-André-sur-Mer zu erreichen. Das Gespräch leiten Sie dann ins Büro nebenan. Bitte? Möglicherweise war es falsch, hierher zu kommen. Ich habe mir gesagt, wenn ich Ihnen alles erzähle, sind Sie vielleicht bereit, mit mir hinzukommen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Denn ich bin unschuldig, Herr Kommissar. Ich schwöre es Ihnen. Ja. Haben Sie Saint-André verlangt, Chef? Soll ich das Gespräch ins Büro nebenan legen? Ja, bitte. Herr Gaston, warten Sie einen Augenblick hier. Jawohl. Hallo, Leutnant Danielou? Ja, bitte. Hier spricht Maigret von der Pariser Kriminalpolizei. Es scheint, Sie fahnden nach jemand. Woher wissen Sie das? Ein Lehrer, nicht wahr? Liegt belastendes Material gegen ihn vor? Seit heute früh eine äußerst belastende Zeugenaussage von einem seiner Schüler. Der etwas gesehen hat? Ja. Dienstag gegen 10.20 Uhr hat er den Lehrer aus dem Geräteschuppen herauskommen sehen. Und genau um 9:15 Uhr hat der Amtsgehilfe den Schuss gehört. Hat der Untersuchungsrichter bereits einen Haftbefehl erlassen? Das wird voraussichtlich noch heute geschehen. Wieso haben Sie denn bereits Kenntnis von all dem? Die Zeitung... Ich weiß noch gar nicht, was heute in den Zeitungen steht. Aber Joseph Gaston befindet sich gerade in meinem Büro. Ach so. Was gedenken Sie mit ihm zu tun? Ihn zurückzubringen. Persönlich. Persönlich? Natürlich werde ich mir nicht erlauben, in Ihre Untersuchung einzugreifen, Herr Leutnant. Auf jeden Fall bringe ich ihn Ihnen zurück. Danke. Ich werde am Bahnhof sein. Wenn wir ankommen, wird man Sie auf dem Bahnhof verhaften, Herr Gaston. Ja. Aber nicht in Saint-André, sondern in La Rochelle. Abgeführt mit Handschellen. Ich werde dafür sorgen, dass es ohne Handschellen geschieht und ohne überflüssiges Aufsehen zu erregen. Danke, Herr Kommissar. Und ich fahre dann weiter nach Saint-André und werde sehen, was sich machen lässt. Gibt es da einen Gasthof? Ja, zum lauschigen Eck. Der Wirt heißt Pommel. Sie können sich vorstellen, Leutnant Danielou wird natürlich nicht sehr entzückt sein, dass ich hinkomme.
Er will die Sache auf seine Weise führen. Ich komme nicht offiziell hin. Ich bin gewissermaßen auf Urlaub. Meine Neun ist besser. Und was sagt ihr zu Pik Ass? Ja, und hier, Karo König? Ist mir zu hoch. Ja, das glaube ich. Haben Sie ein Zimmer frei? Für eine Nacht? Für 2 bis 3 Tage. Hier ist mein Ausweis. Kommissar Maigret aus Paris. Therese, ihr bringt den Koffer von Herrn Kommissar Maigret auf das Zimmer nach der Straße. Wünschen Sie etwas zu trinken? Was darf es sein? Was wir haben, einen Cognac meinetwegen. Sie sind wegen Leonie Birat hier, nicht wahr? Nicht offiziell. Stimmt es, dass man den Lehrer bereits wieder gefasst hat? Er ist im Untersuchungsgefängnis von La Rochelle. Sie glauben nicht, dass er es gewesen ist? Das weiß ich nicht. Im Übrigen, hier ist gerade jemand, der den Schuss gehört hat. Theo, erzähl mal. Du hast doch den Schuss gehört. Weshalb hätte ich ihn denn nicht hören sollen? Ja. Kommissar Maigret ist nämlich aus Paris hergekommen. Weiß ich schon, vom Leutnant. Theo ist der Amtsgehilfe. Er ist nicht mehr nüchtern und der Briefträger hat auch schon einen sitzen. Sag mal, Ferdinand, hast du damals was gesehen? Ich? Nichts. Du hast doch den Theo in seinem Garten gesehen. Ich habe ihm sogar einen Brief überbracht. Und was macht er da gerade? Er steckte gerade Zwiebeln. Wann war das? Oh, ich habe mich nach der Uhr gesehen. So, und jetzt kommt Kör Ass und Diet und Diet und Diet. Und ich scheiße auf alle, die uns hier Scherereien machen wollen. Heute Abend zahlst du, Theo. Und jetzt gehen wir. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Noch einen Schnaps? Wenn Sie mit mir trinken wollen. Auf Ihr Wohl, Herr Kommissar. Ihr Wohl. Es scheint nicht eben beliebt gewesen zu sein, diese Leonie. Gott, nein, beliebt war die nicht. So etwas von einer giftigen Kröte ist mir nur einmal begegnet. Mit 12 Jahren hatte die schon Haare auf den Zehen. Was ich nicht begreifen kann. Es gibt hier schon Dinge, Herr Kommissar, die Sie wahrscheinlich nie begreifen werden. Dass alle Leute Sie gehasst haben und dass jetzt, wo Sie losgeworden sind, die gleichen Leute über den Lehrer herfallen. Man sollte doch eher erwarten... Dass die Leute aufatmen. Das meinen Sie ja wohl. Ungefähr. Vergessen Sie nicht, dass die Alte hier aus dem Orte war. Das ist nämlich wie in einer Familie. Jeder hat das Recht, den anderen zu hassen, aber wenn plötzlich ein Fremder daherkommt und sich einmischen will, dann ändert sich die Lage sofort. Leonie war verhasst, aber Gaston und seine Frau sind es noch mehr. Auch die Frau? Die erst recht. Warum? Hat sie etwas getan? Nicht hier. Was heißt das, nicht hier? Es ist nicht das erste Mal, dass die Gastons in eine Tragödie verwickelt sind. Und wir mögen es nicht, wenn man uns Leute schickt, die man anderswo nicht haben will. Eine Tragödie, sagen Sie? Hören Sie zu, Herr Kommissar. Auf der Forienstelle in Courbevoie hat Frau Gaston nämlich einen Geliebten gehabt. Dabei sieht sie genauso aus wie ihr Mann. Blass und schüchtern. Ist komisch, nicht wahr? Sie hatte also eine Affäre mit einem Stadtverordneten, die Frau Lehrerin. Und eines schönen Tages feuerte die Frau dieses Herrn auf offener Straße eine Kugel auf sie ab, die sie aber nur leicht an der Schulter verletzte. Die Dame wurde übrigens dann freigesprochen. Und den Gastons blieb nichts anderes übrig, als schleunig zu verduften. Und was sollte das mit der Ermordung der Leonie Birat zu tun haben? Vielleicht nichts. Ja, außerdem hat der Gaston sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Hörner hat er sich zu Schulden kommen lassen. Noch ein Gläschen, Herr Kommissar? Nein, danke, Herr Pommel. Sagen Sie mir nur eins. Glauben Sie daran, dass Gaston der Mörder ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die Leute wollen, dass er es gewesen sein soll. Naja. Gute Nacht, Herr Pommel. Gute Nacht, Herr Kommissar. Nun erlöschen eins nach dem anderen die Fenster der Gastwirtschaft zum lauschigen Eck. Zuerst die der Gaststube, der Maigrets Fenster, dann das des Wirtes Pommel. Der ganze Ort, die Häuser, die Gärten, die Kirche und das Gemeindehaus versinken in Nacht. Und ein kühler Wind kommt vom Meer her.
Nur ein einziges Fenster ist noch erleuchtet. Im oberen Stock des Lehrerhauses brennt noch eine Lampe. Und dieses Fenster bleibt lange hell, bis die Dämmerung beginnt, bis die Sonne aufgeht, bis ein neuer Tag da ist. Guten Morgen, Frau Gastin. Oh, Herr Kommissar, ich habe gestern gehört, dass Sie kämen. Treten Sie bitte ein. Jean-Paul, willst du Herrn Kommissar Maigret nicht guten Tag sagen? Guten Tag. Geh jetzt bitte auf dein Zimmer und nehmen Sie Platz, Herr Kommissar. Danke. Jean-Paul ist heute nicht zur Schule gegangen. Ich hielt es für besser. Sie wissen ja, wie grausam Kinder sein können. Aber dass Sie zu meinem Mann Vertrauen haben, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen dafür bin. Ich mache mir solche Vorwürfe. Warum tun Sie das, Frau Gastin? Weil ich an allem schuld bin. Sein Leben und unseres Kindes Leben sind durch mich verpfuscht. Und jetzt weiß ich nicht, wie das alles enden soll. Aber man kann doch nicht einen Unschuldigen verurteilen. Setzen Sie sich zu mir. Sprechen Sie sich ruhig aus. Es wird Ihnen schon zu Ohren gekommen sein, dass ich... Sie meinen, was in Courbevoie geschehen ist? Ich bin keine schlechte Ehefrau. Ich habe meinen Mann mit 15 Jahren kennengelernt. Er steht geistig so hoch, höher als die meisten. Die Leute merken es nicht gleich, weil er so bescheiden ist. Und in Courbevoie wurde er geachtet. Er hat eine Zukunft. Und da von heute auf morgen verlor ich den Verstand. Eine Art Fieber packte mich. Liebe kann es nicht gewesen sein, denn ich liebte ja nur meinen Mann. Aber damals wäre ich bereit gewesen, ihn ohne weiteres im Stich zu lassen. Und Jean-Paul auch. Der war damals noch ganz klein. Ich wäre einfach fort, ganz gleich wohin. Kann man so etwas begreifen, Herr Kommissar? Und wie Sie dann hierher gekommen sind? Hier gab es von Anfang an nur Argwohn und Misstrauen. Sie wissen ja, wie das auf dem Lande ist. Und dann haben Sie irgendwie die ganze Geschichte erfahren und mit Ihrem Respekt für meinen Mann war es vorbei. Hat Ihr Mann jemals Streit mit Leonie Bérard gehabt? Ja, natürlich, das kam vor. Er ist ja Gemeindesekretär und er ist dabei sehr gewissenhaft. Er stellt nicht aus Gefälligkeit Bescheinigungen aus. Sie war nämlich um irgendeine Geldzulage eingekommen und... Wusste sie von jener Sache? Wie alle Welt, ja. Und wenn ich an Ihrem Haus vorbeikam, rief sie mir die gemeinsten Schimpfworte nach. Wissen Sie, was sie tat, wenn sie mich sah? Sie stellte sich ans Fenster, drehte sich um und hob ihre Röcke hoch. Eine Frau von 67 Jahren? Das ist kaum zu glauben, aber es stimmt. Nie jedoch wäre mein Mann auf die Idee gekommen, sie deswegen umzubringen. Er ist ein gütiger Mensch, nicht wahr? Ja, sehr. Er möchte die ganze Welt glücklich machen. Und wie ist Ihr Junge? Ganz wie der Vater. Still, arbeitsam, sehr aufgeweckt für sein Alter. Er ist nur deswegen nicht Klassenerster, weil es nicht so aussehen soll, als würde der Sohn des Lehrers bevorzugt. Ahnt er etwas von dem Vorfall in Courbevoie? Wir haben nie mit ihm darüber gesprochen. Aber seine Mitschüler haben sich das Vergnügen natürlich nicht nehmen lassen. Er tut, als wüsste er von nichts. Hat er Freunde? Seit 2 Jahren, seit alle offen gegen uns sind, bleibt er lieber zu Hause. Er liest, spielt Klavier. Für sein Alter spielt er schon sehr gut. Ist Ihr Mann am Dienstagmorgen, kurz nach 10, nach Hause gekommen? In der Pause kommt er gewöhnlich auf einen Sprung in die Küche und trinkt eine Tasse Kaffee. Ich bin dann meist oben. Und dieses Mal? Ich weiß es nicht. Er sagt nein, und da ich weiß, dass er nie lügt, habe ich dasselbe gesagt. Erst später ist mir die schmutzige Kaffeetasse in der Küche aufgefallen. Aber wann er daraus getrunken hat, weiß ich nicht. Haben Sie den Schuss gehört? Nichts, gar nichts habe ich gehört. Das Fenster war zu. Hätte er in den Geräteschuppen gehen können, ohne dass Sie es bemerkt hätten? Das Zimmer, in dem ich war, geht nach der anderen Seite. Können Sie das Haus von Leonie Bérard von dort aus sehen? Wenn ich hingeschaut hätte, ja. Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich mich jetzt ein wenig mit Ihrem Sohn unterhalte. Aber nein, natürlich. Jean-Paul, komm doch mal herunter. Wozu? Herr Maigret möchte mit dir sprechen. Na, komm mal näher, mein Junge. Du hast doch wohl keine Angst vor mir. Angst habe ich vor niemand. Warst du am Dienstag in der Schule? Du kannst ruhig antworten, Jean-Paul. Herr Maigret meint es gut. Sieh mal, vorläufig weiß ich nur, was die Leute erzählen. Irgendetwas, auch wenn es noch so unwichtig erscheint, könnte mich auf die richtige Fährte bringen. Du möchtest doch sicher, dass dein Vater bald wieder aus dem Gefängnis herauskommt und dass der wirklich Schuldige verhaftet wird. Herr Maigret meint es gut mit uns, Jean-Paul. Wie viele Schüler seid ihr in der Klasse? Antworte doch. 32. Hast du Freunde?
Nein. Keinen einzigen Freund im ganzen Dorf? Ich bin der Sohn des Lehrers. Nehmen deine Kameraden dir das übel? Kann sein. Jean-Paul, kannst du dich erinnern, was dein Vater getan hat, als ihr am Dienstag Pause hattet? Nein. Wenn die Schüler in den Hof gehen, geht er dann mit hinaus? Manchmal. Und am Dienstag? Wo war er da? War er hier? Das weiß ich nicht. Sei doch nett und antworte höflich. Ich bin nicht unhöflich. Was für eine Stunde hattet ihr nach der Pause? Grammatik. Hat jemand während des Unterrichts mit deinem Vater sprechen wollen? Kann sein. Versuche dich zu erinnern. Ist dein Vater hinausgegangen? Ich weiß es nicht. Hör gut zu. Wenn der Lehrer hinausgeht, wird gewöhnlich Allotria getrieben. Niemand bleibt auf seinem Platz. War das am Dienstag auch so? Ich erinnere mich nicht. Ist einer deiner Mitschüler ans Fenster gegangen? Ich weiß nicht. Hör mal. Ich weiß nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts weiter zu sagen. Sie dürfen ihm nicht böse sein, Herr Kommissar. Versetzen Sie sich in seine Lage. Der Leutnant hatte ihn über eine Stunde verhört. Nachher ist er, ohne ein Wort zu sagen, hinaufgegangen, hat sich aufs Bett geworfen, ohne sich zu rühren, mit weit aufgerissenen Augen. Liebt er seinen Vater? Bewundert er ihn? Oder zieht er sie vor? Wem vertraut er sich gewöhnlich an? Niemanden. Aber es könnte sein, dass er mich seinem Vater vorzieht. Die Büchse hat er zu Weihnachten bekommen. Spielt er oft damit? Hin und wieder geht er spazieren. Mit der Büchse unter dem Arm wie ein Jäger. Aber ich glaube, er schießt nur selten. Er hatte eine Zielscheibe aus Papier an der Linde befestigt. Aber als mein Mann ihm erklärte, dass das dem Baum schade, hörte er damit auf. Wenn er während der Abwesenheit ihres Mannes das Klassenzimmer verlassen hätte, würden seine Mitschüler das wohl gemerkt haben? Bestimmt. Und es auch nicht verschweigen? Denken Sie etwa, dass Jean-Paul... Ich muss an alles denken. Wie heißt eigentlich der Junge, der ausgesagt hat, er habe ihren Mann aus dem Geräteschuppen herauskommen sehen? Sellier. Marcel Sellier, der Sohn des Flurhüters. Sellier ist außerdem Klempner und Elektriker und manchmal repariert er auch Dächer. Und wie alt ist Marcel? So alt wie Jean-Paul. Ein guter Schüler? Der Beste. Das heißt, mein Mann gibt ihm die besten Noten, damit es nicht so aussieht, als würde Jean-Paul bevorzugt. Seine Eltern sind brave Leute. Ich danke Ihnen, Frau Gaster. Wollen Sie uns auch weiterhin beistehen? Warum fragen Sie das? Nun, was Sie bei uns antreffen, ist wenig erfreulich. Ich werde mein Bestes tun. Ich komme bestimmt noch einmal wieder. Jetzt muss ich zum Leutnant. Ich habe versprochen, ihn aufzusuchen. Sollen wir uns nach einem Anwalt umsehen? Damit hat es noch Zeit. Danke. Leben Sie wohl, Herr Kommissar, und vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bitte nachreden, Herr Kommissar. Danke, Leutnant Tanerlo. Erwarten Sie nicht zu viel von diesem Haus. Wir haben es natürlich gründlich untersucht. Anhaltspunkte haben sich dabei nicht ergeben. Ich will es mir trotzdem ansehen. Die Schlafzimmer sind eigentlich oben, aber seit einigen Jahren scheute die alte Bira das Treppensteigen. Sie hat nur noch unten gewohnt und geschlafen. Ziemlich schmierig. Die Küche starrt vor Schmutz. Wir haben alles gelassen, wie es war. Hier in diesem Lehnstuhl pflegte sie den ganzen Tag zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. In der Küche? Ja. Das Vorderzimmer geht aufs Meer hinaus und dort geht ja fast niemand vorüber. Hier aber... Ja, von diesem Fenster sieht man eine ganze Menge. Den Schulhof, die Gärten, auch den des Lehrers. Wenn sie gute Augen hatte, konnte sie von diesem Platz aus das Leben von einem Dutzend Familien überwachen. Der Kreidestrich auf dem Fußboden bezeichnet die Stelle, wo sie gefunden wurde. Und der Fleck, den Sie da sehen... Sie hat nur wenig Blut verloren. Ja, sehr wenig. Und was soll das Hufeisen hier auf dem Boden? Das weiß ich nicht. Sie war eben ziemlich unordentlich, die Alte. Aber wozu brauchte sie ein Hufeisen? Alte Leute werfen nie etwas weg, auch wenn sie es nicht brauchen. Und durch dieses Fenster? Ja. Der Schuss ist aus etwa 50 bis 100 Meter Entfernung gekommen. Das Geschoss war eine Bleikugel, und zwar eine sogenannte Weiche, die beim geringsten Aufprall bricht. Sie behält auch keine Spuren vom Gewehrlauf. Wir haben 5 Büchsen beschlagnahmt. Aber die Bengel machen sich nie die Mühe, sie zu reinigen. So lässt sich also nicht feststellen, aus welcher Waffe dieser Schuss abgefeuert worden ist. Außerdem waren die Kinder um jene Zeit alle in der Schule. Alle? Es fehlten nur 2. Ein Mädchen, das ziemlich weit abwohnt und das am Dienstagmorgen nicht im Dorf gesehen worden ist. Und der Junge des Fleischers, der seit einem Monat bettlägerig ist. Ja, die beiden scheiden also ebenfalls aus. Und was bleibt? Die Bosheit eines Erwachsenen.
Irgendeiner der Nachbarn, der einen Groll auf sie hat, der sie hasst. Nun, das taten ja mehr oder weniger alle. Aber um aus einer gewissen Entfernung so genau zu treffen, muss man schon ein wahrer Meisterschütze sein. Wir haben zu ermitteln versucht, wo sich die Leute um ein Viertel nach zehn aufhielten. Wir erhielten sehr widerwillige Antworten. Sobald man auf Einzelheiten eingeht, bekommt man das grauseste Zeug zu hören. Bis auf die eine Aussage des Jungen. Sie meinen Marcel? Hm? Ja, der gesehen haben will, dass der Lehrer um diese Zeit den Geräteschuppen verlassen hat. Wie kommt es, dass der Junge nicht gleich am ersten Tage mit der Sprache herausrückte? Das habe ich natürlich ebenfalls wissen wollen. Was er darauf geantwortet hat, hört sich ziemlich glaubwürdig an. Sie wissen vermutlich, dass sein Vater die Nichte der Alten zur Frau hat. Ja, und dass die Alte die Absicht hatte, ihre Nichte zu enterben. Der Junge hat sich eben gesagt, es könne so aussehen, als ob er seinen Vater entlasten wolle. Erst am nächsten Abend hat er mit ihm darüber gesprochen und am Donnerstagmorgen hat ihn dann der Vater zu mir gebracht. Im Übrigen werden Sie die Sillies ja sehen. Es sind nette, offenherzige Leute. Und der Junge? Er behauptet, den Lehrer gesehen zu haben. Im Schulzimmer waren die Kinder allein geblieben. Die meisten tollten natürlich herum. Marcel, so ein sehr netter Junge, ging ans Fenster. Von dort aus hat er dann beobachtet, wie der Lehrer aus dem Schuppen herauskam. Hat er ihn auch hineingehen sehen? Nein, nur herauskommen. Der Schuss muss kurz vorher abgefeuert worden sein. Der Lehrer sagt aber, dass er an jenem Morgen den Schuppen gar nicht betreten hat. Entweder er lügt oder der Junge hat die ganze Geschichte einfach erfunden. Weshalb aber hätte er sie erfinden sollen? Ja, ganz richtig, ja. Weshalb wohl? War die Alte eigentlich wohlhabend? Na, sie besaß zwei Häuser und einige Wertpapiere. Ein Testament wurde nicht gefunden. Also wird die Nichte sie voraussichtlich beerben? Ja, das sieht ganz so aus. Und die Schubladen hier? Lauter Briefe. Zum Teil 20 Jahre alt. Jeder steckt noch in seinem Umschlag. Ja. An Évariste Cornut, an Jules Marchandot, an Théodore Coumard. Ja, sie stammen aus der Zeit, als die Birat noch Postfräulein war. Ja. Und sie hat wohl nicht alle Briefe befördert. Ein Brief mit dem Senatsstempel. Noch einer. Mehrere. Der Senator schreibt: Ihren Bericht über das Unwetter, das einen Teil Ihrer Auslandszucht vernichtet hat, habe ich weitergeleitet. Ich werde die notwendigen Schritte unternehmen, damit Sie aus dem zu solchen Zwecken bereitstehenden Staatsfonds entschädigt werden. Ich habe mir das genau erklären lassen. Die Austernbänke bestehen aus ziemlich teuren Pfählen. Bei stärkerer Flut wird immer ein Teil dieser Pfähle fortgeschwemmt. Und die ganz Schlauen beziehen Sie dann auf Staatskosten. Der Senator war in der Gegend sehr populär. Bei den Wahlen hat er immer ein leichtes Spiel gehabt. Haben Sie die Briefe alle gelesen? Ja, aber wirklich Schwerwiegendes habe ich nicht entdeckt. Ich habe aus den Briefen nur ersehen, dass die Birat von allen zu viel wusste und daher von allen gehasst wurde. Sie können sich denken, dass sie es den Leuten ständig unter die Nase gerieben hat. Ja, ich habe jedoch nichts gefunden, was einen Mann veranlassen könnte, einen Mord zu begehen. Sie hatten ganz recht, Leutnant Danielou. Viel gab es hier nicht zu entdecken. Ja, nun, ich denke, wir gehen. Einen weißen Pommel. Wieder die Tasche voller Briefe, Ferdinand. Jeden Tag. Ach, du bist auch schon da, Theo. Na, machen wir ein Spielchen? Später vielleicht. Später, als ob ich so viel Zeit hätte. Eigentlich bist du daran schuld, Theo. Immer hast du den Gemeindestempel in der Tasche. Woran bin ich schuld? Na, dass die Leute so viel schreiben. Renten, Pensionen, Versicherungen. Und du bestätigst ihnen alles, was sie wollen. Ist jemand in eine Kuh gestorben? Du bestätigst, dass es ein Unfall gewesen ist und die Versicherung zahlt. Ich bin ein freundlicher Mensch. Ich mag keinem was abschlagen. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Ob es auch nur einen gibt, für den der Staat nicht blechen muss. Ja, manche kriegen bestimmt nur Kinder wegen der Beihilfen. Glauben Sie, dass solche Gelder auch bei dem Mord eine Rolle gespielt haben? Das kann keiner wissen, Herr Kommissar. Und wenn Sie mich wieder wegen des Schusses befragen wollen, Herr Kommissar, jawohl, ich habe ihn gehört. So.
aber ich weiß nicht, wo er herkam. Na, es gibt Leute, die interessieren sich dafür, wer geschossen hat, wenn sie plötzlich so etwas hören. Bei uns nicht. Ja, wenn es ein Jagdgewehr gewesen wäre, ist was anderes. Aber diese Büchsen, auch daran sind wir gewöhnt. Ja. Da hören wir gar nicht mehr hin. So, ich gehe. Da kommt Ratou. Mit dem kannst du ja dein Spielchen machen. Wiedersehen, Theo. Tag, alter Halunke. Du siehst so schläfrig aus, Theo. Müde vom vielen Nichtstun. Tja, Amtsgehilfe hat es gut. Wer ist denn das, Pommel? Der Fleischer. Ein Pernod, Pommel. Na, und Sie, Herr Kommissar? Sie sind also der Mann, der die Nuss knacken will. Ich versuche es wenigstens. Recht so. Wenn Sie was rauskriegen, verdienen Sie einen Orden. Wie geht's denn deinem Jungen? Oh, der Doktor meint, es wäre Zeit, dass er die Füße wieder ans Gehen gewöhnt. Das ist leicht gesagt. Kaum ist er aufgestanden, gleich fällt er wieder um. Ach, dieser Dr. Bressel und überhaupt die Ärzte verstehen alle nichts. Machst du schon Feierabend, Ratou? Oh, ich muss noch nach Bourage. Pommel, schreib's auf zu dem anderen. Und Ihnen wünsche ich viel Vergnügen, Herr Kommissar. Ist er ein Trinker? Das kann man wohl so nennen. Bis er wieder heimkommt, hat er mindestens einen halben Liter Pernod getrunken. Das macht dir wohl Spaß? Was macht mir Spaß? Das zu erzählen. Na, ich sag doch nichts Schlechtes über ihn. Ach, soll ich mal einiges von dir berichten? Du weißt genau, von mir gibt es nichts zu berichten. Noch ein Gläschen, Herr Kommissar. Bis später. In einer halben Stunde bin ich wieder zurück. Zum Mittagessen gibt's Hasenbraten. Wo geht er denn hin? Er geht über den Platz. Genau auf das Haus von Cellier zu. Aha. Zu Cellier geht er. Dem Jungen auf den Zahn fehlen. Sag mal, Marcel. Ich denke, du hast noch nie gelogen, oder? Doch, Herr Kommissar. Aber nachher habe ich immer gleich gebeichtet. Gleich nachher? Na, so schnell wie möglich, weil ich nicht in der Sünde sterben möchte. So schlimm werden die Lügen ja kaum gewesen sein. Manchmal waren sie ziemlich schlimm. So? Zum Beispiel? Einmal habe ich mir beim Klettern die Hose zerrissen. Aber zu Hause habe ich gesagt, ich sei bei Joseph im Hof an einen Nagel hängen geblieben. Meine Mutter hat mir nämlich verboten, auf die Bäume zu klettern. Mhm. Bist du dann sofort zur Beichte gegangen? Nein, erst am nächsten Tag. Kommt es oft vor, dass du so lügst? Nein, Herr Kommissar. Na, wie oft ungefähr? Ja, höchstens einmal im Monat. Und deine Mitschüler, lügen die öfter? Ja, einige schon. Ist der junge Gaston dein Freund? Nein, Herr Kommissar. Aber du spielst mit ihm? Er spielt mit niemand. Weshalb? Vielleicht, weil er sich nichts daraus macht oder weil er der Lehrersohn ist. Ich hätte mich gern mit ihm angefreundet. Herrn Gaston magst du wohl nicht. Er ist ungerecht. Wieso? Weil er mir immer die besten Noten gibt. Sogar wenn Jean Posi verdient. Ich bin gern Klassenerst, aber nur, wenn es mir auch wirklich zukommt. Sag mal, erinnerst du dich an den Dienstagvormittag? Ja, Herr Kommissar. Was hast du da in der Pause gemacht? Mit den anderen gespielt. Und was geschah, als ihr wieder im Klassenzimmer wart? Herr Pietbeuf klopfte an die Tür und dann ging Herr Gaston mit ihm ins Gemeindeamt hinüber. Kam das oft vor, dass er während des Unterrichts hinausging? Ziemlich oft. Und ihr blieb dann alle ruhig? Nicht alle. Und du selber? Ja, fast immer. Wurde Herr Gaston in dieser Woche schon einmal aus der Klasse gerufen? Am Montag, während einer Beerdigung. Mhm. Jemand wollte eine Unterschrift haben. Und was hast du am Dienstag gemacht? Ich bin zuerst auf meinem Platz geblieben. Während deine Kameraden schon Krawall machten? Ja, die meisten. Was taten sie denn? Oh, sie begannen auch Spaß zu raufen. Da warfen sie mit Radiergummis und Bleistiften. Und dann? Dann... Ja, was tatest du dann? Ich ging ans Fenster. An welches Fenster? An das, von dem man aus die Höfe und die Gärten sehen kann. Wenn ich hinausblicken will, gehe ich immer an dieses Fenster. Warum gerade an dieses? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil es meiner Bank am nächsten ist. Nicht, weil du einen Schuss gehört hattest? Nein, Herr Kommissar. Und dann hast du den Lehrer über den Hof gehen sehen? Ja, Herr Kommissar. Hast du ihn zum Geräteschuppen gehen sehen? Nein, Herr Kommissar, nur herauskommen. Du hast also gesehen, wie er aus dem Schuppen herauskam? Wie er die Tür zumachte. Und dann, als er den Hof überquert hatte, habe ich den anderen zugerufen, Achtung. Ja, alle sind sofort auf ihre Plätze gegangen. Ich auch. Spielst du oft mit deinen Kameraden?
Nicht sehr oft. Spielst du nicht gern? Na, ich bin zu dick. Hast du keine Freunde? Doch, vor allem Joseph. Wer ist Joseph? Joseph Rateau, der Sohn des Fleischers. Stand Joseph neben dir am Fenster? Er war gar nicht in der Schule. Seit einem Monat liegt er im Bett, wegen eines Unfalls. Wurde er von einem Motorrad angefahren? Ja, Herr Kommissar. Warst du dabei? Ja, Herr Kommissar. Besuchst du ihn manchmal? Ja, fast jeden Tag. Bist du gestern bei ihm gewesen? Gestern? Nein. Vorgestern? Ja, auch nicht. Und weshalb nicht? Na, wegen des Mordes. Alle haben sich ja nur damit befasst. Den Gendarmerieleutnant anzulügen, hättest du wohl nicht gewagt. Nein, Herr Kommissar. Bist du dir klar darüber, dass Herr Gaston wegen deiner Aussage im Gefängnis sitzt? Ich verstehe nicht, wie Sie das meinen, Herr Kommissar. Na, wenn du nicht behauptet hättest, du habest ihn aus dem Schuppen herauskommen sehen, wäre er wohl kaum verhaftet worden. Ich weiß nicht. Mhm. Ja, das mag so sein, Herr Kommissar. Wenn du ihn aber wirklich gesehen hast, dann war es richtig von dir, die Wahrheit zu sagen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Leonie Birard hast du wohl nicht gemocht? Nein, Herr Kommissar. Warum nicht? Na, weil sie mir immer Schimpfworte nachrief, wenn ich bei ihr vorbeiging. Mehr als den anderen? Ja. Warum? Weil sie meiner Mutter es nicht verzeihen konnte, dass sie meinen Vater geheiratet hat. Na schön. Danke, Marcel. Du kannst jetzt gehen. Noch ein paar Worte mit deinem Vater. Ich schicke ihn herein. Sagen Sie mir bitte eins, Herr Sellier. Wann hat Marcel Ihnen eigentlich erzählt, dass er gesehen hat, wie der Lehrer... Mittwochabend. Und Dienstag, wo doch von nichts anderem als von dem Mord gesprochen wurde, hat er also nichts gesagt? Nein. Ja, wahrscheinlich ist ihm das alles zu nahe gegangen. Mittwochabend beim Essen merkte ich, dass er so ein komisches Gesicht machte. Und auf einmal sagte er zu mir, weißt du, Papa, ich glaube, ich habe etwas gesehen. Ja, und er hat mir dann alles genau geschildert und ich bin gleich zum Leutnant gegangen und habe es ihm wieder erzählt. Ich danke Ihnen, Herr Sellier. Adieu, Herr Kommissar. Adieu. Herr Kommissar! Ja? Ich habe davon gehört, dass Sie hier sind. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Dr. Bressel. Ah, mit Ihnen hätte ich mich gerne mal unterhalten, Dr. Bressel. Kommen Sie mal zu mir zum Mittagessen. Sagen wir morgen. Gern, danke. Darf ich Sie irgendwo hinfahren? Vielleicht ans Meer? Sie sehen müde aus, Herr Kommissar. Es ist nicht einfach mit den Leuten hier. Haben Sie sich schon etwas umgesehen? Wussten Sie, Doktor, dass Leonie Birard Briefe aufbewahrte, die nicht an Sie selbst gerichtet waren? Oh, so ein Luder. Die Leute nannten sie gewöhnlich die alte Wanze. Übrigens hatte sie eine Heidenangst vor dem Tode. War sie krank? Sterbenskrank. Seit Jahren. Genau wie Theo, der Amtsgehilfe. Der müsste eigentlich schon seit 10 Jahren im Grabe liegen. Aber trotzdem trinkt er noch immer täglich seine 4 Liter Wein. Von den Aperitifs ganz zu schweigen. Was halten Sie von den Celliers, Doktor? Strebsame Leutchen. Celier ist ein Findelkind und er hat schwer schuften müssen, bevor er es zu seiner heutigen Stellung gebracht hat. Ja, und der Sohn ist ebenfalls ein recht intelligenter Bursche. Marcel? Ja, vielleicht etwas zu intelligent. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Er ist wohlerzogen, Chorknabe und Liebling des Pfarrers. Glauben Sie, dass er gelogen hat? Ich glaube überhaupt nichts. Wären Sie wie ich seit so vielen Jahren Arzt auf dem Lande, so würden Sie genauso wenig glauben. Diese Leute interessiert nur eines. Geld zu verdienen, es dann in Gold umzuwechseln und das Gold in Flaschen im Garten zu vergraben. Und wenn einer krank oder verwundet ist, dann muss ich auch das bezahlt machen. Ich verstehe nicht recht. Es gibt immer Krankenkassen oder Versicherungen, um zu Geld zu kommen. Ja, etwas Ähnliches habe ich heute schon mal gehört. Lauter Halunken, diese Leute. Aber ulkig. Ich habe sie sehr gern. Auch Leonie Birard? Ach, die. Die war ein Unikum. Und Frau Gaston? Frau Gaston? Eine arme Seele, die sich schuldig fühlt. Und die ihr Leben lang sich und andere damit quälen wird. Am nächsten Tag wurde Leonie Birard beerdigt. Alle Männer rasierten sich zur Feier dieses Ereignisses, sie warfen sich in Staat und sie taten es so heiter,
als ginge es nicht zu einem Begräbnis, sondern zu einer Hochzeit. Der Wirt Pomel war in aller Herrgottsfrühe dabei, Weinkrüge zu füllen. Auch er trug bereits ein gestärktes weißes Hemd und eine schwarze Tuchhose. Schließlich ratterte das Fuhrwerk vorbei, das als Leichtwagen diente. Es wurde von einem Rotfuchs gezogen, über dessen Rücken man eine schwarze Decke gebreitet hatte. Pfarrer und Ministrant standen bereits am offenen Grabe, aber noch hatten sich nicht alle bis dorthin durchgedrängt. Das Gesicht eines Knaben lugt über die Friedhofsmauer. Das eine der Brillengläser blitzt in der Sonne. Als er sich entdeckt sieht, duckt er sich und läuft davon. Don Paul! Wohin läufst du denn, du kleiner Dummkopf? Don Paul! Bleib doch stehen! Na, laufen kannst du aber. Komm, setz dich her. Ich stehe lieber. Böse? Och. Willst du nichts mehr von mir wissen? Na, hör mal. Ich wollte mich gern mal unter vier Augen mit dir unterhalten. Bei dir zu Hause ist das nicht gut möglich. Und wie ich dich vorhin an der Friedhofsmauer sah, dachte ich, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit. Wen hast du da eigentlich beobachtet? Die Leute. Du hast bestimmt einen Einzelnen im Auge gehabt. Oder irre ich mich? Hast du deiner Mutter gesagt, dass du fortgehst? Nein. Weshalb nicht? Sie hätte es nicht erlaubt. Wolltest du Marcel sehen? Ich... Erschrickst du, weil ich dich ganz gut durchschaue. Sag mal, Jean-Paul, warum seid ihr eigentlich nicht Freunde, du und Marcel? Ich habe keine Freunde. Ich bin der Sohn des Lehrers. Hast du jemals versucht, dich mit anderen zu befreunden? Nein. Warum nicht? Ach. Weil du dachtest, sie würden gar nicht darauf eingehen. Warum stellen sie mir eigentlich alle diese Fragen? Weil dein Vater im Gefängnis ist. Weil ich ihn für unschuldig halte. Du weißt das ebenso gut wie ich. Möchtest du, dass man deinen Vater verurteilt? Nein. Stell dir vor, du wüsstest etwas, wodurch dein Vater aus dem Gefängnis... Was meinen Sie? Du weißt etwas, Jean-Paul. Ich bin überzeugt, dass dein Vater nicht lügt. Wenn er bestreitet, am Dienstag in seinem Schuppen gewesen zu sein, so glaube ich ihm das. Andererseits scheint dieser Marcel ein braver Junge zu sein. Trotzdem behauptet er steif und fest, er habe deinen Vater aus dem Schuppen gehen sehen. Er lügt. Du weißt genau, dass er lügt, nicht wahr? Und warum hast du das nicht früher gesagt? Darum. Du bist sicher, dass er deinen Vater nicht gesehen hat? Ja. Und woraus schließt du das? Ich habe ihn angesehen. Wen? Marcel. Wann? Wo? In der Klasse, am Fenster. Und? Zuerst ist Herr Piet Böff gekommen und wollte meinen Vater sprechen. Sie gingen beide ins Gemeindeamt hinüber. Konntest du das beobachten? Genau. Kaum waren sie in der Tür verschwunden, ging der Lärm los. Wie gewöhnlich. Hast du dich nicht beteiligt? Nein, ich bin auf meinem Platz geblieben. Und Marcel? Marcel stand am Fenster links, das auf den Hof und die Gärten geht. Was tat er? Nichts. Er schaute hinaus. Bleibt er immer so ruhig, wenn die anderen Lärm machen, oder macht er manchmal mit? Nur wenn Josef da ist. Der Sohn des Fleischers? Ja. Also, du bist auf deinem Platz geblieben. Marcel stand am Fenster links. Und dein Vater und Piet Böff waren drüben im Büro. Ja. So war es doch wohl. Ja. Waren die Fenster offen? Zu. Hm. Und dann? Und dann ist Marcel vom Fenster fortgegangen. Und wohin? Zu einem der Fenster rechts. Von wo aus man Frau Berards Haus sehen kann? Ja. Dein Vater war unterdessen noch im Gemeindeamt? Ja. Hat Marcel irgendetwas gesagt? Nein, er hat nur hinausgeschaut. Weißt du, was er gesehen hat? Das konnte ich von meinem Platz aus nicht beobachten. Aber Marcel hast du immer beobachtet? Ja. Hast du deinen Vater dann aus dem Gemeindeamt herauskommen sehen? Ja, er ist in unser Haus gegangen, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Stand das Küchenfenster offen? Nein, aber er hat bestimmt Kaffee getrunken. Und dann ist dein Vater in den Schuppen gegangen? Nein, er ist direkt ins Klassenzimmer gekommen, über den Schulhof. Und Marcel? War er die ganze Zeit am Fenster rechts geblieben? Ja. Als Marcel deinen Vater belastet hatte, warum hast du da nichts gesagt? Weil man mir sowieso nicht geglaubt hätte. Deiner Mutter hast du dann auch nichts gesagt? Nein. Warum bist du denn heute mit zum Friedhof gegangen? Weil ich sehen Wen? Marcel? Vielleicht. Werden Sie Marcel sagen, was ich Ihnen erzählt habe? Darf er es denn nicht wissen? Nein. Hat sonst noch jemand bemerkt, wo Marcel stand? Ich glaube nicht. Die anderen waren zu beschäftigt. Nun gut.
Wir wollen sehen. Ich hoffe, Marcel wird von selbst mit der Sprache herausrücken. Bitte sagen Sie ihm bestimmt nichts davon. Gut, ich verspreche dir's. Jetzt muss ich zurück ins Dorf. Der Doktor will mich in der Gastwirtschaft abholen. Schon über 12. Komm. Ich möchte lieber allein zurückgehen. Na schön. Wie du willst. Ja, dass wir die einmal unter die Erde bringen würden. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, wenn ich bedenke, dass sie beinahe meine Schwester hätte sein können. Wer? Die alte Wanze? Ja, die Leonie. Ich weiß nämlich von meinem Vater, dass er mit ihrer Mutter manchmal im Heu gelegen hat. Wenn du es so nimmst, dann könnte sie auch meine Schwester gewesen sein. Hör mal, Nico, ich weiß, du willst mich begaunen. Aber denke daran... Da kommt ein Fremder. Das ist der Kommissar aus Paris. Hast du den noch nicht gesehen? Nein, was tut er denn hier? Der spitzelt. Was sagst du, Rateau? Er spitzelt, sagte ich. Wozu ist das sonst hier? Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag, Dr. Bresset. Ich denke, wir fahren gleich hinüber zu mir. Ich sag's ihm. Es ist heute recht ungemütlich. Ich sag's ihm noch. Das ist Rateau, der Fleischer, nicht wahr? Er scheint etwas gegen mich zu haben. Na, wozu ist denn der hergekommen? Sei still, Rateau, du bist betrunken. Na, darf ich das vielleicht nicht sein? Du weißt doch, was ich dir gesagt habe, als ich das letzte Mal bei dir war. Das ist mir völlig wurscht. Also, wenn du so weitermachst, dann ist es aus mit Man dir. Man soll mich nicht bespitzeln. Niemand, ich bin ein freier Mann. Setz dich doch hin, Rateau, sei gemütlich. Halt's mal. Ihr trinkt lieber was. Hier. Er hat genug getrunken. Hör mal, Dr. Spitzel war mir immer zum Speien und dieser da ganz besonders. Wozu ist denn er hier? Du bist ja betrunken, Rateau. Und gießen Sie mein Glas nicht auf den Boden. Lassen Sie mich mal mit ihm reden, Doktor. So, hör mal zu, Rateau. Der Doktor will dir zwar das Trinken verbieten, aber ich trinke, wann ich will und so viel ich will. Ja, Rateau, ein schönes, volles Glas. Hm? Ob du das wohl mit einem Zuge runterkriegst? Gib her. Wunderwetter. Der Rateau hat einen Zuck. So, jetzt ist er ruhig geworden. Was hast du ihm gegeben, Theo? Ein Bierglas voll Pernod. Das wird ihn umbringen. Och, den nicht, der wird jetzt bloß eine Weile schlafen. Ich denke, wir gehen jetzt, Herr Kommissar. Und was machen wir mit Rateau, Theo? Ja, du hast wohl oben ein Zimmer frei, Pommel, da tragen wir ihn hin. Kommt mal her hier und fasst an. Trag ihn die Treppe hin. Los, du nimmst die Beine, du fasst ja die Schultern. So. Wie er das Glas mit einem Zuge ausgetrunken hat, und dann, als ob ihn der Blitz getroffen hätte. Du, sag mal, Pommel, kommt der Kommissar hierher zurück zum Mittagessen? Nein, heute nicht. Der Doktor hat ihn eingeladen. Oh, ist auch besser so. Dann sind wir ungestört. Die Hammelkeule war ganz vorzüglich, Doktor. Das freut mich, Kommissar. Jawohl. Jawohl. Ich möchte Sie etwas fragen, Doktor. Wie viele von den Trauergästen waren Ihrer Schätzung nach davon überzeugt, dass Gastin der Mörder ist? Einige schon. Leichtgläubige gibt es immer. Sagen wir ein Zehntel? Das mag stimmen. Und die übrigen 9/10? Die sind anderer Meinung? Ja. Nun, warum sagen Sie nichts? Wen verdächtigen Sie? Untereinander werden Sie schon darüber sprechen. Und jeder wird den verdächtigen, dem er am ehesten den Strick um den Hals wünscht. Ich glaube immer mehr, dass Theo die Wahrheit weiß. Weil er sich gerade im Garten aufgehalten hat? Und weil er vorhin so sehr bemüht war, den Fleischer am Weiterreden zu hindern. Daher der dreifache Pernod. Theo und Rateau sind Vettern. Wissen Sie, Doktor, dass Marcel gelogen hat? Ja, das kann sein. Ja, ich frage mich nur, aus welchem Grunde? Vielleicht, weil er fürchtet, der Verdacht könne sonst auf seinen Vater fallen. Vergessen Sie nicht, dass die Mutter des Jungen die einzige Verwandte der alten Birat ist und sie beerben wird. Jedenfalls hat Marcel den Lehrer nicht am Dienstag aus dem Geräteschuppen kommen sehen. Vermutlich am Montag. Und so hat er die Geschichte auch nicht völlig erfunden, sondern nur um einen Tag verlegt. Frauen und Kinder lügen ja immer nur halb. Komisch.
Aber im Grunde glaube ich nicht, dass er gelogen hat, um seinen Vater vor einer Verdächtigung zu bewahren. Sondern? Ich hätte gern mit Ihnen über jenen Unfall gesprochen, Doktor. Nee. Über welchen Unfall? Es gibt doch hier nicht so viele Unfälle. Ich meine die Sache mit dem Motorrad. Man hat Ihnen davon erzählt? Ja, der Junge des Fleischers wurde von einem Motorrad angefahren. Vor einem Monat etwa. Ist das vor dem Hause der alten Birat passiert? Knapp 100 Meter davon. Am Abend? Es war schon dunkel. Die beiden Jungen... Welche Jungen? Joseph, der Fleischersohn, und Marcel. War sonst noch jemand in der Nähe? Niemand. Die beiden Jungen waren auf dem Weg nach Hause, als ein von der Küste kommendes Motorrad Joseph anfuhr und ihn umwarf. Wer war der Fahrer? Ein gewisser Hervé Jussot, ein hiesiger Austernzüchter. War er betrunken? Jussot trinkt nicht. Brannten die Scheinwerfer? Ja. Die Kinder werden herumgetollt haben. Joseph wollte gerade die Straße überqueren und dabei wurde er angefahren. Und er hat ein Bein gebrochen? An zwei Stellen. Wird er hinken? In zwei Wochen wird nichts mehr zu merken sein. Bringt dieser Unfall Rateau etwas ein? Jussot hat seine Schuld zugegeben und die Versicherung wird wohl einiges zu zahlen haben. Glauben Sie, dass Jussot die Wahrheit gesagt hat? Mir wird allmählich klar, was Sie am Quai des Orfèvres unter einem Verhör mit Pauken und Trompeten verstehen. Nun, ich will lieber aussagen. Sehen Sie, Rateau ist ein armer Teufel. Immer hat er Pech. Einmal hatte er eine Weide gepachtet, da gab es eine große Dürre und er verlor mehr, als er hereingesteckt hatte. Mhm. Will er Fleisch liefern, hat sein Wagen meist eine Panne. Und darum hat Jussot, der dabei ja nicht zu verlieren hat, weil er schließlich die Versicherung zahlen muss, die Schuld an dem Unfall auf sich genommen. So ungefähr. Und Sie haben die Atteste ausgestellt. Na, selbstverständlich. Und zwar so, dass Rateau die größtmögliche Summe erhält? Ich habe auf mögliche Komplikationen hingewiesen. Es hätte ja welche geben können. So hätte der Junge eigentlich schon vor zwei Wochen das Bett verlassen können. Und Sie ließen ihn noch eine Weile in Gips liegen, damit der Vater eine größere Summe fordern könne. Wie Sie sehen, muss manchmal sogar der Arzt kleine Gaunereien begehen, wenn er nicht seine Zelte vorzeitig abbrechen will. Und Marcel war der einzige Zeuge des Unfalls? Es war sonst niemand auf der Straße. Hätte es nicht jemand vom Fenster aus sehen können? Ach, Sie denken wohl an die alte Birat? Sie hielt sich doch ständig an ihrem Fenster auf. Ich habe den Eindruck, Sie wissen nur allzu gut, wo Sie hingelangen wollen. Obwohl ich Ihnen noch nicht in allem folgen kann, aber... Dr. Marcel. Ja, er ist hier. Bitte, Herr Kommissar, der Anruf ist für Sie. Maigret? Herr Kommissar, es wird Sie interessieren. Meine Leute haben vorhin eine sechste Büchse gefunden. Vom gleichen Kaliber? Wo? Wir waren immer noch auf der Suche nach der Hülse und gingen von einem Garten in den anderen. Plötzlich standen wir vor einer Remise. Die Tür war offen und in der Ecke lehnte die Büchse. Es war die Remise des Fleischers. Haben Sie Frau Rateau darüber befragt? Ja. Sie sagte, als die Leute aufgefordert wurden, die Büchsen abzuliefern, da habe sie gar nicht an die ihres Jungen gedacht. Der Junge muss nämlich das Bett hüten. Ich weiß. Ich komme gleich zu Ihnen darüber, Leutnant. Am besten, Sie erwarten mich vor der Schule. Vor der Schule. Ist mir recht, Herr Kommissar. Bis gleich. Bis gleich. Haben Sie vielen Dank, Doktor, für das ausgezeichnete Mittagessen und für das, was Sie mir erzählt haben. Ich muss leider aufbrechen. Oh, das ist schade. Warum wollten Sie mich gerade in der Schule sprechen, Herr Kommissar? Wir wollen hier im Klassenzimmer jenen Dienstag rekonstruieren, Leutnant Danilo. Also, der Lehrer hat das Zimmer verlassen. Die Schüler tollen umher. Marcel steht hier, an diesem Fenster, dem linken Fenster. Was kann er sehen? Na, so hat er es beim Verhör auch gesagt. Er sieht Gastins Geräteschuppen. Und noch ein paar Fenster. Auch die Fenster im ersten Stock des Hauses, das der Fleischer bewohnt. Ja, die auch. Nun blieb Marcel aber nicht an diesem Fenster. Vielmehr ging er, noch bevor der Lehrer das Amtszimmer drüben verlassen hatte, quer durch die Klasse und trat an das rechte Fenster. Von hier aus sieht man zwar den Geräteschuppen nicht, wohl aber Leonie Birards Haus. Wenn sie, wie die Untersuchung festgestellt hat, gerade am Fenster stand, dann besteht die Möglichkeit, dass Marcel sie umsinken sah. Sie glauben also, er hatte einen Grund, von dem einen Fenster zum anderen zu gehen? Er hätte somit gesehen und... Nicht unbedingt. Warum hat er gelogen?
Haben Sie jemand Bestimmten im Verdacht? Ich glaube, ja. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Was eben getan werden muss. Sie wünschen? Ach, Sie sind der Polizist aus Paris, nicht wahr? Mein Mann ist nicht zu Hause. Wann er zurückkommt, weiß ich nicht. Sie wollten ihn doch wohl sprechen? Ich hätte mich gerne ein wenig mit Ihrem Sohn unterhalten. Er liegt zu Bett. Ich weiß. Seit über einem Monat. Darf ich zu ihm hinauf? Ja, bitte, wenn Sie ihn sprechen wollen. Ach, Marcel, du hast wohl Josef besucht. Ja, darf ich vorbei? Ja, bitte schön, mein Junge. Die Türe rechts, Herr Kommissar. Herein. Bleib nur liegen, Josef. Ach. Eben bin ich deinem Freund begegnet. Ich weiß. Hat er nicht warten wollen? Bitte, setzen Sie sich, Herr Kommissar. Dankeschön, mein Junge. Wo ist mein Vater? Bei Pommel. Und Mutter? Ist unten. Und du? Soll ich dir nicht den Gipsverband da abnehmen? Sie wissen es also? Ja. Hat der Doktor es Ihnen gesagt? Ich hatte es schon vorher erraten. Nun sag mal, was tatet ihr denn, du und Marcel, als das Motorrad dich anfuhr? Das Hufeisen haben Sie also nicht gefunden? Das Hufeisen? Bei Leonie Birard habe ich eins gesehen. Ach, kurz vor dem Unfall war ich darüber gestolpert. Und als wir bei Leonie Birard vorbeikamen, hatte ich es noch in der Hand. Das Fenster war offen. Wo war die Birard gerade? In der Küche. Die Küchentür war angelehnt. Erst habe ich mir gedacht, ich schmeiße es ihr herein, damit sie erschrickt. Aber dann ist dir noch etwas Besseres eingefallen. Ja, noch schöner habe ich mir gedacht, wenn man ihr das Hufeisen ins Bett legt. Und dann bist du ins Fenster gestiegen. Ja. Und dann das Pech. Ich bin an irgendetwas gestoßen und sie hat's gehört. Ich habe das Hufeisen fallen lassen und bin wieder hinausgesprungen. Und wo war Marcel? Stand draußen neben dem Fenster. Ich bin gleich losgerannt, aber ich konnte noch hören, wie sie mir nachgeflucht hat. Da kam gerade das Motorrad und schmiss mich um. Ja, und warum hast du das alles verschwiegen? Auch mein Vater fing sofort an, von der Versicherung zu sprechen. Hätte ich die Wahrheit gesagt, hätte die Versicherung nichts gezahlt. Mein Vater braucht dringend Geld. Und Marcel? Er hat mir versprochen, dasselbe zu sagen wie ich. Mhm. Ja, und was machst du so den ganzen Tag? Langweilst du dich? Gehst du manchmal ans Fenster? Ich darf nicht. Weil man sonst erfahren würde, dass du schon gehen kannst. Ja. Bitte, Herr Kommissar, werden Sie es der Versicherung sagen? Das ist nicht meine Sache. Aber während der Pause gehst du doch manchmal ans Fenster, nicht wahr? Meistens während der Pause. Hat Frau Birard dich jemals am Fenster gesehen? Ja. Und sie hat mir die Zunge herausgestreckt und dann hat sie mir immer das Hufeisen gezeigt. Das Hufeisen? Warum denn? Damit ich sehe, dass sie hingehen kann und alles erzählen. Hattest du Angst vor ihr? Meine Eltern brauchen doch das Geld von der Versicherung. Wussten Sie von der Geschichte mit dem Hufeisen? Mein Vater wusste davon. Ich habe es ihm eingestanden. Hat er dich gescholten? Nein. Er hat nur gesagt, ich soll den Mund halten. Und was wollte Marcel eben von dir? Er hat mir gesagt, dass es so nicht weitergeht. Und dass er die Wahrheit sagen muss. Wird er sagen, dass er dich am Fenster gesehen hat, bevor er an das andere Fenster gegangen ist? Woher wissen Sie das? Antworte mir erst mal. Was hast du am Fenster gemacht? Hinausgeschaut. Und die Alte zeigte dir wieder das Hufeisen? Ja. Also erzähl mal genau, was dann passiert ist. Ich muss das wohl nicht, wahr? Also, ich bin hingegangen und habe die Büchse genommen. Wo war sie? Hier in der Ecke, hinter dem Schrank. Geladen? Ja. Stand sie immer hier im Zimmer? Meist. Hast du in letzter Zeit vom Fenster auch mal auf Spatzen geschossen? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Hast du der Alten einen Schrecken einjagen wollen? Ja, wahrscheinlich. Sie geht noch hin, habe ich mir gedacht, und schwatzt alles aus. Und die Versicherung ist futsch und der neue Lieferwagen auch. Mit dem Gelde von der Versicherung sollte wohl ein neuer Lieferwagen gekauft werden. Vater glaubt, dass er dann mehr Dörfer beliefern könnte. Und dann würden wir endlich mal zu Geld kommen. Und du hast also geschossen? Ja. Hast du gezielt? Oh, nur so aufs Fenster. Wird man mich jetzt einsperren? Jungs in deinem Alter werden nicht eingesperrt. Sondern? Der Richter wird dir eine Strafpredigt halten.
Auch deinem Vater? Er hat doch nichts getan. Wo hielt er sich denn auf, als der Schuss fiel? Das weiß ich nicht. Und wer hat die Büchse in die Remise getragen? Ich habe Marcel gebeten. Nein, nicht Marcel, sondern meinen Vater. Ach, Sie hätten es ja sowieso herausgekriegt. Du hast also deinen Vater gebeten, die Büchse hinunterzutragen? Ja, aber ich habe ihm nicht gesagt, warum. Und hast du Marcel gebeten, beim Verhör auszusagen, er hätte gesehen, wie der Lehrer aus dem Schuppen herauskam? Nein. Ich wusste gar nicht, dass man ihn verhören würde. Und weshalb hat er das dann ausgesagt? Wohl, weil er mich am Fenster gesehen hat. Mit deiner Büchse? Du hattest sie doch wohl in der Hand. Ich erinnere mich nicht genau. Kann sein, dass ich sie in der Hand hatte. Hast du mir sonst noch etwas zu sagen? Nein. Hast du mir auch bestimmt die Wahrheit gesagt? Ja. Jetzt sag mir mal ganz genau, was du damals auf dem Hof gesehen hast. Auf was für einem Hof? Auf dem Hof hier. Auf unserem? Ja. Was soll ich da gesehen haben? Dein Vater war unten im Hof. Und die Tür zur Remise stand offen. Was tat dein Vater gerade? Er schlachtete ein Lamm. Und die Büchse war gar nicht hier im Zimmer, sondern unten in der Remise. Woher wissen Sie das? Haben Sie es einfach erraten? Dein Vater konnte die Alte ebenso wenig leiden wie du. Immer wenn er vorbeikam, hat sie ihm ein Schimpfwort zugerufen. Hungerleider und Tagedieb. Und dein Vater ist dann in die Remise gegangen. Ja. Und als er wieder herauskam, hatte er deine Büchse in der Hand. Was wird mit ihm geschehen? Das kommt darauf an. Willst du jetzt bestimmt nicht mehr lügen? Nein. Konnte dein Vater dich am Fenster stehen sehen? Ich glaube nicht. Ich habe mich etwas geduckt. Ich weiß nicht mehr, alles ging so schnell. Was ging so schnell? Er hat sich rasch umgesehen und dann hat er geschossen. Da hast du dein Fett, du alte Wanze, hat er dabei gebrummt. Hat er genau gezielt? Nein, nur angelegt und gleich geschossen. Ist ein guter Schütze. Er trifft nicht mal auf 10 Meter einen Spatzen. Hat er gesehen, wie sie hinfiel? Bestimmt. Einen Augenblick blieb er ganz verblüfft stehen. Und dann ist er in die Remise gerannt, um die Büchse wieder wegzustellen. Und danach? Danach hat er zu meinem Fenster raufgeschaut und ist ins Haus gegangen. Und kurz darauf habe ich ihn weggehen hören. Wohin ist er gegangen? Zu Pommel. Denn als er wiederkam, war er betrunken. Und du hast nicht mehr mit ihm darüber gesprochen? Nein, das wagte ich nicht. Und Marcel hat geglaubt, du hättest geschossen. Bestimmt. Und darum hat er gelogen. Ich bin sein Freund. Ja, das wäre alles, mein Junge. Kommt mein Vater jetzt ins Gefängnis? Nicht für lange. Es sei denn, dass man ihm nachweisen kann, dass er auf Leonie Berard gezielt hätte. Er hat ja bestimmt nur einen Schrecken einjagen wollen. Ich weiß. Und alle Leute im Dorf werden ja sicherlich zu seinen Gunsten aussagen. Ja, das glaube ich auch. Man mag ihn nämlich gern, trotz allem. Ich gehe jetzt hin und ich werde mit ihm sprechen. Pommel, ist Rateau noch hier? Dort hinten in der Ecke sitzt er. Rateau! Was wollen Sie? Der Leutnant erwartet dich, Rateau. Mich? Weshalb? Was habe ich denn getan? Das wird er dir schon sagen. Sind Sie bei mir zu Hause gewesen? Haben Sie den Jungen gequält? Rateau, geh mit dem Leutnant. Sie sind ein schlauer Fuchs. Und obendrein wohl auch noch stolz darauf, weil Sie ein Kind gequält haben. Dazu sind Sie also hergekommen. Und für sowas bezahlt der Staat sie noch. Und nur weil der andere ein Lehrer, ein Studierter ist, der bloß von unseren Steuern lebt. Theo, sieh mich an. Gekriegt habe ich sie aber doch, die Wanze. Spiel die nicht auf. Habe ich sie gekriegt? Ja oder nein? Versehentlich. Du bist ja nicht mal imstande, einen Ochsen auf 30 Schritt zu treffen. Gekriegt habe ich sie aber doch. Halt's mal! Rateau, folgen Sie mir jetzt ohne Widerstand. Machen Sie mir bitte meine Rechnung fertig, Pommel. Oh. Wollen Sie denn schon abfahren? Mhm. Mit dem Abendzug. Ein Cognac vielleicht noch. Einen Schoppen Weißwein.
Sie müssen eine schöne Meinung von uns haben, Herr Kommissar. Auf Ihr Wohl. Prost. Rias Berlin brachte nach dem Roman von Georges Simenon ein Hörspiel von Fred von Hörschelmann, Maigret und die schrecklichen Kinder. Die Personen und ihre Darsteller waren Kommissar Maigret Wilhelm Borchert, der Lehrer Gastin Walter Blum, seine Frau Gisela Matisent, Leutnant Danielou Horst Niendorf, der Wirt Pomel Eduard Wandrei, der Briefträger Ferdinand, Clemens Hasse. Der Amtsgehilfe Theo, Herbert Weißbach. Der Fleischer Rato, Klaus Hofer. Seine Frau, Ursula Höflich. Ein Alter, Franz Weber. Viktor Richard Handwerk. Ein Gast, Josef Wilhelmi. Der Arzt Bressel, Hans Kaninenberg. Der Flurwächter Sellier, Fritz Ebert. Der Erzähler Hermann Schindler. Die Kinder Jean-Paul Gastin, Frank Nimbach, Marcel Sellier, Detlef Rubusch, Josef Rato, Wolfgang Schill. Es wirkten ferner mit Regine Birkner, Ada Lübben, Georg Armin, Arthur Günther, Werner Kessel, Woldemar Leipi. Aufnahmeleitung Edith Weskalnis, Schnitt Esther Zeiler, Ton Jochen Jänert. Regie Claire Schimmel. शिवसेनेचा भगवा पडकला या भुकरी गावाला आज निवडून हो आला देवप्पा भोकरी गावाचा सरपंच झाला महादेव पंडितचा नाद आला कोणीच नाही लागला निवडून निवडून आलाय हो महादेव शिवाय हायच कोण निवडून निवडून आलाय हो महादेव शिवाय हायच कोण साऱ्यांच्या ध्यानात हाय तो लाखमोलाचा प्रेमा कोटी आज झाला या सरपंच गावाचा बाबा भोकरी गावाचा सरपंच झाला सरपंच हो आपला न्याय मिळून देणार हो आपल्याच गावाला I
Rupa Bukri Gawata Serpent Zala Mahadeva Pandit Janandala Konita Naila Gala Konita Naila Gala Kajana Dala Naila Gala Konita Naila Gala Kajana Dala Naila Gala दिवाकला नाही तो हिमतीवर राहिला बहुमताने विजय तो आज हो झाला पा भोकरी गावाचा सरपंच झाला ए महादेव पंडितचा नांदाला कोणीच नाही लागला कोणीच नाही लागला त्याचे नादन नाही लागला कोणीच नाही लागला त्याचे नादन नाही लागला शिवसेनेचा भगवा फडकला या भोकरी गावाला निवडून हो आला महादेव अप्पा भोकरी गावाचा सरपंच झाला निवडून निवडून आलाय हो महादेव शिवाय हायच कोण निवडून निवडून आलाय हो महादेव शिवाय हायच कोण निवडून निवडून आलाय हो महादेव शिवाय हायच कोण निवडून निवडून आलाय हो Pardon, Madame, ist Ihr Mann zu Hause? Ja, der Herr Untersuchungsrichter will Herrn Maigret dringend sprechen. Was ist los? Ja, das frage ich Sie, Maigret. Ich habe gar keine Zeit. Ich suche Sie überall. Was sagen Sie? Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich fliege in 35 Minuten nach London. Nach London? Jawohl. Ja, aber was haben Sie denn entdeckt, dass Sie da auf einmal... Verzeihen Sie, dass ich einhänge. Ja, Maigret, seien Sie schnell. Eben. Schließlich ist die Leiche im Koffer nicht irgendwer, sondern der Abgeordnete André Deltay. Die Presse macht uns die größten Vorwürfe. Ja, ich weiß, aber pardon, das Flugzeug wartet nicht. Ich werde dir eine Postkarte schreiben. Flieg vorsichtig. Morgenzeitungen angenehm? Ah ja, gut, ich kann es mir erinnern. Gestern Donnerstag, 17 Uhr, wurde in einem bei der Gepäckaufbewahrung der Gare du Nord abgegebenen Koffer der Abgeordnete André Deltay tot aufgefunden. Die Ermittlungen sind noch im Gang. Gott sei Dank noch kein Kommentar. Stewardess, ein Cognac bitte. Gern, sobald wir das Frühstück serviert haben. Freitag, 8.15 Uhr, Start nach London. Donnerstag, Mittwoch. Ja, damit fing's an. 20 nach 12. Ja? Bist du's? Ich wollte dich nur fragen, ob du zum Mittagessen nach Hause kommst. Wieso? Weshalb willst du das wissen? Ach, es ist nichts weiter. Es wartet hier nur jemand auf dich. Wer? Jemand, den du nicht kennst. Ein junger Mann. Wer ist es? Das weiß ich nicht. Na, was will er denn? Das weiß ich auch nicht. Er sagt, er möchte dich persönlich sprechen. Hm. Ich werde so um 12 hier fortgehen. Wiedersehen. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich, Chef? Mensch, was machst du in Paris? Ja, der Inspektor Lotti. Der alte Jean. Erkennst du mich überhaupt noch? Nach den zwei Jahren. Ein bisschen dicker sind Sie geworden in Nizza. Jean, geh zu Lika. Ich bin nämlich gerade auf dem Nachhauseweg. Ich bin nur kurz hier und wollte bei der Gelegenheit gerne mal wieder die Luft des Hauses schnuppern und Ihnen die Hand drücken. Können wir der Passerie Dauphine zusammen einen Schnaps trinken? Natürlich, auch zwei. Aber rasch im Stehen, ich muss nach Haus, wer da erwarten. Ein Uhr, Maigret. Wartet der noch? Jetzt ist er fortgegangen.